Dann denke ich mit einem Blick auf die Runde, wir haben zwar noch nicht alle Tische voll, die voll sein müssten aufgrund der Anmeldung, aber wir haben ein gutes Quorum und damit fange ich jetzt an und sage ein herzliches Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Teilnehmer an unseren Panels, zu unserer heutigen europapolitischen Konferenz, die wir zusammen mit der IG Metall organisieren. Das ist das zweite Mal jetzt. Das ist ja fast schon Tradition. Dann kommt dann irgendwann bestimmt noch mal eine dritte hoffentlich. Wir sind heute auch zum ersten Mal nur noch in Präsenz und ohne Hybrid. Und das freut mich ganz besonders, dass wir endlich auch mal wieder Menschen im Saal haben und den Austausch auch in den Kaffeepausen und danach genießen können. Das Thema, das wir uns heute als Überschrift gesetzt haben, Herausforderungen für Europa in Zeiten von Krieg und Krise, ist natürlich schwere Kost, ein schweres Thema. Wir leben auch in schweren Zeiten. Aber ich denke mal, wir haben uns für die zwei Panels, die wir heute haben wollen, wirklich hervorragende Redner und Diskutanten gewinnen können. Und da fange ich natürlich mal an, ganz besonders Adam Tooze bei uns begrüßen zu können, den Professor für Wirtschaftsgeschichte, der in der Stiftung schon relativ bekannt ist. Abgesehen davon, dass er 2019 den Hans-Mathöfer-Preis für Wirtschaftspublizistik bekommen hat, war er auch letztes Jahr, glaube ich, im Oktober bei der Konferenz hier im Saal zur Wer zahlt die Zeche? Und er ist heute auch nochmal gekommen, um mit einem Impuls und dann auf dem Podium mitzudiskutieren. Auf dem Podium wird er dann zusammen diskutieren mit Torben Albrecht, den wir aus vielen langen Jahren mit verschiedenen Hüten schon gut kennen und der auch ein guter Freund der Friedrich-Ebert-Stiftung ist, ebenso wie Dr. Philipp Steinberg, wo hat er sich denn jetzt hingesetzt? So, ich habe jetzt meine Brille abgesetzt, den wir auch aus verschiedenen Kontexten auch schon kennen, und Susanne Wixfors, die wir auch ich vor allem aus vielen Kontexten kenne, damals als noch bei der beim DGB gearbeitet hat, jetzt ist sie wieder in der Arbeitskammer in Wien. Ich will jetzt auch gar nicht auf die anderen Gäste mit eingehen, denn vom zweiten Panel haben wir noch nicht alle hier. Wolfgang Lemb muss sich entschuldigen, der musste noch zum Windgipfel mit dem Minister. Dr. Rolf Schmachtenberg wird wahrscheinlich auch wieder etwas später kommen. Da wird dann unser Moderator Jürgen Zuhaide noch im Einzelnen der einführen und vorstellen. Dabei will ich es auch bewenden lassen. Ich möchte natürlich zum Schluss wie immer den Teams danken, dem Team IG Metall, Max vor allem und auch meinem Team von der FES, Raya und der Technik, die wir haben. Heute muss ich sagen, zum ersten Mal danke ich keinen Dolmetschern, weil wir keine Dolmetschung haben. Wir sind heute tatsächlich deutschsprachig. Ja, Jürgen, ich glaube, damit übergebe ich an dich und ich bin gespannt auf eine Diskussion zu schweren Themen mit hoffentlich interessanten Gedanken. Allerbesten Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann begrüße ich Sie auch ganz herzlich oder liebe Kolleginnen und Kollegen, je nachdem, wie Sie es lieber haben. Ich freue mich natürlich, heute hier zu sein. Will keine lange Vorrede halten. Nur wenn wir über Europa reden, sage ich, naja, willkommen. Was haben wir alles? Krieg, Inflation, Energie als einer der Gründe. Wir haben Unternehmen, die die Gunst der Stunde nutzen. Wenn wir uns die Gewinne angucken, die in diesen Tagen überall veröffentlicht werden. Wir haben in der Europäischen Union Lieferkettenproblematiken. Wem erzähle ich das hier im Raum? Wenn sich Globalisierung neu zuschneidet, die alte Ordnung nicht mehr ganz da ist, von der wir gerade als Deutsche und Sie natürlich, wenn Sie dem industriellen Bereich näher sind, ganz besonders profitiert haben. Was und wie wird die neue Ordnung sein? Das sind schwierige Fragen, keine leichte Kost, das hat Marc gerade schon gesagt. Trotzdem wollen wir es versuchen, da durchzukommen. Und vom Prinzip her, wenn ich diese Bemerkung noch vorher machen darf, wir haben jetzt einen kleinen Impuls von Adam, das ist gerade schon gesagt worden. Anschließend diskutieren wir hier in der Runde und danach haben Sie auch Gelegenheit, da will ich jetzt schon darauf hinweisen, sich an der Debatte
zu beteiligen. Also ich muss Sie hier, das weiß ich, in diesem Publikum nicht besonders auffordern, das zu tun. Das funktioniert ganz von alleine. Noch ein weiterer Hinweis, das steht zwar draußen, aber mir wurde gesagt, bitte erwähne es nochmal. Natürlich, das wird aufgezeichnet, hier gibt es auch Bilder. Also wer das nicht mag, der soll sich dann bitte nachher nicht melden. Das wäre dann besser so. Wer sich meldet, da setzen wir das Einverständnis voraus, dass das auch natürlich verwendet werden kann. Insofern soll das meine Bemerkung am Anfang sein. Ich stelle hier nur die Fragen. Wobei, das werden wir gleich sehen, was dann bei der Diskussion dann noch aus wird. Ansonsten freue ich mich jetzt auf Adam Tooze. Den muss ich hier in der Runde nicht vorstellen. Allein der Satz, wer zahlt die Zeche, sagt ja schon eine ganze Menge. Also Adam, wir sind froh, dass Sie heute bei uns sind. Und er wird, glaube ich, ganz kurz in Deutsch beginnen, dann Englisch reden, nachher in der Debatte aber, glaube ich, wieder Deutsch. So wurde mir das gesagt, oder? Okay, also wir nehmen alles. Insofern herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind und Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank. Es ist in der Tat eine Freude, wieder hier zu sein. Ich glaube, zum dritten Mal in den letzten paar Jahren. Seit 2021 möchte die EU handelspolitisch auf offene strategische Autonomie setzen. Und mit diesem Begriff möchte ich mich zunächst in den ersten 5 Minuten auseinandersetzen. Denn das klingt zunächst wie ein Widerspruch. Wie kann man gleichzeitig offen sein und seine Selbstständigkeit, das heißt Autonomie, bewahren? Sind Heteronomie und Autonomie nicht Widersprüche? Aber denken wir zurück. Ich setze jetzt meinen Historikerhut auf. Wo kommt denn dieser Anspruch her? Der Anspruch, offene strategische Autonomie für Europa zu erlangen, spiegelte, denke ich, die Ängste und die Bedrängnisse der Trump-Jahre. Aber eben auch das europäische Aufbäumen dagegen. Das Ganze war dann 21 der Slogan, aber wir wissen alle, es wurde über einige Jahre davor bereitet. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an die Besuche europäischer Diplomaten und Außenminister in New York in der Trump-Zeit. Und dieser Anspruch war über mehrere Jahre vorbereitet. Und eine gewisse Logik gewinnt das sperrige rhetorische Konstrukt, glaube ich, wenn man es in Bezug setzt zur Offenheit im Sinne der Multipolarität. Denn Autonomie bedeutet ja nicht Autarkie, sondern die Möglichkeit, seine Partner zu wählen. Die strategische Autonomie realisiert man in der Offenheit der Partnerwahl und in der Absicht, mit der diese Beziehungen gepflegt werden. Also zur Umsetzung gehören Glaubwürdigkeit, Verhandlungsgewicht, Regulierungsmacht, der berühmte Brussels-Effekt, aber auch Handlungsfähigkeit seitens Europa. Und was heißt Handlungsfähigkeit in diesem Kontext? Konkret Entschlussfähigkeit und die Bereitschaft und Fähigkeit, im richtigen Moment nicht nur zu kleckern, sondern zu klotzen. Whatever it takes, der Wahlspruch des EZBs unter Mario Draghi, war eines der wichtigsten Hinterlassenschaften aus der Finanzkrise. Ein schillernder Begriff eigentlich, ein Hemd in gewisser Weise, aber eben dieses Klotzen, nicht kleckern. Was wir gelernt haben, ist, dass angesichts der krisenhaften historischen Entwicklung wirtschaftliche Interessen in der Lage sein müssen, konzertiert, schnell und schlagkräftig zu agieren. Wenn Strategie irgendetwas bedeutet, was durchaus im Raum steht, lehnte ich als Frage, wenn Strategie irgendetwas bedeutet, dann genau das, der koordinierte, zeitgemäße Einsatz von verschiedenartigen Mitteln zur Erreichung eines klar umrissenen Zieles. Das klingt schön und gut, aber man kann den Begriff, glaube ich, auch und muss ihn auch, gerade im heutigen Kontext, kritisch wenden. Denn allzu oft werden im Aktionismus der heutigen Zeit, wir haben das über die letzten paar Wochenenden in der Schweiz und in Amerika verfolgt, allzu oft werden im Aktionismus der heutigen Zeit Fragen der politischen Ökonomie und der Demokratie verdrängt. In der Krise fallen milliardenschwere Entscheidungen in Klüngeln, aus unternehmerischen Interessen geschart um die Zentralbanken und den Ministerien. Strategische Autonomie sollte aber nicht auf Kosten der Demokratie sein. Die offene strategische Autonomie als europäisches Projekt, denke ich, sollte eben auch ein demokratisches Projekt sein, unter den Bedingungen der Mitbestimmung. Was aber nicht verleugnet werden kann, und das schwingt, glaube ich, in dieser Rede mit, ist, dass mit diesem Begriff auch ein Hauch von militärstrategischem Gedankengut in die Wirtschaftspolitik Eingang fand. In den Jahren des Global War on Terror war das für die Amerikaner immer selbstverständlich. Und wir gedenken in diesen Tagen den 20. Jahrestag der unsäglichen Irak-Invasion, gegen den so viele von uns hier demonstriert haben.
Während amerikanische Krisenmanager aber schon immer zu militärischen Analogien gegriffen haben, Larry Summers, Tim Geithner, diese gesamte Truppe aus der Zeit 2008 war inspiriert, denke ich, von diesem clausewitzischen Denken, sagen wir mal, bedeutete es für die EU einen Meilenstein, eine Zeitenwende vor der Zeitenwende, überhaupt von Strategie zu reden. Das hatte richtig so einen Frisson. Es galt als ein Zeichen des Realismus, diese Rede zu führen. Eigeninteressen explizit zu definieren, war geradezu ein Befreiungsschlag für Brüssel. Europa traute sich zu, Akteur, nicht nur Objekt der Geschichte zu sein. Akteur einer Geschichte, die nicht nur mehr als Prozess, sondern als offenes Drama verstanden werden musste. Das Ganze hatte einen französischen Flair, muss man sagen. Ein bisschen gaullistisch, ein bisschen gaullistisch ist Europa geworden in diesem Moment. Es sind nicht nur Begriffe, über die wir reden, in anderen Worten, es sind auch Emotionen und Geschichtsbilder und politische Visionen im Spiel. Das aber war 2021. Nun ist es mit dem Krieg ernst. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Europa denkt natürlich vor allem an Ukraine. Putins Invasion erteilt die harte Lektion, dass in einer multipolaren Welt auch andere die Umgangsformen bestimmen können, dass nicht nur der Westen sich seine Kriege aussuchen kann und dass die Gewalt von anderen den eigenen Freiraum massiv einschränken kann, was wiederum die eigene Handlungsfähigkeit prämiert. Europa ist zu schlagartigen Umstellungen und zu Notmaßen verschiedener Art gezwungen worden. Und in Anwesenheit von Herrn Steinberger will ich nichts weiteres dazu sagen, nur Respekt zollen für die Arbeit, die sein Ressort geleistet hat. Die Lichter sind noch an und wir frieren nicht. Und vor 6 Monaten war das alles andere als sicher. Der Kernpunkt aber für unsere allgemeine Diskussion heute Nachmittag scheint mir, dass die russische Aggression, schockierend wie sie sein mag, keine fundamentalen Zielkonflikte aufwirft, zumindest auf mittelfristiger Sicht. Im Gegenteil, sicherheitspolitische, wirtschaftspolitische, energiepolitische und klimapolitische Überlegungen, demokratiepolitische Überlegungen darüber hinaus, drängen alle in eine Richtung, zur größtmöglichen Beschleunigung der Energiewende. Natürlich steckt der Teufel im Detail und es gibt unzählige technische Fragen, die gelöst werden müssen, aber ich versteigere mich heute Nachmittag zu der Aussage, dass wir in diesem Fall zumindest mit fundamentalen Widersprüchen es nichts zu tun haben, vor allem im Vergleich zu dem anderen Krieg, der 2022 in Sicht geraten ist, nämlich die Auseinandersetzung zwischen China und den USA in Ostasien und vor allem über Taiwan. Ich wähle meine Worte hier bewusst dramatisch. Unterschätzen Sie bitte das Risiko nicht. In Washington redet man unentwegt darüber. Nicht nur über Wettbewerb und Rivalität, sondern über einen Krieg mit China, einer schießenden Auseinandersetzung. Unentwegt und offen. Das eigentlich ungeheuerliche, das undenkbare Szenario wird zunehmend banalisiert. Es gibt viele, auch an entscheidenden Stellen im amerikanischen Militär, für die es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern des Wann ist. Und hoffen Sie bitte nicht auf einen Sinneswandel. Die Dynamik läuft schon über ein Jahrzehnt. Es ging schon zu Obamas Zeiten los. Wie der Ballon-Zwischenfall Anfang des Jahres zeigt, hat es nun fast den Charakter eines Selbstläufers. Die Leute in Washington wissen selbst nicht so recht, wie es zu diesem Skandal kam, was eigentlich noch beunruhigender ist, sein sollte. Und eine Entspannung, selbst wenn es dazu kommt, wäre wie im Kalten Krieg eine Sache von Jahren, wenn nicht von Jahrzehnten. Und wie viel Zeit haben wir eigentlich noch, wenn wir zum Beispiel an die Klimakrise denken? Nun hat Europa natürlich gegenüber China seine eigenen Vorbehalte und Interessen. Man denkt an die Menschenrechtssituation, Beijings Machtgehabe, die Beziehungen zu Russland, Made in China, Chinas ungeheuer aggressive Industriepolitik. Aber Sie sehen, worauf ich hinaus will. Die Frage der offenen strategischen Autonomie entscheidet sich in unserem heutigen Moment nicht mehr abstrakt, sondern konkret in den Beziehungen zu China und den Dreiecksbeziehungen Europa, China, Vereinigten Staaten. Wenn Brüssel mit Offenheit und Multipolarität liebäugelt, wird das in Washington anders gesehen. Man sollte sich hier keinen Illusionen hingeben. Amerika sperrt sich gegen eine multipolare Welt. Offen und unverfroren behaupten sie die Supremacy, die Dominanz in zentralen Machtbereichen.
Wenn es mit der Unipolarität vorbei ist, setzt Washington nun auf eine Blockbildung unter seiner eigenen Führung. Strategie also ja, mit allem drum und dran, aber mit der Offenheit und der Autonomie wird es schwierig. Noch Ende 2020 schien es so, als würden Berlin, Paris und Brüssel einen eigenen Weg für sich bahnen wollen, mit dem Comprehensive Agreement on Investment. Das war aber, wurde durch die Sanktionspolitik des Europäischen Parlaments und die Reaktion der Chinesen darauf blockiert. Dann kam Putin und dann kam, und das ist der nächste Punkt, auf den ich wirklich betonen möchte, dann kam der hochstrategische und umfassende Versuch der Biden-Administration, Europa in seine Blockbildung gegen China einzuspannen. Unterschätzen Sie auch hier bitte nicht die Intentionalität. Es gibt gesamte Teams im Weißen Haus, die daran arbeiten. Man möchte das anhand des Inflation Reduction Acts nicht glauben, aber das ist die Politik des Kongresses, nicht der Administration. Die amerikanische Umarmung hat sicherheitspolitische Dimensionen, NATOs Hinwendung nach Asien, AUKUS. Das hat technisch-politische Dimensionen, die Mobilisierung von Südkorea und den Niederlanden im Chipkrieg gegen China. Und es hat seit neuestem auch energie- und klimapolitische Dimensionen mit dem Deal, und ich sage das bewusst, dem Deal zwischen von der Leyen und dem Weißen Haus. So wird auf amerikanischer Seite das Treffen am 10. März zwischen den beiden Präsidenten vom Biden-Team gedeutet. Als Einverständnis Europas zu einem Pakt in Sachen strategischen Rohstoffen, Anreizkompatibilität in Sachen Industrieförderung. So haben Sie das umgeschrieben. Die Inflation Reduction Act, worum es geht, ist Anreizkompatibilität herzustellen. Technologische Zusammenarbeit, den Abschluss des Aluminium- und Stahldeals bis Ende Oktober dieses Jahres. Zusammenarbeit in der globalen Infrastrukturförderung und in der Reform der Weltbank. Punkt für Punkt ein strategisches Bild einer Blockbildung, die Amerika und Europa zusammen, wenn nicht schweißen, dann zumindest einen Gleichschritt herstellen, einen Rhythmus herstellen sollen. Eine Politik, die aber gleichzeitig gegen China gerichtet ist. Und hier aber entsteht das handfeste Dilemma. Und ich werde es kurz machen, um zum Schluss zu kommen. Von Russland kann man sich mit Gewinn abkoppeln, von China nicht. Gehen wir nur in den einen Bereich der Energietechnik und der Energiewende. Von den 1,1 Billionen Dollar, das sind also 1.100 Milliarden Dollar, die Bloomberg New Energy Foundation für im letzten Jahr an Ausgaben für die Energiewende weltweit dokumentiert, also von 1,1 Billionen, wurden 140 Milliarden in den USA verausgabt, 180 Milliarden in Europa und 550 Milliarden in China. Das heißt, die Hälfte aller Ausgaben weltweit für die Energiewende in China. Das Dreifache der großen westlichen Blocks. Und das IRA, das Inflation Reduction Act, wird an diesen Größenordnungen, meine Damen und Herren, nichts grundsätzlich verändern. Die Größenordnung des IRA, selbst von seinen Befürwortern, ist eine Dimension kleiner als das, was China im Moment bereits macht. Und noch bezeichnender, unter Maschinenbauern muss man das festhalten, noch bezeichnender sind die Zahlen für die vorgelagerte Stufe, wo es um die Investitionen in den Fabriken geht, die die Energiewende maßgeblich bestimmen werden. Also PV, EV-Fabriken. Davon waren letztes Jahr von diesen Investitionen, sie belaufen sich auf rund 110, 120 Milliarden Dollar weltweit, 90% in China. Und in den letzten 5 Jahren fällt Chinas Anteil in diesem strategischen Bereich nie unter 85%. Das ist also das Dilemma. Die Dynamik der Energiewende, die Zukunft der metallverarbeitenden Branche, sei es im Maschinenbau, Fahrzeugbau oder eben auch im Elektrobereich, die Zukunft, die dort gestaltet wird, wird de facto von China bestimmt. Die aufsteigende Macht, die aber jetzt von der die USA verlangt, dass Europa sich entkoppeln muss. Und geben Sie sich da wirklich keinen Illusionen hin. Die Forderungen werden von Washington der Reihe nach gestellt werden. Sie haben in gewisser Weise eine Programmatik dafür, diese schrittweise Einbindung Europas und Ostasiens in die Blockbildung gegen China wird sehr bewusst von sehr smarten Leuten, ungeheuer umgänglichen Menschen, liberalen Menschen, mit denen man sehr gerne essen gehen würde, betreiben diese Politik mit großer Absicht. Jetzt kam letzte Woche aus Brüssel die Antwort in dem Net Zero Industry Act. Aber worin besteht dieses Act? Also so, ich bin bestimmt kein Jurist und überblicke im kleinsten Detail die Entwicklung
der europäischen Politik in diesem Sinne nicht. Aber wenn man sich das durchliest, hat man den Eindruck, dass man mit einem Wunschzettel konfrontiert ist. Ein Wunschzettel, in dem das Ziel einer 40-prozentigen Autonomie vorgegeben wird. Aber darüber hinaus besteht dieser Text, soweit ich es einsehen kann, aus einem Regelwerk über ein Regelwerk. Es geht weniger um strategische Autonomie, möchte man sagen, ehrlich gesagt, als ein Ausdruck von Hilflosigkeit gegenüber der Not, des dringenden Bedürfnisses nach neuer Investition. Nicht, dass Regeln natürlich nicht wichtig wären, aber es muss auch um Geld gehen. Geld, das bereits zur Verfügung steht, natürlich zum Teil, aber auch um neues Geld. Und um die Modalitäten, wie das bereitstehende Geld und das neu dazukommende, wie es ausgegeben wird. Es geht also um Fragen der politischen Ökonomie, es geht um Fragen der Finanzen, es geht um Fragen der Ressourcenmobilisierung auf Höhe mit der Zeit. Wobei das Maßstab vorgegeben wird vom tatsächlichen führenden Macht in diesem Energiewandelsprozess, China. Nicht anders, um zum Schluss zu kommen, denke ich, kann Europa auf den Wettbewerb mit dem chinesischen und mit dem amerikanischen Staatskapitalismus antworten. Und mit dieser Formulierung der Frage, wenn wir also über den Konflikt mit Russland und über den Konflikt mit China das gesamte globale Geflecht der Machtausübung in den Blick nimmt, denke ich, dass wir zurückgezwungen werden in Fragen, die wir möglicherweise viele von uns seit dem Konflikt 2003, den man aber abtun konnte als gewisserweise amerikanischer Amoklauf infolge von 2001. Vielleicht werden wir zurückgedrängt durch diese Problematik und durch diese Formulierung des Problems in die Jahre der 80er Jahre, wo die europäische Linke eine viel schwerwiegendere und komplexe Standortsbeziehung Bestimmung vollziehen sollte. Eine Standortbeziehung in Sachen NATO-Doppelbeschluss zum Beispiel, die letztendlich auch zu einer Spaltung der deutschen Linken geführt hat. Das sind also meiner Meinung nach ganz fundamentale Fragen, die auf uns zukommen, und zwar im rasenden Tempo. Was man nicht unterschätzen darf, ist, inwieweit diese Frage der strategischen Autonomie Europas bereits jetzt und nicht nur aufgrund von Putins Krieg mit einer Riesenhypothek belastet ist. Im Moment hier gewisserweise eine Linie, einen Strich zu ziehen und im Moment Amerika zu erklären, dass man bereit ist, einen bestimmten Weg mit ihnen zu gehen, aber nicht weiter als das, würde jetzt bereits einen Bruch implizieren. Aber je länger man damit gewisserweise zögert, desto schwerwiegender kommt, glaube ich, der ultimative Krach. Das kann wiederum wirklich sehr ernsthafte Konsequenzen für die transatlantischen Beziehungen haben, die dann wiederum tief in die Industriepolitik hineinreichen können. Ich stelle diese Situation bewusst etwas dramatisch dar, und ich tue das nicht um den Nachmittag zu beleben, sondern weil mich, wie viele andere Besucher in Amerika, die Stimmung in Washington in den letzten 6 Monaten zutiefst beunruhigt hat. Also es ist meiner Meinung nach ein Widerhall der schockierenden Erfahrung 2021, wo die Amerikaner ja Monate im Voraus sich überzeugt hatten, dass es tatsächlich zu einem Krieg kommt, einen schießenden Krieg, und dann mit dieser Realität konfrontiert waren. Ich denke, dass diese Erfahrung bei Ihnen einen geschichtlichen Umdenkprozess ausgelöst hat. Und mein Gefühl ist, dass Europa noch nicht gewisserweise wahrnimmt, wie ernsthaft dieser Umschwung auf Seiten Amerikas ist und welche Konsequenzen es gerade auch für die deutsche Wirtschaft in seinen Beziehungen zu China haben könnte. Ich belasse es damit. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. In der Tat, wir sind jetzt alle wach, da gehe ich mal von aus. Wenn die anderen Diskussionsteilnehmer mir jetzt nicht übel nehmen, wenn ich 1-2 Nachfragen stelle, und dann können wir, glaube ich, etwas tiefer einschlagen. Adam, ich bleibe jetzt bei Ihrer Analyse und stelle die Frage, das, was Sie schildern an Wahrnehmungen aus den politischen Kreisen,
in den USA und vor allen Dingen in Washington. Geht das über die Parteigrenze hinweg oder gibt es da Differenzierungen in die eine oder andere Richtung? Das ist eines der Aspekte, die wirklich, die einen sehr bedenklich stimmen, in dem Sinne, dass der, und das ist für Europäer, für Deutsche vor allem vielleicht gerade umgekehrt. Das heißt also, die Unterstützung der Ukraine ist kontrovers, ja, zwischen den Parteien. Es gibt einen erheblichen Teil der republikanischen Partei, die im Falle, die eigentlich nach einer Gelegenheit sucht, Amerika zu distanzieren. Wobei die Beweggründe, abgesehen von einem platten Isolationism, im Grunde recht unklar sind. Mhm. Es hat etwas mit Trump-Treue zu tun. Man blickt nicht so richtig durch. Die übliche Irrationalität, genau, die mit dem Namen verbunden ist, den Sie da gerade, genau, genannt haben. Und es wird mit großer Sorge von, sagen wir mal, zentristischen Republikanern beobachtet. Aber die Anti-China-Politik ist wirklich flächendeckend Konsens. Und das geht. Ich will das nur unter uns. Ich war in sehr direkten Verhandlungen mit den führenden Personen innerhalb des White Houses in Sachen Außenpolitik. Und die Frage stand tatsächlich zur Debatte, ob Koexistenz mit China für Amerika in Zukunft mittelfristig möglich sein wird. Koexistenz, wobei ein Teilnehmer an diesem Panel, der in diesem Moment nicht seine Fassung verlor, und das zählt nicht für mich, ich musste mein Zoom-Schirm ausschalten, weil ich in diesem Moment einfach ein bisschen ausgetillert bin, aber jemand anderes, der cooler war, meinte: Sir, Sie verstehen doch, dass der Kalte Krieg Koexistenz war. Wir sind uns darüber einig, nicht? Und das wurde dann ein bisschen hin und her debattiert und dann kam man auf Kennen zu sprechen. Also die aktiven politisch entscheidenden Figuren, also wir reden wirklich über die oberste Spitze in der amerikanischen Außenpolitik, die aktive Spitze, wo die Entscheidungen gefällt werden, das ist nicht Biden, das ist sein Team darunter, verstehen sich als Akteure in einem historischen Drama, für die ein zentraler Bezugspunkt. Und dann haben sie sich gestritten, früher kennen oder ältere kennen, was war ihr Lieblingskennen? Ich meine, wir sind in einem solchen Raum. Und dann denkt man an 2003 zurück, mhm, in diesem Moment und man kann an ganz dunkle Gedanken kommen. Also diese Politik wird gestaltet von Menschen mit einer historischen Fantasie und zum Teil würde man sich wünschen, dass sie das nicht hätten. Denn sie verstehen sich als Akteure in einem sehr großen Drama. Und das Entscheidende darin ist, dass in der gegenwärtigen demokratischen Partei die Wirtschaft kein entscheidendes Wort mitspricht. Es ist eine sehr interessante Umkonfiguration der amerikanischen Politik. Wenn Sie an die Koalition um Biden herum denken, ist das nicht mehr die Koalition der Clinton-Jahre. Das ist nicht mehr die Globalisierungskoalition, auch bei den Demokraten nicht. Bei den Republikanern sowieso lang nicht mehr seit Trump, aber auch bei den Demokraten nicht. Sullivan zum Beispiel versteigert sich zu der Aussage, dass es einfach nicht seine Rolle ist, als National Security Advisor die Interessen der amerikanischen Wirtschaft in China zu vertreten. Full stop, gerade heraus. Und das hat natürlich Konsequenzen dann für den möglichen Spielraum der Politik, der von der sozialen und ökonomischen Seite her bestimmt wird durch diesen Protektionismus. Das ist dann die Brücke, die gespannt wird. Foreign Policy for the American Middle Class heißt Jobs for America, Do It in America. Und die Alliierten sollen sehen, wie sie auf die Partner sollen sehen, wie sie über die Runden kommen. Und darüber hinaus wird die Politik im Grunde durch das Blob, also die National Security Establishment und bestimmt. Sie haben eine wirklich ungeheure Autonomie gewonnen in diesem Moment. Man könnte fast in eine gewisse Nostalgie für die alten Zeiten verfallen, wo Robert Rubin und Goldman Sachs doch das Ruder vertreten. Also wenn Sie zurückdenken an die Bush-Jahre, da hat Wall Street das chinesisch-amerikanische Verhältnis maßgeblich mitbestimmt. So, aber jetzt kommen wir zu der Konsequenz. Bleiben wir bei dieser Analyse und bevor wir dann die Diskussion aufmachen. Die Konsequenz, hat Europa eine Chance oder wenn Europa eine Chance haben wollte, ich formuliere das bewusst vorsichtig, was muss Europa tun, um das eigene Gewicht auf die Waage zu bringen? Erstmal müsste Europa genauso klein in der Analyse sein, wie Sie das gerade sind. Und so weit sind wir?
Noch nicht? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, was hinter den Kulissen abgeht. Ich war jetzt gerade in Paris. Ich weiß, dass die Leute dort recht beunruhigt sind. Ich weiß, dass sie aus Kontakten in Washington sehr zwiespältige Messages bekommen. Und die Leute, wie gesagt, sind ungeheuer nett. Das sind unsere Menschen in Amerika. Es gibt nicht irgendwelche anderen. Es gibt keine Ersatzbank, wo dann jetzt auf einmal bessere von links oder so kommen. Das ist ja das Erschreckende daran. Und sie sind vernünftige Menschen. Also wenn man ihnen klar macht und sagt, okay, heißt das, dass ihr Containment von China macht? Mhm. Dann heißt es, nee, natürlich machen wir kein Containment. Das wäre ja absurd. Nee, Containment, das wäre ja der alte Kalte Krieg. Aber dann fragt man, okay, und wie sieht es mit dem Wirtschaftswachstum Chinas aus? Und dann sagt die, nee, wir sind dafür. Wirtschaftswachstum ist ja schön und gut, schafft Märkte und alles. Und dann fragt man, aber was ist mit zum Beispiel den strategischen Industrien? Chips, Hightech? Ah, nee, das muss natürlich... Das wäre ja vollkommen unvernünftig, das zuzulassen. Und dann fragt man sie, okay, ihr seid für chinesisches Wirtschaftswachstum, aber nur nicht in allen strategisch relevanten Sektoren. Verstehe ich Sie richtig? Und dann sagen sie tatsächlich, ja, das ist unsere Position. Das ist also ein einmaliges Angebot zwischen den Großmächten der Weltwirtschaft, sich gegenseitig Wirtschaftswachstum, aber unter Auslassung aller strategisch wichtigen Sektoren anzuerkennen. Das ist tatsächlich ihre Position im Moment. Und ich meine, das ist eine dermaßen innere Zerrissenheit, das ist Ihre Frage, also wie reagiert man von außen darauf? Wenn man ihnen sagt, okay, das ist eure Position, das ist eine unvertretbare Position, kommt man unmittelbar in einen Konflikt. Ich würde mir wünschen, dass die Regierungen Europas klipp und klar sagen, es gibt kein vorstellbares Szenario, in dem wir in einen militärischen Konflikt mit der Volksrepublik China uns hineinbegeben werden, auch nicht als eure Alliierten. Es gibt einfach kein solches Szenario. Das wäre ein Riesenschock im Moment für die amerikanische Politik. Das würde das Kongress nicht verarbeiten können. Und das heißt also, wenn man die zugrunde liegenden, unausgesprochenen Prämissen der amerikanischen Politik im Moment offen ausspricht, okay, kommt man sofort in einen Konflikt. Wenn man das nicht tut, lässt man sich gewisserweise darauf ein. Und das ist wirklich das Dilemma der europäischen Diplomatie im Moment. Bevor jetzt die anderen kommen, sage ich, und LNG im Moment zu 60% aus Amerika. So. Ja, ich meine, wenn man sieht, was die Amerikaner gemacht haben, ist es wirklich sehr smart. Sie versuchen, einen grünen Öko-Modernisierungs-Handelskrieg abzuwehren mit allen Mitteln, auf allen Registern gleichzeitig. Spannend. Also, wir werden weiter diskutieren, Susanne Wixford. Also, ich darf Sie bitten, alle aufs Podium zu kommen. Vorgestellt sind Sie weitgehend Philipp Steinberg und Torben Albrecht, alle hier bei mir. Herr Steinberg, vielleicht fange ich mit Ihnen jetzt mal an. Ich habe gerade, also erstmal kriegen Sie jetzt noch mal das Lob. Die Lichter sind noch an und wir haben es auch hier einigermaßen warm. Die Frage ist, wie viel Prozent war es das Wetter, wie viel Prozent war es die Einsicht? Haben Sie da schon eine Antwort drauf? Wetter, Klima, wie auch immer wir das nennen, es war recht warm im Winter. Wie immer könnte man es anders sagen, es waren viele Dinge, es war das Wetter, es war das Klima, es waren Incentives, aber auch die Bundesregierung gesetzt hat, es waren Bürgerinnen und Bürger, die mitgemacht haben, es war die Wirtschaft, die mitgemacht hat, also es war eine große Kombination an allem. Wir haben die Speicher voll gemacht, es ist auch zu einem Preis erfolgt, wir haben uns unabhängiger gemacht, diversifiziert, wir bauen die erneuerbaren Energien mit einer dramatischen Geschwindigkeit aus, vereinfachen Planungsverfahren. Also wie gesagt, wie immer im Leben, es ist selten monokausal, auch wenn ich dann auch noch gleich darauf antworten darf, dann auch die Frage China, USA, strategische Autonomie. Aber ich denke, da kommen wir gleich noch. Ja, nein, bleiben wir mal dabei. Ich habe ja gerade den Punkt der Abhängigkeit schon angesprochen. LNG, was sind wir bei 60% oder 55% im Moment aus Amerika? Ist die Zahl richtig? Ungefähr? Typische journalistische Unschärfe? Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, weil wir sagen immer in unseren Antworten, wir werden auch gefragt, haben wir ein russisches LNG? Wie viel russisches LNG haben wir in Deutschland? Wohl wenig, aber wir kaufen das nicht ein. Es sind die großen Gashändler, die das machen. Ich glaube, es ist eher ein bisschen weniger, ehrlich gesagt. Das andere kommt dann aus schönen Staaten, die wir auch gerne haben. Den Oman, Saudi-Arabien und so. Also ich meine, so Stichwort wertegebundene Außenpolitik. So, das Schlimme in dieser Situation ist, was wir als Bundesregierung die ganze Zeit machen müssen. Und ich leite jetzt nicht mehr die Grundsatzabteilung, sondern eine Krisenabteilung. Wirtschaftsstabilisierung und Energiesicherheit heißt sie. Ich muss nur
schlechte Entscheidung, zwischen schlechten Entscheidungen wählen, die ganze Zeit. Ich mache ein LNG-Terminal nach dem anderen auf. Das wollten wir nie. Wir wollten Transformation machen. Wir haben Kohlekraftwerke wieder angeschmissen. Wir haben alles ins Netz geworfen an Fossilen, was wir gemacht haben. Wir lassen die Atomkraftwerke länger laufen und so weiter. Das sind alle Sachen, die wir nicht machen wollten. Aber es ist immer noch besser als das, was wir vorher gemacht haben. 55% unseres Gasbedarfs von einem Land holen. Aus Russland nämlich. Und wo sich niemand wirklich dran gestoßen hatte, außer ein paar Grüne. Niemand. Keine Bundesregierung, keine Gewerkschaften, keine Wirtschaft. Wir haben alle gedacht, ist ein bisschen blöd, aber müssen wir jetzt für eine Übergangszeit machen und ist ja auch schon schön billig. Wir waren alle die aufgeklärten Täter, wenn wir uns darauf verständigen. Was machen Sie mit dem Begriff offene strategische Autonomie? Ja, mit dem Begriff strategische Autonomie können wir viel anfangen. Das verfolgen wir als Bundesregierung zusammen mit unseren europäischen Partnern mit. Und es ist ja, Herr Thuser, das war ja hochgradig spannend und ich habe gerade wieder über LNG-Terminals und so Wahnsinn verhandeln müssen, mal wieder so eine wirklich pointierte akademische und intellektuelle Diskussion zu führen. Aber sehen Sie es mir nach, bisschen dann doch holzschnittartig und zuspitzend polemisieren. Deswegen möchte ich ganz kurz vielleicht auch ein bisschen darauf antworten. Weil wir wollen strategische Autonomie. Das ist natürlich mehr Net Zero Industrial Act. Wir haben den Critical Raw Materials Act. Wir haben eine Industriestrategie. Wir haben Next Generation EU. Wir haben defensive Instrumente. Wir haben das Investment Screening massiv verstärkt. Also wir tun wir diversifizieren unsere Energieversorgung massiv. Erneuerbaren Ausbau ja auch auf der EU-Ebene massiv. Mit Go-To-Areas, mit vereinfachten Genehmigungsverfahren. Und das machen wir nicht erst seit letzter Woche, sondern schon weit, weit, weit vorher. Was wir auch machen, und da glaube ich halt schon, also diese Blockbildung, ja, sie geschieht wahrscheinlich wieder. Aber warum denn wir und wir als Deutsche, wir haben nun mit Russland wirklich alles Mögliche gemacht, nicht nur Nord Stream 2 auch fröhlich mitgebaut, sondern alles Mögliche gemacht, weil wir natürlich, und die SPD hat da auch gerade einen schmerzvollen Prozess untergangen, muss ein bisschen überlegt haben, Ostpolitik ist vielleicht ein bisschen differenzierter, als nur alles gut zu finden, was aus Russland kommt. Ich habe polemisiert und vereinfache jetzt auch ein bisschen in der Hinsicht, weil wir eben, und Russland, das ist eben nicht mehr so möglich. China, die Bundesregierung, wir ringen ja auch, wie wir mit China umgehen sollen. Wir haben aber auch eine neue China-Strategie, die natürlich auch viel kritischer ist. Ja, warum denn? Weil in China alles Mögliche passiert, angefangen mit Menschenrechten über die Art und Weise einer, ich sage es, imperialistischen Wirtschaftspolitik, die China macht, no level playing field, was rausgeht. Und natürlich ein Xi Jinping, der halt momentan in der dritten Amtszeit ist und sich wie Mao Zedong verhält. Also von daher würde ich, und letzter Satz, ich finde es ganz schwierig mit diesem nur Subjekt sein, alles von den USA aus. Es mag alles zutreffen, was Sie sagen, und ich teile das und freue mich auch, wenn ich beim nächsten Mal in Washington bin, nehme ich das ja auch wahr. Aber es ist ja eben nicht nur so, dass wir alle irgendwie Objekte von irgendwelchen Politiken aus Washington sind, sondern auch Subjekte. Und ich habe schon die Angst, das wird ja auch von ganz vielen im Hinblick auf die Ukraine gesagt, ein reines Subjekt irgendwie ist nur ein Spielball von amerikanischen Interessen. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch. Deswegen, also in der Zuspitzung hochspannend, aber ich glaube doch ein bisschen in der Realität ist es halt nicht so digital, sondern ein Tick komplexer. Herr Steinbeck, die Zahlen, die Adam uns genannt hat, die waren für mich jetzt neu in der Dimension, was im Sektor der Erneuerbaren insgesamt passiert, weltweit. Ich weiß nicht, ob Sie ganz andere Zahlen haben, richtig ist. Ich meine, PV-Anlagen und viele andere Dinge, kommen wir ohne die Chinesen hier bei uns nicht weiter. Richtig oder falsch? Richtig. 99% unserer Raw Materials für Solarzellen kommen aus China. Deswegen machen wir Critical Raw Material Act. Wir wollen da runter, aber immer noch, wenn wir irgendwie in 10 Jahren das irgendwie runterkriegen um 30% auf irgendwie 60-70%, sind wir gut. Selbstverständlich ist das richtig, aber das ändert doch nichts daran, dass wir das kritisch aufarbeiten müssen und natürlich alles tun, so schwer es ist, durch Diversifizierung, heimische Ressourcen, Recycling, zirkuläre Wirtschaft, was auch aus ökologischen Aspekten gut ist, davon runterzukommen. Und haben wir eine Chance? Und ich meine, wenn sein Szenario zutrifft, dann haben wir keine 10 Jahre Zeit. Naja, also es ist ja, ich meine, diese Kriegsrhetorik ist noch nicht zu mir vorgedrungen. Ich bin jetzt Ende April wieder in Washington auf der deutsch-amerikanischen Konferenz. Bin gespannt, ob ich das da so wahrnehme. Ich nehme natürlich wahr, ja,
es gibt den, wenn man in den USA ist, immer nur, es ist alles, man kommt kein Gespräch ohne China und was man gemeinsam gegen China machen muss aus. Das ist fast eine Obsession, ja. Trotzdem ist es natürlich auch so, wir haben als Bundesregierung, und das ist im Koalitionsvertrag niedergeschrieben, eine kritischere China-Politik, was aber natürlich nicht heißt, dass wir uns von China abnabeln, dass wir keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr mit China haben. Das heißt, wir wollen ein Level Playing Field. Wir wollen auch, dass wir nicht immer nur dieses, wir sind ein Entwicklungsland, aber sind sie in einigen Bereichen, aber in anderen Bereichen nicht, sondern wir wollen auch Zugang zum Markt haben. Wir wollen faire Wettbewerbsbedingungen haben und wir wollen, dass die Menschenrechte und ökologische Standards gehalten werden, weil die bauen auch gerade 598 Gigawatt neue Kohlekraftwerke von den 2000 Gigawatt, die schon installiert sind. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es ist eben alles ein Tick komplexer, deswegen, wir sind nicht so crazy drauf wie die USA, wenn ich das mal so etwas untechnisch sagen darf. Aber wir müssen uns kritisch auseinandersetzen. Ich bin kein Außenpolitiker, aber ich mache natürlich jetzt Energiesouveränität und Energiesicherheit und deswegen muss ich mich damit auch beschäftigen. Und dann ist es komplex und dann müssen wir eben versuchen, eben, das ist nicht Handel durch Wandel, das hat sich überlebt, aber das ist ein kritischer Diskurs. Wir wollen wirtschaftliche Beziehungen. Die China ist ja auch angewiesen, auch auf uns. Ist ja nicht nur eine One-Way-Road irgendwie. Und da müssen wir weiter durch. Und das versuchen wir auch wenn es zunehmend schwierig wird. Das ist sicherlich richtig. Frau Wixford, also, jetzt kommen wir zu Ihnen nochmal. Jetzt werfe ich Ihnen auch den Begriff nochmal hin. Offene strategische Autonomie nach der Diskussion, die wir jetzt schon geführt haben. Bitte schön, jetzt sind Sie dran. Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich grundsätzlich schon ein bisschen eine andere Sichtweise, weil ich komme aus einem kleinen Land, wie man aus meiner Aussprache hört, auch wenn ich lange in Deutschland gearbeitet habe. Das heißt, ich fand jetzt, dass die Sichtweise sehr deutsch war, also aus einem großen Mitgliedstaat der Europäischen Union mit starker Wirtschaftskraft. Österreich ist zwar auch, hat gute Wirtschaftskraft, ist viel kleiner als Zulieferant. Das heißt, aus unserer Sicht ist natürlich dieser Begriff etwas anders, sehen wir den. Ich hatte jetzt schon den Eindruck, also Deutschland ist eben kraftvoll voran, Wirtschaft groß, die Lokomotive der Europäischen Union. Bei uns ist, wir denken die Europäische Union an sich mit. Also ich habe die letzte Veranstaltung hier war mit der FS, da hatten wir auch gleichzeitig die europäische Souveränität im Blick. Denn aus unserer Sicht ist sehr wichtig, dass es gemeinsame, dass wir besser zusammenrücken. Und da ist dieses neue Konzept der offenen Strategie sehr wichtig für uns. Denn vorher war es, wie schon erwähnt wurde, Handel durch Wandel. Und hier sehen wir jetzt, also jetzt aus gewerkschaftlicher Sicht Österreich auch, eine wichtige Wende, dass man sagt, okay, ich überlasse es nicht dem Handel, sondern ich mache auch eine Strategie dazu. Und diese Strategie kann aber aus unserer Sicht nicht alleine, die einzelnen Mitgliedstaaten machen irgendeine Strategie, die dann vielleicht zufällig zusammenpasst, sondern wir müssen das auf die europäische Ebene heben. Und aus meiner Sicht ist eben diese offene Strategie, offene europäische Autonomie einerseits sehr wichtig und andererseits auch dieser New Green Deal, den von der Leyen ja vorgestellt hat, mit gewissen, mit vier Säulen, ein extremer Wendepunkt, auch weil wir eine Strategie gegenüber den Restblöcken, Wirtschaftsblöcken, wenn ich das so bezeichnen darf, beginnen. Wir sind hier am Anfang, es wurde ja erwähnt auch, also für Europa ist Strategie ganz was Neues, dass man eigene Interessen formuliert und zwar gemeinsam. Und da sind wir am Anfang und es gibt sehr viele Probleme, weil wir einfach untereinander ganz unterschiedlich handeln. Deutschland hat den Doppelwumms gemacht. Daraufhin Frankreich, also mit 360 Milliarden ungefähr. Frankreich zog nach 160 Milliarden. Okay, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Ich habe 360 Milliarden von Bruegel gefunden, wie immer man es berechnet. Deutschland 160 Milliarden, Italien 40 Milliarden. Daraufhin haben alle sich Sorgen gemacht, ja, wo führt das hin? Bekämpfen wir uns jetzt gegenseitig in der Europäischen Union? Das heißt, aus meiner Sicht, lange Rede, kurzer Sinn, diese Wende zu einer europäischen Strategie ist ganz was Wichtiges. Ich fand so nett Ihren Einwurf, also es geht ja sehr viel jetzt auch um Verteidigung und Sicherheit. Also allein dieser Vortrag war ja extrem martialisch, wenn ich so nennen darf. Und ich fand das so nett, wie Sie gesagt haben, also Deutschland ist nicht so crazy drauf wie die USA. Und da habe ich mir gedacht, ja eh klar, weil jetzt gibt es gerade 100 Milliarden Sondervermögen, dass Deutschland sozusagen seine Verteidigung wieder aufbaut und seine Sicherheitspolitik neu ausrichtet.
Das heißt, in ganz Europa können wir nicht so crazy drauf sein, weil eigentlich nur Frankreich und UK, die jetzt gar nicht mehr dabei sind, diesen Bereich beherrscht haben. Und ein wichtiger Mitgliedstaat ist ausgetreten, nämlich UK, das sich inzwischen mit Australien und den USA in dieser Richtung zusammentut, mit Bau von Atom-U-Booten. Es gibt drei wichtige Programme, die Chinesen ganz genau beobachten und das als Grund sehen, als Provokation. Damit lasse ich es jetzt einmal bewenden, weil ich bin schon sehr ausgeschweift. Nein, aber ich will noch mal gerade den Punkt aufnehmen, die europäische Antwort. Das hatten wir gerade auch schon mal. Wie könnte, müsste, sollte eine europäische Antwort auf diese Herausforderung aussehen? Auf der einen Seite muss es Abstimmungen in Europa geben, aber natürlich auch die Frage, wie gehen wir dann mit China um, weil wir ihn als Werkbank auch brauchen. Es sei denn, Torben erklärt uns, das brauchen wir alles nicht, aber das macht er dann hinterher, bitte. Ja, das ist eine ganz große Herausforderung. Wir Österreich ist auch eine Werkbank. Muss sich dann entscheiden, für wen man die Werkbank sein möchte. Und da ist ganz wichtig Forschung, Technologie, Weiterentwicklung. Das kann auch nur europäisch erfolgen. Wir haben ja die Projekte im europäischen Interesse, die in diese Richtung gehen. Aber wir sind einfach immer noch in Europa. Wir haben so viele widerstreitende Interessen. Wir sind noch nicht so weit wie die USA, dass wir sozusagen mit einer Stimme sprechen. Und das ist gerade in diesem Bereich so wichtig. Und an wen wir uns anschließen, ich glaube, da haben wir wenig Zeit. Also wir sind dran, mit dieser Strategie, die muss ganz schnell entwickelt werden. Was ich als Problem dabei sehe bei der Strategie, Sie haben es erwähnt, den Net Zero Act, genau. Also das ist eigentlich eine Regelung von Regelungen. Also da geht es hauptsächlich um Verfahren von Industrieansiedlung, aber überhaupt, dann stehen 40% als Ziel von grüner Technologie in Europa, aber nicht, wie das sein soll. Es gibt weder eine Vorgabe, dass es sein muss, wie es umgesetzt wird. Also das heißt, wir sind da sehr am Anfang und haben wenig Zeit, uns zu entscheiden, für wen wir wo können wir Industrieführerschaft entwickeln. Und Sie haben die Solarzellen erwähnt, diese katastrophale Entwicklung. Ich kann mich nur erinnern, wie ich in der Europäischen Kommission gearbeitet habe. Da wurden gerade die Solarzellenproduktion in Deutschland wie wahnsinnig gefördert. Da gab es das, vor allem im sächsischen Raum. Und das hat man dann einfach fallen lassen, weil man gesagt hat, okay, ist eigentlich viel günstiger in China, weil dort ist auch das Problem mit den seltenen Erden und wie es gefördert wird. Das können wir auslassen, also Externalisierung der Kosten. Und das heißt, wir haben hier auch ein Qualitätsproblem aus der gewerkschaftlichen Sicht, sehe ich das mit Sorge, dass wir sagen, wir haben jetzt schon wieder überhaupt keine Zeit nachzudenken, wir müssen jetzt sofort sagen, mit wem verbünden wir uns und wie die Arbeit ausschaut, ob ich die Leute mitnehmen kann, ob ich dann Gebiete habe, wo überhaupt gar keine Industrie mehr ist, weil die abwandert, das ist mir egal und die grüne Wende muss auch irgendwie noch nebenbei erledigt werden und Energie haben wir schnell schmutzige Energieträger hereingeholt, weil wir es auch nicht schaffen. Also da sehe ich, wir haben ganz wenig Zeit und wir müssen, wie gesagt, unsere Partnerschaft, wenn wir autonom genug sind, dann können wir die Partner auswählen und sonst denke ich, werden wir froh sein, wenn wir wen zuliefern können. Und dürfen. Torben Albrecht, so, jetzt nochmal die gewerkschaftliche Sicht darauf. Wie behalten wir die Hände am Lenkrad? Darüber diskutieren wir gerade, oder? Also ich glaube, dass eine Strategie und ein Plan dafür schon mal ein ganz guter Ausgangspunkt ist. Und ich würde es auch weniger kritisch sehen als Adam Tooze und Susanne bei dir auch. Wenn Europa jetzt Zahlen definiert, dann ist damit noch kein Problem gelöst, das ist richtig. Aber wenn ich mir angucke, um bei dem Beispiel zu bleiben, wie China sich aufgestellt hat bei den ganzen industriepolitischen Themen, dann haben sie am Anfang definiert, im Jahr X wollen wir einen Anteil von Y haben. Und da war auch noch kein Plan da. Also von daher, ich halte das zumindest nicht für falsch, solche Zahlen zu definieren. Ich glaube, man muss Sektoren definieren, die jetzt Schlüsseltechnologien in der Zukunft sind. Und die haben vor allem zu tun mit einer digitalen und grünen Veränderung unserer Wirtschaft. Und gleichzeitig ist aber auch klar, Zahlen reichen nicht aus. Wir brauchen eine echte europäische Industriestrategie und eine Industriepolitik. Und das heißt auch eine, wo der Staat eine Rolle spielt und auch bestimmte Investitionen mit anschiebt. Und auch da würde ich sagen, ist ja durchaus was auf dem Weg. Industriepolitik war ja ein Wort, was man kaum benutzen durfte in der politischen Debatte. Und es will ja auch keiner zurück zu einer Industriepolitik, wie wir die in den 70er Jahren hatten. Aber wir stehen jetzt in bestimmten Sektoren
sei es die Umstellung von Stahl, der mit Kohle produziert wird, auf Stahl, der mit Wasserstoff produziert wird, vor dermaßen großen Investitionsentscheidungen, die auch fallen müssen, dass wir da natürlich die Privatwirtschaft nicht aus der Pflicht lassen dürfen, aber wo wir auch sagen müssen, was wollen wir erreichen und wie können wir das auch öffentlich unterstützen, anschieben. Und da kann man ja durchaus beim IRA gucken, dass man sowas zum Beispiel dann auch verbindet mit guten Arbeitsbedingungen. Da komme ich später nochmal dazu, denn das ist auch ein großes Thema für uns. Die Frage ist, welche Technologien wollen wir in Europa und in Deutschland produzieren und natürlich auch, unter welchen Bedingungen werden die produziert. Und von daher, Strategie ist richtig, es muss aber dann der Plan sozusagen weiter ausgearbeitet werden und wir brauchen da eine aktive Weg dahin, der vor allem auch Investitionen macht. Weil das ist die Voraussetzung für Autonomie, dass wir bestimmte Technologien und Produktion auch dann in Deutschland und Europa haben. Und ich glaube, es ist auch gar nicht ein, zumindest nicht unauflösbarer Widerspruch, welche Rolle haben die Nationalstaaten in Europa und welche Rolle hat die EU? Natürlich setzen wir uns als IG Metall in einem Land, was große finanzielle Möglichkeiten, auch öffentliche hat, auch wenn das der Bundesfinanzminister vielleicht in Frage stellt im Moment, aber das, die Auffassung von ihm teile ich an der Stelle nicht so. Wir haben ja gerade gehört, da liegt ja noch viel Geld rum, was im Moment nicht gebraucht wird, was der Herr Steinmeier nicht ausgeben muss. Ne? Wollen wir das mal im Hinterkopf behalten? Das hat er doch dankenswerterweise gesagt. So würde ich das ja auch sehen. Also von daher finde ich es richtig, wenn man sagt, wir müssen gucken, wo können staatliche Beihilfen, und das ist dann nationales Geld, auch genutzt werden, um zum Beispiel, indem man sagt, wir brauchen bestimmte Energiepreise, damit bestimmte Industrien nicht abwandern, wo können wir sozusagen auf nationalstaatlicher Ebene was machen. Ich glaube aber auch, dass wir bestimmte Lehren gezogen haben, ja aus der Krisenbewältigung in der Corona-Zeit vor allem, dass es in bestimmten Situationen schon auch sinnvoll ist, gemeinsam europäisches Geld in die Hand zu nehmen, weil selbst ein großes Land wie Deutschland kann es nicht und sollte es auch nicht ganz allein machen. Das heißt, wir müssen gucken, wo können wir sozusagen staatliche Aktivitäten auf nationaler Ebene hinbekommen und wo brauchen wir auch europäische Initiativen. Da gibt es ja auch ein paar zarte Pflänzchen, ob man nicht sagt, das, was zur Krisenbewältigung notwendig war, die Grundgedanken, den schieben wir jetzt auch dahin, wie wir Transformation hinbekommen. Also von daher bin ich da nicht so pessimistisch, auch wenn ich immer sagen würde, es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Aber die Ansätze sind schon mal da. Also Magdeburg und Chipfabrik, das ist etwas, wo Sie sagen, könnte eine Blaupause sein. Stahl haben Sie schon angesprochen. Es muss nicht in jedem Bereich sozusagen solche massiven öffentlichen Investitionen geben. Aber es gibt ein paar Schlüsselbereiche, die auch technologisch eine Rolle spielen. Bei Chips, wenn Sie das ansprechen, muss man aber auch sagen, was wollen wir da? Und ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied zu den US-amerikanischen Regierungen. Uns geht es darum, dass wir auch zur Sicherung unserer Industrien einen relevanten Anteil sozusagen von Chipproduktion. Wir haben das Problem mit den Lieferketten gesehen und wir sehen die geopolitischen Risiken mit China, auch wenn ich auch, wie Herr Steinberg sagen würde, die Coupling steht hier nicht im Raum, aber es gibt natürlich Risiken und auf die müssen wir uns vorbereiten. Deswegen ist das richtig. Aber ich würde Chips nicht sehen als jetzt ein militärisches und ein Sicherheitsgut, wie die US-Amerikaner das tun. Ich finde, man kann sich schon sehr kritisch unterhalten über chinesische Technologien in sicherheitsrelevanter Schlüsseltechnologie. Aber Chips im 21. Jahrhundert ist ein Grundprodukt. Ja, also von daher würde ich da sehr dagegen plädieren, zu sagen, die Märkte zwischen China und Europa zuzumachen. Das ist so, als hätte man im 20. Jahrhundert gesagt, ein Verbrennungsmotor kann natürlich ein Militärlaster sein, also ist es ein militärisches Produkt. Also ich glaube, wir müssen da wirklich unterscheiden, was sind sozusagen militärische und sicherheitspolitische Abwägungen, die man treffen muss, da will ich gar nicht gegensprechen. Und wo sind es sozusagen eher die Frage, wo haben wir eine wirtschaftliche Autonomie? Und deswegen, glaube ich, muss man schon Technologien definieren, wo wir zumindest sozusagen handlungsfähig bleiben müssen als Europäer, weil sonst geht die Zukunft da an uns vorbei. Herr Steinbeck, dann definieren Sie das doch mal bezogen auf Chips gerade. Ich weiß nicht, ob Sie das sind oder wer macht das bei Ihnen. Ist das noch Wirtschaftsstabilisierung oder sind das Kolleginnen oder Kollegen? Sie kommen gleich. Wir sind ein großes Haus und machen viele Dinge auch gemeinsam. Es liegt maßgeblich in der Industrieabteilung, aber ich kann natürlich was zu sagen. Wir haben natürlich das Riesenthema. Wir haben den Chips Act in den USA natürlich. Und ich meine, die Infineons und TSMCs dieser Welt, die kommen mal zu uns, also meistens zu Robert Habeck oder gleich zu uns zum Chef. Und
und sagen halt, so, wir kriegen gerade in den USA, kriegen wir so viel Milliarden Euro und ihr wollt hier nur so viel Milliarden Euro geben. Und da hat man eine schwierige Position. Wir sagen immer, und das ist die Antwort auf den IRA und die vielen anderen Maßnahmen, die es ja vorher schon gegeben hat, wie gesagt, den CHIPS Act, den Infrastructure Investment and Jobs Act und was es da alles auch sogar Build Back Better. Und das ist natürlich enorm viel, im Endeffekt auch wahrscheinlich positive Effekte auch für die deutsche exportorientierte Industrie aufgrund der indirekten Effekte, aber IRA natürlich in vielfältiger Hinsicht problematisch, gerade aufgrund der diskriminierenden Elemente, Local Content und anderes. Und da würde ich eben auch sagen, deswegen, man kann jetzt den Clean Industry Act sicherlich auch kritisieren. Ich halte es persönlich für richtig. Ich glaube, das ist auch Position der Bundesregierung, dass wir halt keine Local Contact Quoten und keine harten Ausschlusskriterien haben, dass wir halt hier doch sagen, wir sind bleiben eben offen eben. Und das ist glaube ich schon wichtig. Trotzdem sagen wir natürlich, Versorgungssicherheit, Resilienz sind Faktoren, die wir natürlich berücksichtigen müssen und die natürlich dann auch im Rahmen einer grünen Industriepolitik, die wir in Europa und Deutschland verfolgen, auch eine Rolle spielen müssen. Aber ja, um auf die Frage zu antworten, natürlich sind wir da verzweifelt, Mittel zu suchen, um die Intels und TSMCs dieser Welt auch hier dazu zu motivieren, eben auch hier ihre Fabriken zu bauen, weil, genau wie Torben Albrecht sagte, das sehen wir als Bundesregierung auch so, das ist ein Grundgut mittlerweile für die digitalisierte Welt. Und da wollen wir halt auch Stichwort strategische Autonomie eben auch hier was haben, um eben nicht nur, es ist ja nicht nur China, es ist ja auch Brände in irgendwelchen taiwanesischen Unternehmen und so weiter, auch mitspielen zu können. So, Adam, wenn ich jetzt einen Strich ziehe unter das, was wir jetzt nach Ihnen gehört haben, dann sage ich, die Decoupling wird es nicht geben, ist zumindest eine klare Ansage, Märkte werden offen bleiben, was das dann für die Mengen heißt, ist eine zweite Frage und der dritte Punkt, ja, wie viele eigene europäische Antworten sehen Sie denn bisher? Oder wie wirkt der Fortgang der von Ihnen so wunderbar angestoßenen Diskussion auf Sie? Ja, also ganz kurz zur Chip-Sache. Mit diesem Thema Grundstoffe spricht man ja auch einen anderen Aspekt der Geschichte an. Man sollte sich an Stahl erinnern. Ich meine, das Problem in dieser Industrie ist, weil es eine Commodity-Sektor ist, dass die Preise ungeheuer schwanken. Es ist ein technologisch angetriebener Grundsektor, also besonders labil. Und die Kapitalaufwendungen sind horrend, absolut unglaublich. Wenn Sie sich das Investitionsbudget von Samsung ansehen, das ist größer als das CHIPS Act, einer einzelnen Firma. Das heißt, gerade in diesem Sektor, und im Moment ist absolut Flaute in dem Sektor. Das heißt also, die öffentlichen Versuche, jetzt Investitionen anzustoßen, treffen in einen massiven weltweiten Investitionszyklus hinein, der im Moment sehr negativ gestimmt ist, weil überinvestiert worden ist. Es ist ein auf der einen Seite plausibler Sektor für die Intervention, auf der anderen Seite hochsensibel und wir haben sehr wenig Erfahrung damit, in diesem Bereich wirklich Industriepolitik zu betreiben. Meine Idee wäre Finger weg, ehrlich gesagt, und mehr nicht in die Fabs, sondern in die davor gelagerte hochtechnischen Bereich, also des Chip Designs gehen. Da ist, glaube ich, mehr zu holen. Aber um auf Ihren Punkt zurückzukommen, ich bestreite ja, ich meine, ich hatte, was weiß ich, 15 Minuten für einen Vortrag alles, in Berlin. Alles gut, alles wunderbar. Welches Message bringt man mit? Nein, ich bin froh. Und wenn Sie, Herr Steinberg, das nächste Mal nach New York, Washington gehen und Sie sind hellhörig für die Kriegstrommeln, dann ist mein Job hier erledigt heute. Ja? Und wenn Sie das Ihren Kollegen mitteilen, alle mal aufhorchen. Darum geht es mittlerweile in Washington. Und zwar bei den Leuten, die das Sagen haben. Und das sind leider nicht die Energieleute. Und es sind leider nicht das Treasury. Das ist ja eines der strukturellen Veränderungen, die man in den letzten 20 Jahren gesehen hat. In Anfang des Jahrhunderts war ja Paulson in der Treasury bestimmend. Er hat ja das strategische Dialog zwischen Amerika und China gemacht, aus dem Treasury. Yellen hat im Moment praktisch nichts zu melden in der sino-amerikanischen Beziehung. Das wird alles über das State Department und Pentagon läuft das im Moment. Trade, Commerce, all das ist irrelevant für die Politik im Moment. Das ist eine Entwicklung, die wir schon zu Trumps Zeiten gesehen haben. Das heißt, es kann gut sein, und ich meine,
die Botschaft des Kanzlers war ja klipp und klar mit seinem kontroversen Besuch in Beijing. Wir sind nicht für die Entkopplung da, das ist nicht die deutsche Politik, wir machen weiter. Und wenn man in die deutsche Industrie schaut, ist es ja noch klarer. Ja. Absolut, klar. Und wenn man in die Industrie, in die Unternehmerschaft schaut, in die Industrie, beim Autosektor, es gibt ja keine Zukunft für die globale Autoindustrie ohne China. Jedenfalls keine, die sich im Moment irgendjemand sinnvollerweise vorstellen kann. Und das ist auch bei den Amerikanern der Fall. Also GM ist ja zutiefst mit drin, fast so viel wie VW. Bei Siemens sieht man das Gleiche, bei Bosch, die Investitionen sind da. Den Trend kenne ich natürlich. Aber worum es mir geht, ist gerade um diese im Moment sich anspannenden Spannung zwischen diesen zwei Tendenzen. Ja. Ich glaube nicht, und das ist die Frage, die man auch ständig von der Unternehmerschaft in Amerika bekommt, denken Sie an Apple. Apple hat kein Produktionsmodell ohne China. Und Apple ist die führende Aktie im Tech-Bereich in den Vereinigten Staaten, also die wirklich mit Reputation, also nicht jetzt Facebook und die Plattformen, sondern eine Firma, die tatsächlich irgendetwas produziert und alles wird in China produziert. Das heißt, diese Fassungslosigkeit sehen Sie flächendeckend auch innerhalb der amerikanischen Elite. Kann das wirklich der Ernst sein? Denn tendenziell machen wir weiter. Wir investieren weiter, wir sehen dort Gelegenheit. Was sollen wir sonst tun? Es ist sehr schwierig, gewisserweise den Anlegern auch klarzumachen, dass wir da wirklich jetzt aussteigen. Ja, Globalisierung kann ich nicht mit einem Federstrich zurückdrehen. Das heißt also, das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist das offensichtlich, und das sieht man gerade in den Dimensionen ihrer Energiepolitik, die Sie angesprochen haben. Also eine sofortige Entglobalisierung geht ja nicht, sondern geht immer darum, Supply Chain beats Supply Chain. Man braucht irgendeine andere Lieferkette, wenn die jetzt nicht aus China kommt. Und es ist klar, dass die Pluralisierung und die Multipolarität gewisserweise auch gerade Handlungsspielräume eröffnet für die Europäer, weil man nicht unbedingt freundlich gesinnte Länder gegeneinander ausspielen kann, man kann Möglichkeiten ausnutzen. Das alles ist geschenkt, ist klar. Die Botschaft ist einfach, unterschätzen Sie bitte nicht diese martialische Tendenz, die mir sehr großes Unbehagen bereitet, aber der Realismus verlangt einfach im Moment, dass wir das wahrhaben, wahrnehmen und die Macht dieser Tendenz in Amerika den Bündnispartner erkennen. Und es gibt Sektoren, wo das bereits eingeschlagen hat und die Niederländer können Ihnen davon eine Geschichte erzählen. Also den Niederländern wurde klipp und klar gesagt, Leute, es geht nicht, das muss jetzt ein Ende haben. Also diese Lithografiemaschinen, die könnt ihr nicht mehr an China verkaufen. Was müssen wir tun, um dem Einhalt zu gebieten? Und bei den Südkoreanern ist es ähnlich gewesen. Samsungs Investitionsprogramm ist im Grunde heimisch. Die machen das zu Hause, weil sie nicht mehr das Risiko von größeren China-Investitionen machen wollen. Also the rubber is going to hit the road. Okay. Und es hat, das heißt nicht, dass Sie nur irgendwelche willfährigen Opfer der amerikanischen Machtpolitik sind, aber unterschätzen Sie nicht, dass es eine Machtpolitik dieser Art gibt. Sie wird vorbereitet. Es gibt einen strategischen Plan. Die Leute machen sich dort, haben dort ein geostrategisches, ein geoökonomisches Bild und sie versuchen rauszubekommen, wo die Partner hineinpassen in dieses Bild. Und man kann natürlich, wie die Chinesen sagen, man kann sich einfach flachlegen. Es war ja im Grunde die deutsche Politik Nord Stream 2, bis es irgendjemand in die Luft hat jagen lassen. Ich meine, die Deutschen haben einfach weitergemacht und dann haben die Amerikaner gesperrt und dann hat man Umwege gesucht und dann haben die Amerikaner nochmal gesperrt. Und es sind ja verschiedene amerikanische Instanzen, die agieren. Das Kongress ist nicht das gleiche wie die Administration. Wir wissen, wie das Spiel gespielt werden kann, aber wenn man diese strategische Autonomie ernst nimmt, dann ist das doch ein recht anspruchsvolles Konzept der Handlungsfähigkeit. Und das ist nicht vereinbar mit diesem Flachlegen als Modell. Also ich mache nochmal einen Strich. Ich glaube, wir können dem Professor sagen, der pädagogische Effekt der Veranstaltung, der ist erzielt. Oder sehen Sie das? Und jetzt ist Torben dran, der hatte beim Stichwort Apple, juckte es ihn, bitteschön. Ja, weil das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist. Weil es ist natürlich einfach zu sagen, entweder, wenn man sich die Zahlen anguckt, die Coupling mit China geht nicht. Genauso ist es einfach und richtig zu sagen, es gibt massive, natürlich neben den ganzen Fragen, die wir auch noch haben mit Menschenrechten und so weiter, gibt es geostrategische Risiken. Einerseits, weil die USA so agieren, wie sie agieren, aber natürlich, weil China auch geostrategische Interessen hat und die ja auch nicht gerade sehr schüchtern vertritt, sozusagen. Also dann ist aber ja genau die Frage, wenn wir dieses Risiko haben,
mit China oder mehrere Risiken haben mit China, bis im Zweifelsfall zu einer Frage eines sozusagen harten Decouplings, weil es tatsächlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, wo wir auch als Europäer alles tun sollten, um sozusagen mit den Kontakten sowohl in Peking als auch in Washington mit dazu beizutragen, dass das nicht passiert. Aber dann ist ja die Frage, was für eine Art von Investment- und Wirtschaftsbeziehungen haben wir mit China? Und ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen Apple und zumindest der Mehrheit der deutschen Investitionen, für die kann ich das sagen, in China. Und da, wo es noch das Apple-Modell ist, glaube ich, und das diskutieren wir auch mit unseren Betriebsräten, mit unseren Aufsichtsräten von gewerkschaftlicher Seite, muss man das überdenken. Denn es macht einen Unterschied, ob man in China für die europäischen und die Weltmärkte produziert, wie Apple das macht, für den Heimatmarkt, für den europäischen Markt produziert, oder ob man sozusagen in China produziert für den chinesischen Markt. Dadurch ist man natürlich zumindest einen Hauch weniger verletzlich, wenn man da produziert für die Märkte hier in Europa und für den Weltmarkt in China. Das ist, glaube ich, ein Risiko, was kein Unternehmen in Zukunft mehr im größeren Maßstab gehen sollte. Und ich glaube, da muss man ein bisschen genauer reingucken, welche Art von Umgang hat man da. Weil auch nur dann kann man sozusagen Druck ausüben und zu sagen, wir gucken auch auf Arbeitnehmerrechte in China, wir gucken auf Menschenrechte. Wenn wir komplett abhängig sind, weil wir die Produkte wieder quasi bei uns hier reinholen, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Und ich glaube, diese Differenzierung lohnt sich bei dem Umgang mit China da reinzubringen. Soll jetzt keine Gegenrede sein, aber der Hinweis ist natürlich, wenn mein Gewinn in ganz erheblichem Maße davon abhängt, dass das Geschäft da läuft, dann habe ich nicht mehr ganz die Freiheit, die Sie da gerade beschreiben. Das ist richtig. Deswegen muss man auch gucken, ist es ein Klumpenrisiko, was zu groß ist? Das muss sich jedes Unternehmen stellen. Und das müssen wir auch als Arbeitnehmervertreter in den Unternehmen uns stellen. Aber wenn ich natürlich so wie Apple nicht nur da Gewinne mache, sondern damit auch sozusagen meine Produktion mir um die Ohren fliegt, wenn es das nicht mehr gibt, ist das nochmal deutlich größer. Damit will ich die Risiken, die es gibt, nicht kleinreden, aber ich glaube, es lohnt sich, Risiken da zumindest zu minimieren. Adam kurz und dann bitte Susanne Wixford. In dieser Hinsicht nur die Untersuchung, zum Beispiel die Netzwerkanalyse, die das BIS neulich gemacht hat, die wunderschön zeigt, wie sektoral die Globalisierung und Entglobalisierung anders verläuft. Also Textilsektor ist ganz anders aufgestellt als Mikroelektronik, wo genau dieses Modell herrscht. Und die Autoindustrie ist nochmal regional segmentiert. Ich meine, man produziert in Nordamerika für Nordamerika. Und das impliziert dann auch verschiedene Entflechtungsmodelle. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht. Das andere, was vermutlich geschehen wird, ist, dass innerhalb von Firmen dann eine Segmentierung stattfindet. Sodass also, dass die Firmen jeweils sich intern zerlegen, möglicherweise auch mit der Möglichkeit eines Spin-offs. Und die Frage ist, wie lange solche Strukturen halten. Aber das alles... was das verlangt von uns, ist nicht mehr ein makroökonomisches Denken, sondern ein konsequent sektorales Denken. Industrie für Industrie spezifisch, das muss ich Gewerkschaften nicht sagen, aber das ist für die ökonomische Politik neuartig, so denken zu müssen. Also wirklich Sektoren voneinander zu unterscheiden und wirklich jeweils zu schauen, wie funktioniert die technologische Logik hier, wie funktioniert die politische Ökonomie in diesem besonderen Fall. Das ist die Herausforderung im Moment, stimmt. Wir hatten mal in den 70er Jahren Diskussionen über Investitionskontrollen. Also wenn ich da mal dran erinnern darf, also ich meine, ich bin ein bisschen älter als die meisten hier, das habe ich im Studium gegen den Widerstand von Professoren in Göttingen haben wir sowas diskutiert. Aber das war nur eine Randbemerkung. So, Frau Wixford, ich habe Sie jetzt ein bisschen sträflich behandelt. Ich will nur mal auf den europäischen Blick kommen und auch gerade den Blick aus einem kleineren Land. Was können Sie noch beitragen, bitte? Überhaupt ein ganz anderer Blick möchte ich jetzt mal werfen. Also es gibt ja nicht nur USA, sondern wir haben ja auch China, ist ja schon erwähnt worden, das auch seine Fühler ausstreckt, jetzt gerade in Russland. Das ist der günstige Energielieferant. Also China hat ja Russland sozusagen an der Hand und kann die Preise bestimmen. Und man muss sagen, also Osteuropa, wo wir natürlich sehr nahe dran liegen, insbesondere in Wien, da ist diese Politik, wie Sie es dargestellt haben, nicht so ganz klar. Also es ist zwar offiziell eine Russland-Boykott und Unterbrechung der Geschäftsbeziehungen, aber man muss sagen, zum Beispiel in Ungarn wird ein Atomkraftwerk von Russland gebaut. Die österreichische Bevölkerung steht eigentlich immer noch hinter Russland. In Deutschland sind das nur bestimmte Personen, aber in Österreich ist das stärker. Österreich hat immer noch, also bezieht jetzt wieder 60% Gas aus Russland über andere Leitungen als die vorherigen. Und das wird nicht so als Problem gesehen. Und das muss man auch berücksichtigen. Also wir haben Osteuropa ganz
unterschiedliche Ausrichtung. Also da wird jetzt vielleicht die USA nicht so als Partner gesehen, sondern jemand anderer. Das muss man schon auch berücksichtigen bei diesen strategischen Überlegungen. Und viele österreichische Firmen, Unternehmen sind gerade immer noch in Russland, haben auch dort ihre Unternehmer, wie es gerade erwähnt wurde, man muss sich das Geschäftsmodell anschauen. Und da ist also schon so, bei so autokratischen Regierungen, das muss man sich bewusst sein als Unternehmer, dass die von heute auf morgen sagen, okay, jetzt bestimme ich aber, wo das Geld hinkommt, ob ihr das noch rauskriegen, holen könnt oder nicht. Und Raiffeisen hat zum Beispiel, die schreiben gerade 4 Milliarden ab. Raiffeisen ist eine der größten Banken in Österreich, weil die das Geld im Moment nicht rausbringen dürfen. Da gibt es ein Dekret von Putin. Und das heißt, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Ich finde sehr interessant diese Darstellung mit den neuen Herangehensweisen, also Sektor für Sektor. Und die Europäische Kommission hat ja in der Tat das vorgeschlagen, indem sie von industriellen Ökosystemen spricht. Und das ist auch in Österreich gerade die große Diskussion, dass man sagt, also nicht Gießkannenprinzip, welcher Sektor gerade schreit, der kriegt jetzt Betriebsbeihilfen. Das war sehr teuer. Österreich ist sehr verschuldet, zeigt der Corona-Krise. Man weiß noch nicht genau, wie stark. Andere Mitgliedstaaten geht es ähnlich. Und man sagt, also wir als Gewerkschaften fordern, wir müssen jetzt industrielle Ökosysteme definieren und ein Projekt vorstellen für dieses Ökosystem und genau mit Zielvorgaben für jedes Jahr, dass wir das verhindern, dass wir einfach Geld versenken durch Unternehmensbeihilfen, die so ad hoc jetzt schnell gewährleistet werden. Vorwand ist Energiesteigerung und da gibt es ja jetzt die große Diskussion mit den Zufallsgewinnen, ne? Weil das hat natürlich auch Rückwirkungen auf die Bevölkerung, weil durch diese Art der Politik ist die Vermögensverteilung noch stärker ungleich geworden. Und es gibt einfach immer mehr, noch mehr Abgehängte, die wegen der Energiepreise, die einfach das nicht zahlen können. Und da ist aber wiederum dieser Rebound-Effekt mit den Beihilfen. Wir haben jetzt als Gewerkschaften gefordert, dass es halt einen Deckel gibt. Aber dieser Gasdeckel und Energiedeckel bewirkt wiederum, dass Energieeffizienz egal ist. Und bei der Wasserstoffumstellung der Industrie auf Wasserstoff ist dasselbe, nicht? Also wir fordern jetzt zwar als Gewerkschaften, okay, das muss der Staat zahlen, wenn er uns solche Vorgaben macht, und wir fordern Carbon Contracts for Difference, wir wissen aber nicht, was die Kosten werden. Und wenn ich sozusagen einen Energiepreis für die Industrie durch den Staat ermögliche, dann heißt das auch wiederum, dass der Energiepreis für die Industrie egal ist, aber also oberhalb dieses Deckels, oberhalb des Referenzpreises. Und das heißt, da muss man wirklich genau schauen, wo brauche ich das? Es ist ganz klar, dass ich die Industrie jetzt in Europa nicht absterben lasse wegen der Energiepreise. Aber ich muss ganz genau schauen, wo gebe ich das Geld hin und wie viel muss auch der Privatsektor beitragen. Im Stichwort Zufallsgewinne, die muss ich dann auch abschöpfen auf der anderen Seite. Richtig. Herr Steinberg, nochmal das industrielle Ökosystem in der EU. Wie weit sind wir denn da? Und was Frau von der Leyen vorgelegt hat, wenn ich das mit den amerikanischen Dingen vergleiche, dann habe ich das Gefühl, naja, da ist nur der kleinere Teil bisher angesprochen, weil die Amerikaner ja in der Tat in diesem Inflation Reduction Act, habe ich jetzt vorgestern nochmal gelesen, einen ganz erheblichen Teil noch über die reinen Investitionsbeihilfen noch hinaus machen, weil sie eben zum Beispiel Gewinne abschöpfen und einen Teil der Gelder, die sie da ausgeben, sich auch wiederholen. Also eigentlich ein interessantes Konzept, über das wir in Deutschland oder in Europa weniger berichten. Wir sehen nur sozusagen den Konkurrenzaspekt. So, was müssten wir in Europa noch machen und was fehlt in Europa noch? Auch wenn wir gerade noch mal gehört haben, wie wichtig vielleicht ja der soziale Ausgleich eigentlich ist. Oder überfordere ich Sie da jetzt? Das müssen Sie einschätzen. Ich versuche zu antworten. Ja. Also es gibt darüber gibt es mittlerweile, glaube ich, auch sogar einen gewissen Konsens in Europa und Deutschland. Das Problem ist jetzt weniger das absolute Volumen. Ich meine, IRA hat, sagt man jetzt, es sind ja, man kann es ja nicht wirklich hart quantifizieren, aber 370 Milliarden Dollar über 10 Jahre. Ja, aber das ist nur der Teil sozusagen der Investitionshilfen. Dann kommt der andere dazu, ne? Also Steuerabschöpfen bei Reichen und so weiter, ja, ist eine Menge drin. Das ist der Teil, der genau, im Wesentlichen, genau, über Tax Credits.
Und was wir haben, ja, ich meine, wir haben Next Generation EU mit 750 Milliarden Euro. Wir haben den Green Deal, der, finde ich, schwierig zu quantifizieren ist. Die EU-Kommission sagt, ein Drittel der 1,8 Billionen, wo sie einfach mal Next Generation und den Haus, die finanzielle Vorausschau zusammenrechnet. Aber es ist schon, wir haben viel Firepower in der EU. Was kritisiert wird, wahrscheinlich zu Recht, ist halt, dass es kompliziert ist, weil wir halt eben versuchen, gezielt zu fördern, weil wir natürlich Auflagen haben und weil natürlich ganz banal die EU halt keine Steuerkompetenz hat, die kann halt gar keine Tax Credits irgendwie machen, die in der Umsetzung auch nicht so einfach sind, also in den Definitionen, was dann genau Tax Credit berechtigt ist und so weiter, aber sei es drum. Deswegen ist so ein bisschen die Quintessenz, es ist nicht so sehr die Quantität, sondern es ist eher die Art und Weise der Umsetzung. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir keine Abschöpfung mehr machen. Wir machen jetzt massive Abschöpfungen auch von Zufallsgewinnen gerade. Also massive. Wir hatten geglaubt, weil die Preise halt sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Aber im Rahmen der Strom-Gaspreisbremse, für die ich auch zuständig bin, haben wir auch einen kleinen Abschöpfung. Das war das RWE, habe ich gelesen, 250 Millionen bei 6 Milliarden Gewinn, ne? Gerade. Naja, die Preise haben sich halt massiv, also wir haben mit 150 Euro pro Megawattstunde gerechnet. Da, ja, hatten wir mal geglaubt, wir würden 35 Milliarden Euro abschöpfen irgendwie. Dann habe ich es korrigiert, als wir es dann vor Weihnachten im Kabinett hatten. Dann waren es noch 23 Milliarden Euro. Jetzt werden es wahrscheinlich weniger als 2 Milliarden Euro sein. Wir haben aber auch kaum Unterstützungsbedarf durch Gas- und Strompreisbremse mehr. Einverstanden. Weil wir halt jetzt bei Frontmonat sind wir jetzt bei unter 40, Frontjahr auch sind wir jetzt bei unter 40 Euro pro Megawattstunde. Das ist fast Vorkrisenniveau. Also ich meine, das ist schon beeindruckend. Da kann man auch lange philosophieren, warum das jetzt schon so ist. Also von daher, es ist ja schon. Man kann sich natürlich auch noch mehr vorstellen, aber dass jetzt die USA so ein unfassbar umverteilendes Steuersystem hat, ist mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich bewusst geworden. Da sind wir, glaube ich, dann immer noch weiter mit unserem progressiven Steuersystem, auch wenn wir keine persönliche Vermögenssteuer haben. Ich sage jetzt schon mal, wir haben noch gut 20 Minuten, also wen es drängt, ich habe ein Auge ab jetzt auch immer hier nach links, weil ich weiß, es ist immer schwierig, wenn der Moderator sich rumdreht, kommt erstmal gar nichts, es sei denn, irgendjemand springt jetzt auf, ich gucke auch niemanden an, dann dürfen Sie sich beteiligen. Sonst ist Adam, komm, Adam, auch nicht lange, bitte, dann nehmen Sie dieses Mikro, wenn Sie sich kurz vorstellen, hier vorne ist das Mikrofon und ich hatte gesagt kurz, das wäre am allerbesten. Ja, ich möchte nochmal den Punkt von Susanne Wixford aufgreifen und an Adam die Frage stellen, ist es denn irgendwie vorstellbar, dass die USA und die EU auch wirtschaftspolitisch, industriepolitisch näher zusammenrücken? Denn wir sehen jetzt, als ging gestern über den Ticker, der IRA macht jetzt Volkswagen ein Geschenk in der Höhe von 1,3 Milliarden. Das ist mehr als die Hälfte einer Gesamtinvestition, ausgerechnet in einem Right-to-Work-State in South Carolina. Graben wir uns jetzt gegenseitig das Wasser ab mit IRA in den USA und mit einem Subventionswettbewerb in Europa, der dann immer nur auf Kosten der kleinen Mitgliedstaaten ginge? Oder ist irgendeine Bereitschaft ersichtlich, dass wir auch nicht nur militärisch, wo Europa klar ist, dass wir ohne die USA nicht auskommen, sondern auch ökonomisch näher zusammenrücken? Ich würde ein bisschen sammeln, dann ist es einfacher, dann kriegen wir mehr unter. Bitte schön, wenn Sie auch sich kurz vorstellen, bitte. Stefan Grahn, Europäischer Gewerkschaftsbund. Ich habe auch noch mal einmal kurze Anmerkung zum RRR. Ich glaube, Philipp hat das eben schon mal ganz gut gesagt. Ich glaube, die soziale Komponente ist ja gerade das Wichtige dabei. Und deswegen wird es ja auch relativ von den europäischen Gewerkschaften zumindest positiv eingeschätzt, gerade was diese Komponente angeht. Und ich meine, das darf man nicht unterschätzen für ein US-Programm, ja, dass die Arbeitnehmerrechte da reinbauen, dass sie Gewerkschaften stärken wollen und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht selbstverständlich für US-Programme. Das darf man da nicht unter. Und da würde ich mir zum Beispiel, wenn wir uns bei EU-Programmen oder bei anderen Programmen auch mal wünschen, dass es da eine soziale Konditionalität gibt, ja, weil das wird bei uns ja immer vergessen. Und die zweite Komponente, die ja auch gerade nochmal kam in die ganze Geschichte, ist, dass die USA auch gleichzeitig einen Plan haben, wie sie das Geld wieder einsammeln, nämlich bei den Reichen. Also es ist eine komplette Umverteilungskomponente drin in dem Programm.
Programm. Und das vermisse ich jetzt bei unserem Programm schon sehr stark, muss ich dazu sagen. Also da kann man jetzt nicht immer dann zurückgehen auf unser Steuersystem, was wir sowieso haben, aber das auch mal zu designen. Und vielleicht eine Frage noch, wie seht ihr den Vorschlag denn eines Souveränitätsfonds eines europäischen? Da hat ja auch Matthias Machnik letztens im Handelsblatt Souveränitätsfonds. Genau. Wie da der Vorschlag so eingeschätzt wird, das würde mich nochmal interessieren. Danke. Okay, Torben fängt an. Bitte schön. Ich wollte mich nicht vordrängen, ich wollte nur zu dem Punkt was sagen. Also was den Europäischen Souveränitätsfonds angeht, ist ja noch ein bisschen die Frage, wie er ausgestaltet wird. Aber ich habe ja vorhin schon angedeutet zu sagen, also dass man sagt, wenn wir jetzt in einer bestimmten, und das will ich nochmal betonen, es geht jetzt nicht sozusagen einfach nur darum, irgendwie Wirtschaft in Europa zu pampern, sondern wir sind in einer Phase, wo die Wirtschaft massiv umgebaut werden muss, damit wir die Klimaziele erreichen können. Und das wollen wir und das ist sozusagen eine Phase, vor der wir jetzt stehen. Und ich glaube, dass für so eine Phase es sehr vernünftig ist, auch europäisches Geld in die Hand zu nehmen oder europäische Schulden aufzunehmen, wie immer man es technisch ausgestaltet. Aber das, was wir in der Corona-Krise gemacht haben, auch europäisch fortzusetzen, weil es ist selbst für Länder wie Deutschland schwierig, das alleine zu machen. Es ist für andere Länder unmöglich. Und wir brauchen eine Transformation unserer Wirtschaft in allen Bereichen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Das wollen wir. Zweiter Punkt, soziale Konditionalität. Ich finde das als Grundidee auch in den USA richtig, zu sagen, man guckt auf Löhne etc. Ich glaube aber, dass wir in Europa die sehr viel besseren Voraussetzungen hätten, sowas umzusetzen, weil wir Tarifverträge haben, weil wir Mitbestimmung haben. Von daher ist es sozusagen nicht nur eine Leerstelle im europäischen Programm, sondern hier hätten wir tatsächlich noch ganz andere Chancen. Und dass die Notwendigkeit da ist, ist auch klar, weil diese neuen Industrien sind nicht per se von selbst sozusagen, haben die diese Mitbestimmungs-DNA. Wir haben jetzt hier nicht zu weit von hier eine Elektroautofabrik vor den Toren von Berlin. Und da wird es sehr spannend werden in den nächsten Jahren. Da gibt es auch ein Büro der IG Metall, habe ich gelesen. Wir haben das Büro der IG Metall an dem Bahnhof aufgebaut, ja, wo jeder, der ins Werk geht, sozusagen vorbeikommt. Wir haben auch bei den Betriebsratswahlen durchaus Leute, die uns nahestehen sind, obwohl das eine Wahl war, die zu einem Zeitpunkt gemacht wurde, wo möglichst noch keine Produktionsarbeiter da waren, sondern nur Management da war. Weil so ist das angesetzt worden, da durchaus Erfolge gehabt. Und da wird es jetzt darum gehen, sozusagen die Kolleginnen und Kollegen dort zu organisieren und dann noch einen Tarifvertrag durchzusetzen. Wir haben bei Vestas Windanlagenbetreiber, dänische Firma, wo man denken könnte, die müssten doch eigentlich Sozialpartnerschaft kennen. Die haben Monteure, die sitzen da 12 Stunden oben auf den Windrädern in einem Service arbeiten. Und diese Firma hat sich geweigert, seit gutem Jahr jetzt überhaupt Verhandlungen zu starten mit der IG Metall über einen Tarifvertrag. 73 Streiktage waren nötig, damit wir die jetzt an den Verhandlungstisch gezwungen haben. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, wo man auch nachhaltiger, um den Begriff auch mal mit im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit zu nutzen, in Europa Strukturen schaffen kann, indem man nämlich sicherstellt, dass diese neuen Bereiche auch gewerkschaftlich organisiert sind, dass es da Tarifverträge gibt. Und von daher ist eine Kopplung von Investitionshilfen an diese europäische Form einer sozialen Konditionalität ist, glaube ich, was, wo wir auf alle Fälle nochmal einen Zahn zulegen müssen. Denn das ist notwendig in den Bereichen. Da kann man auch sich als Gewerkschaft, das gilt auch für uns, Tesla müssen wir organisieren, kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, es war bei uns immer ist alles schön. Aber auch, glaube ich, über neue politische Wege. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen da staatliches Geld in die Hand, dann muss das ein Aspekt sein. Adam. EU und USA wirtschaftspolitisch enger? Ja, ich denke, es ist der fromme Wunsch des beiden Teams, diese Probleme auszubügeln. Das war ja auch, das war das, wo, also die Strategie dort ist, wenn Sie das nachlesen wollen, dann schauen Sie sich bitte das Statement des Weißen Hauses zum Treffen mit von der Leyen vom 10. März an. Dort wird dieses in Europa zum Teil kaum wahrgenommene Diplomatie wirklich hochstilisiert zu einem transatlantischen Pakt. Es geht also darum, gewisserweise Konflikte zu entschärfen, auszubügeln und ein Argument auf amerikanischer Seite, und es geht sehr in Richtung dieser sektoralen Untersuchung, ist gewisserweise von klassischen Formen der handelspolitischen Auseinandersetzung, wo es natürlich eine schwierige Geschichte zwischen Amerika und Europa gibt, abzugehen und in Richtung eher fast buchhalterischer Techniken der gegenseitigen Anerkennung von verschiedenen Anreizformen,
Die Europäer kamen natürlich mit der CBAM-Drohung. Also das geht alles von der CBAM-Drohung aus auf amerikanischer Seite. Und sie versuchen gewisserweise funktionale Äquivalente für die europäische Carbonbepreisung in Amerika nachzuweisen. Also der Anspruch ist absolut da auf amerikanischer Seite, diese Konflikte zu entschärfen und umzulenken in eine andere Richtung. Und zwar auf globaler Ebene. Es ist auch wichtig zu verstehen, denke ich, dass die IRA-Politik ist ja nicht im europäischen Sinne von einer amerikanischen Autoindustrie zum Beispiel beeinflusst und angetrieben worden. Also aus Verhandlungskreisen weiß ich, dass Detroit kaum ein Wort mitgesprochen hat bei der Abfassung des Inflation Reduction Acts. Denn es gibt ja in Amerika im europäischen Sinne keine wirklichen National Champions mehr im Autobereich. Das ist eine altmodische Sichtweise. Amerika ist ein Standort für die globale Autoindustrie, weil es ein Markt ist für die globale Autoindustrie. Dazu gehören an vorderster Stelle Firmen wie BMW, die in Spartanburg ihre größte Fabrik hat und von dort aus der größte Autoexporteur Amerikas ist. Diese Fabriken sind vor allem koreanisch, japanisch und deutsch und sie sitzen alle in diesem nicht gewerkschaftlich organisierten südlichen Gürtel und sie profitieren alle von diesen Subventionen und das ist intendiert und mitgedacht durch die Senatoren, die diese Legislation zusammengeschrieben haben. Und das heißt also, worum es hier geht, und man muss sich sehr klar sein, ist nicht gewisserweise die Verdrängung der deutschen Autoindustrie, sondern eine pure Standortspolitik, die Investitionen und die Arbeitsplätze und die Technik nach Amerika zu ziehen. Und wenn man die Leute im Weißen Haus damit konfrontiert, sagen sie, aber Leute, entspannt euch doch. Wir wissen doch von den Positionen, dass wir hier skalenmäßig 10x, 15x, 40x machen müssen. Das heißt, wir stehen wirklich nur am Anfang. So viel Fahrtabhängigkeit gibt es nicht. Wenn ihr euch darüber Sorgen macht, dann macht eures eigenes Seed Funding, steigt selbst ein. Wir wissen doch alle, dass in 2 oder 3 Jahren die Kostenkurven, die das Bild so weit verändern, dass wir in jedem Fall Platz haben für alle diese Investitionen. Das heißt, diese Nullsummenvorstellung, dass wenn die Batteriefirma dorthin kommt, sie nirgendwo anders gebaut wird, ist anachronistisch angesichts der Größenordnung der Veränderungen, die wir lostreten wollen. Das ist nicht unsere Politik. Das IRA ist nicht die Politik der Biden Administration. Das ist das Maximum, was man an Joe Biden vorbeiboxen konnte. Und jetzt müssen wir damit arbeiten. Das ist die Stimmung in diesem Lager. Und ich denke, Sie haben in gewisser Weise durchaus, ich denke, das ist eine vertretbare Position, selbst bei der Solarindustrie zum Beispiel, wo wir alle sagen, die Chinesen haben eine absolut dominante Position. Wir machen uns kein Bild davon, wie groß die globale Solarindustrie in 10 Jahren sein muss. Da ist die momentane Position der Chinesen wirklich nur ein sehr kleiner Teil einer Industrie, die 40 Mal größer sein muss. Das heißt, das ganze Spiel muss noch ausgespielt werden. Bei den Batterien wissen wir ehrlich gesagt nicht, was die letztendlich entscheidende und gewinnende Technik sein wird. Und beim Wasserstoff wissen wir gar nicht mal, ob es eine gewinnende Technik sein wird. Das heißt, also wir sind in einem hochgradig radikaler Unsicherheit behafteten Prozess im Moment und da sollte man nicht gewöhnliche Maßstäbe ansetzen. Das ist jetzt die Stimme aus dem Weißen Haus. Also schert euch nicht um diese kleine Subvention, die wir hier machen. Es beläuft sich nur auf 340, 60 Milliarden. Es kommen noch viel größere Summen auf euch zu. Wenn ihr als Zolltarif runterrechnet, dann sind es 10% rund ungefähr. Also und ihr wisst doch genau, dass amerikanische Autos mit einem 10%igen Zollsatz in Europa belastet werden. Also worüber beschwert ihr euch eigentlich? Das ist die O-Ton gewisserweise vom Weißen Haus. Und ich denke, man könnte sich darüber empören und sagen, was ist das für eine Hypokrise und wie schlimm das ist. Und ihr brecht alle WTO-Regeln und die Juristen in der handelspolitischen Abteilung in Berlin sind natürlich wirklich einverleibt. Das geht einfach nicht. Aber oder man könnte realistischerweise sagen, okay, wollen wir, das ist Ihr Punkt, es gibt nur schlechte Wahlen hier. Es gibt nur schlechte Optionen. Und die eine Option ist gewisserweise ein verbissener Handelskrieg auf Basis von fundamentalen Prinzipien mit Amerika oder eben Kompromiss suchen.
Und das ist das. Und die Frage, die die Amerikaner dann stellen, mit wem? Und das ist dann die Frage der Nationalstaatlichkeit. Ich denke, im Moment versuchen sie gewisserweise die Kommission und von der Leyen zu boosten, zu promoten, um gewisserweise eine Leitfigur zu haben in Europa, mit der sie verhandeln können, um nicht in das Hickhack mit den nationalen Regierungen zu kommen, wo es dann einfach überhaupt nicht weitergeht. Aber das ist so das, was ich bei, wenn Sie Mike Pyle und diesen Leuten um Biden herum, wenn Sie denen wirklich sehr genau zuhören, ist das, glaube ich, ihre Sicht der Dinge. Und der Chip kommt von BlackRock, der kommt nicht aus der Gewerkschaftsbewegung, aber er hat diese, sagen wir mal, gesamtkapitalistische Vision, also wie leiten wir diese grüne Modernisierung ein, aus seinem Blickpunkt, und das ist ein Angebot zumindest von ihrer Seite. Okay, Philipp Steinberg. Ja, also super spannend. Also ich glaube, ich habe ja schon gesagt, also die Aufregung in Europa, Leute, hat sich auch so ein bisschen deswegen so ein bisschen gelegt jetzt. Also am Anfang war das halt irgendwie 360 Milliarden Dollar zusätzlich zu den anderen Chips Act und anderen Programmen. So jetzt ist man ein bisschen entspannter, trotzdem natürlich noch nicht super entspannt, weil nach dem Motto, entspannt euch mal, es ist nur ein kleiner Tropfen, man muss noch ganz viel anderes machen, da sagen halt uns die Unternehmen, ich hatte heute Morgen wieder die Freude, beim DHK zu sein und so, die sagen dir halt dann auch noch, das ist nicht nur IRA, das wird ehrlich gesagt sogar nur am Rande erwähnt, if anything. Die sagen dir Strompreise in Deutschland irgendwie, wo ist der Industriestrompreis und überhaupt Strompreise insgesamt. Und dann natürlich Wettbewerbsfähigkeit, die allgemeine Geschichte, die man differenziert betrachten muss. Aber da, so, und dann sagen die halt irgendwie, was hilft es mir, wenn die Unternehmen hier und selbst wenn sie hier bleiben wollen, sind wegen Strompreise und wegen IRA, dann gibt es halt die Unternehmen in Deutschland gar nicht mehr und dann ist es irgendwann schwierig oder in Europa halt gar nicht mehr und dann ist es halt irgendwie schwierig irgendwie, auch wenn man dann danach irgendwie wieder noch viel mehr subventionieren will und muss vielleicht, dann gibt es nichts mehr zum Subventionieren in Deutschland. Das ist so ein bisschen das, was darum diese Geschichte, die ist, wie gesagt, die ist nicht total unplausibel und die wird mittlerweile hier auch durchaus wahrgenommen. Aber es kommt einfach zusammen zu der Frage, wir haben Ukraine-Krieg, wir haben hohe Unsicherheit, wir haben hohe Energiekosten, wir haben IRA, wir haben den China-Konflikt und so weiter. Und da ist es halt so, dass hier wirklich die Unternehmen das Muffensausen haben und auch nachvollziehbarerweise. Soziale Konnexität steht noch auf meinem Zettel als eine der Fragen. Susanne Wixford, bitteschön. Ja, das passt gut, weil ich wollte noch auf diese Standortpolitik antworten. Das sehe ich genau als Problem. Sie haben zuerst erwähnt, Sie finden es gut, dass europäischer Mehrwert nicht ein Teil ist. Soziale Konditionalitäten wurde auch erwähnt, dass das auch hier fehlt. Das hat der IRA durchaus drinnen. Also das ist ein Gesamtpaket. Und aus meiner Sicht ist das sehr wohl wichtig, dass ich erstens mal diesen europäischen Mehrwert berücksichtigen darf bei Subventionen, beziehungsweise dass sogar eine Voraussetzung ist für Subventionen. Und das Zweite ist auch die Qualität der Beschäftigung, das ist in dem Akt drinnen, und auch Fortbildung, denn wir wissen Fachkräftemangel in Europa. Und ich finde das dann zu wenig, dass ich sage, okay, Beihilfen sind vorgesehen in dem Industrieakt, aber die Qualität ist mir dann relativ ein Nebenschauplatz im Gegensatz zu IRA, Inflation Reduction Act, ne, wo ich das durchaus drinnen habe. Und das ist aus meiner Sicht eine umfassende Industriestrategie. Und wir haben doch immer noch entlang des Binnenmarktkonzepts, wo ich sage, der Wettbewerb bestimmt, wo die Besten sich niederlassen. Das ist aus unserer Sicht zu wenig. Und der Binnenmarkt funktioniert eben für die Beschäftigten nicht. Und hier sieht man auch, das Beihilfenrecht funktioniert hier nicht. Und wir haben schon seit langem die Forderung, sowohl Beihilfen braucht Konditionalitäten, also zumindest auch eine Standortsicherung. Ne? Also Nokia-Beispiel alt, aber ich meine, das war ein Witz. Dieses Unternehmen ging quer durch Europa und landete am Ende in Rumänien, weil dort waren die höchsten Beihilfen. Und das geht einfach nicht. Also das ist keine Industriestrategie aus meiner Sicht. Und das muss hier noch deutlich verbessert werden, weil das
fehlt, wie es Stefan Gahn erwähnt hat, hier in Europa und die USA können das, obwohl man es dort gar nicht so erwartet. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir hier auch daran weiterarbeiten. Und was ich noch erstaunlich finde, weil Adam das so auf dem Reißbrett dargestellt hat, was mal wie viel da noch entwickelt werden soll an Chips und die Kapazitäten erweitert werden. Und da frage ich mich dann, geht das zusammen mit dem Ressourcenverbrauch? Ne? Also nur eine Zahl, wir haben am Welterschöpfungstag 2022, den haben wir bereits im 28. Juli erreicht. Das heißt, das war der früheste Tag, seit das berechnet wird, der Menschheitsgeschichte. Und da frage ich mich, wie passt das zusammen, wenn ich nur immer in dieser Art denke? Das wird nicht gehen. Also das heißt, wir reden viel über Klimawandel, aber tun gar nichts. Wir haben auch aus der Bevölkerung die Klimakleber und andere, die darauf aufmerksam machen, ob man das jetzt mag und gut findet oder nicht. Aber da muss ich schon sagen, da wird mir relativ schwummerig und auch der Wasserverbrauch ist ein Wahnsinn und 70% interessanterweise die Landwirtschaft, die ja eigentlich gar nicht auf unserem Blickfeld erscheint. Ne? Also das ist ein Wahnsinn und wir haben zunehmend Trockenheit in Europa oder in anderen Gebieten halt Überschwemmung. Und beim Weltenergiebedarf ist es so, dass 78% von fossilen Energieträgern immer noch kommen. Und wir sagen, bis die CO2-Emissionen müssen gesenkt werden. 2050 wollen wir CO2-neutral oder klimaneutral sein. Und eigentlich wird gerechnet mit einer Zunahme von 25% bis dahin. Und da, wenn ich dann diese Pläne höre, dann sage ich, okay, irgendwie entweder sind die Pläne auf dem Reißbrett oder stimmen oder haben wir irgendwie wo Ressourcen, die heimlich aufscheinen, beziehungsweise irgendwie geht sich das alles insgesamt aus meiner Sicht nicht aus. Oder es braucht neue Technologien, aber das wäre dann nochmal eine andere Runde. Ich meine, Batterien, da lese ich manchmal Dinge, dass es mit Salz funktionieren kann oder ich weiß nicht wo. Und meine Frau schimpft immer mit mir und sagt, Elektromobilität kann doch nicht sein. Guck dir die Arbeitsbedingungen an, wo das herkommt. Ich sage dann immer, ich hoffe auf die Technik. Da bin ich dann fast wie ein FDP-Mann. Da kriege ich dann selbst schon Angst über meine eigenen Aussagen. Aber ja, so geht es einem dann gelegentlich. So, wir haben jetzt bis auf 3 Minuten ans Ende diskutiert. Also jetzt sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für diese Debatte hier. So. Und ich lade Sie dann ein, in einer halben Stunde nochmal über die soziale Ungleichheit im Inneren zu diskutieren, nachdem wir jetzt hier sozusagen die Außenpolitik oder Außenwirtschaftspolitik in den Blick genommen haben oder die Weltaußenpolitik durchmessen haben. Danke dafür und wir sehen uns gleich weiter. Dankeschön. Ja, dann begrüße ich Sie, dann begrüße ich euch hier zu unserer zweiten Session hier. Ich muss jetzt keine große Vorrede machen, die Diskussion gerade wirkt immer noch nach. Aber umso spannender ist dann die Debatte, die wir jetzt führen, denn das, was wir gerade in der globalen Ebene diskutiert haben, das muss ja jetzt runtergezont werden. Und was heißt das eigentlich für die Bundesrepublik, aber auch für die anderen Länder? Und da sind wir schnell bei den Stichworten Ungleichheit, soziale Krisen, Rechtspopulismus. Wie wirkt sich diese Zerrissenheit in Europa aus? Über Frankreich will ich jetzt gar nicht groß reden. Was da dreut, wissen wir alle und sehen wir alle. Und das sind spannende Fragen, die wir jetzt diskutieren wollen. Und als erstes freue ich mich über die Einführung von Anke Hassel, Professorin für Public Policy hier in Berlin an der Hertie School. Und deshalb freuen wir uns ganz herzlich, dass Sie da sind und Sie haben den Input. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ich habe jetzt keine Uhr hier. Sie müssten mir einfach ein Signal geben, wenn ich zu lange rede, sagen Sie einfach Bescheid. Ich wollte zwei Sachen eigentlich machen. Ich wollte erst was sagen über die Veränderungen der ökonomischen Situation und wie sich das auf soziale Ungleichheit, Krisen auswirkt. Und dann wollte ich Ihnen noch ein paar Zahlen zeigen, die meines Erachtens wichtig sind, wenn wir danach auch über Populismus sprechen. Nämlich, das ist ja auch noch im Titel angegeben, dass wir nicht nur über die sozialen Krisen sprechen, sondern auch über Rechtspopulismus.
Wenn wir uns überlegen, wie wir vor 3 Jahren soziale Krisen in Europa diskutiert haben, dann stand es immer noch sehr stark unter dem Eindruck der Finanzkrise und auch unter dem Eindruck der Staatsschuldenkrise in Südeuropa. Also wir haben eigentlich die ganzen 2000er Jahre bis vor 3 Jahren uns über die Dynamik zwischen Nordeuropa und Südeuropa unterhalten, insbesondere über die Dynamik in der Währungsunion und was es eigentlich bedeutet, wie die südeuropäischen Länder und die nordeuropäischen Länder miteinander zusammenhängen, voneinander abhängig sind und wie die Krise in Südeuropa eigentlich gelöst wurde. Aus diesem Modus sind wir jetzt seit 3 Jahren vorbei und der neue Modus heißt, wie Adam Tooze gesagt hat, der neue Modus ist eigentlich die Polykrise. Weil was wir sehen seit 2020 ist nicht nur die Pandemie, das wissen wir alle. Wir sehen aber danach auch nach der Pandemie, die wurde abgelöst quasi durch die Inflationskrise. Die Inflation hat was mit der Pandemie zu tun, es hat was mit Lieferketten zu tun. Die Situation in China war damit angesprochen. Die Lieferketten haben die Preise hochgetrieben und dann sind wir sozusagen unmittelbar übergegangen in den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch das hat die Energiepreise sehr stark beeinflusst und hat die Inflation weiter angeheizt. Und darüber hinaus haben wir nicht nur Pandemie, Klimakrise, Inflation, Energiekrise, sondern wir haben jetzt auch die Klimakrise. Und die Klimakrise ist quasi der nächste große Krisenmodus. Und in Deutschland haben wir das in den letzten Wochen sehr stark erlebt. Nämlich wir sprechen über sehr hohe Kosten, die auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger zukommen. Wir sprechen über sehr hohe Energiekosten, aber wir sprechen auch über Kosten bei der Dämmung von Häusern. Wir sprechen auch über das Aus des Verbrennungsmotors und so weiter und so fort. Und das beunruhigt natürlich viele Menschen und gibt dem ganzen Krisenmodus noch mal einen anderen Anstrich. All diese Krisen haben massive Folgen für soziale Ungleichheit. Und auch das wissen wir jetzt im dritten Jahr auch sehr genau. Wir sind in Deutschland im dritten Jahr der realen Lohnzurückhaltung oder des Reallohnverlustes. Wir haben explodierende Gewinne gleichzeitig in einigen Sektoren, aber insgesamt haben sich die Unternehmensgewinne sehr stark erhöht. Wir haben eine sehr starke Arbeitsplatzunsicherheit, dass in bestimmten Branchen auch immer wieder Eingriffe der Bundesregierung notwendig waren, um Arbeitsplätze zu schützen. Wir haben große Verteilungsfolgen und wir wissen eigentlich noch sehr wenig über die Verteilungsfolgen durch die Pandemie. Wir wissen, dass sich im Aggregat gar nicht so viel geändert hat, zumindest nicht bei der Einkommensverteilung. Aber wir wissen, dass die Jungen sehr viel stärker unter der Pandemie gelitten haben, auch im Einkommen und in ihrer Beschäftigung als die Alten. Wir wissen, dass die Folgen, auch die Verteilungsfolgen für Frauen stärker waren als für Männer. Also in dieser Situation sind wir und wir sind eigentlich noch gar nicht wirklich in der Lage, das zu analysieren, zu verstehen, wo geht denn jetzt die Reise verteilungspolitisch so richtig hin in dem Modus der Polykrise. Meine These ist, dass wir durch die Polykrise jetzt einen neuen Mechanismus bekommen der Aushandlung von sozialer Ungleichheit und des sozialen Ausgleichs. Und dieser neue Mechanismus bedeutet in erster Linie zunehmende Eingriffe des Staates. Wir haben das ganz stark erlebt während der Pandemie durch den Einsatz von Kurzarbeit. Die Deutschen kennen Kurzarbeit schon immer. Die Deutschen haben auch Kurzarbeit während der Finanzkrise sehr effektiv eingesetzt. In vielen anderen europäischen Ländern war das nicht der Fall, sondern die Kurzarbeit wurde quasi erst durch die Pandemie dort eingeführt, dort weiter ausgeweitet. Aber der Schutz der Beschäftigung war in Europa eigentlich das Thema in der Pandemie. Und der Schutz der Beschäftigung ging aber zulasten von Lohnentwicklungen, ganz anders zum Beispiel in den USA, wo Schutz der Beschäftigung viel weniger auf der Tagesordnung stand, aber dadurch die Einkommensverluste in den USA viel stärker durch Arbeitsplatzverluste entstanden sind. Also Kurzarbeit als wesentliches Instrument des Staates, um Beschäftigung zu sichern, ist ein massiver Eingriff der Regierung in soziale Ungleichheiten auszugleichen. Aber wir haben ja noch viel mehr. Wir haben ja seitdem auch gesehen, dass wir Preisbremsen haben. Wir haben die Gaspreisbremse, wir haben die Strompreisbremse, wir haben Unternehmensbeihilfen, wir haben Subventionierungen und wir hatten im letzten Sommer in Deutschland zumindest einen Anflug der konzertierten Aktionen. Man kann sich fragen, warum hat die konzertierte Aktion ist sie wieder aufbelebt worden. Es gab dort natürlich auch einen Austausch zwischen den Interessen der Regierung, die
wollte, dass die Tarifpolitik vielleicht nicht versucht, die Inflation auszugleichen, was sie auch danach nicht getan hat, und im Gegenzug dadurch weitere Beihilfe in Aussicht gestellt haben und dann natürlich auch diese 3.000 Euro Einmalprämien noch in den Ring geworfen haben. Also ich denke, Pulli-Krise haben wir noch nicht wirklich verstanden. Sie ist aber da. Sie hat massive soziale Auswirkungen. Sie hat und sie führt dazu, dass staatliche Eingriffe immer massiver werden und auch immer mehr gebraucht werden. Wir sehen aber auch Folgen innerhalb der EU, weil auch die EU hat natürlich reagiert. Und sie hat reagiert auf die Pandemie, auf die Inflation, auf den russischen Angriffskrieg und auf die Energiekrise. Und sie hat reagiert mit Next Generation EU. Sie hat ein großes Programm aufgelegt, weil sie natürlich nicht wollte, dass sich das, was wir in der Finanzkrise erlebt haben, nämlich insbesondere in den südeuropäischen Ländern, die auch zufälligerweise auch wieder massiv betroffen waren von der Pandemie, dass sich diese Erfahrung nicht wiederholt. Und das ist so meine zweite These in der Diskussion über Europa, wie Europa jetzt mit Krisenreaktionen umgeht und wie die Europäische Kommission dort versucht, weitere Beiträge zu leisten, findet statt vor dem Hintergrund der Erfahrung der Krisenerfahrung Südeuropas nach der Finanzkrise. Und die Mechanismen sind alle bekannt, also New Green Deal ist auch, jetzt haben wir die Antwort auf IRA, aber wir haben auch andere Krisenreaktionen, die im weiteren Kontext auch wichtig sind, nämlich, dass Europa nicht gescheitert ist an der Krisenbewältigung, sondern Europa hat sich zusammengefunden und Europa ist heute, und das wäre auch meine These, heute integrierter in bestimmten Handlungsfeldern als jemals zuvor. Und da kann man sich überlegen, zum Beispiel die Bereitstellung und Organisation von Impfstoffen, aber auch jetzt die Reaktionen auf Russland, die Sanktionen gegen Russland und so weiter. Also die EU als politische Handlungsebene profitiert von der Krise und findet sich auch stärker zusammen und kann heute eigentlich einen größeren Beitrag leisten als jemals zuvor. So, soweit von meinen Thesen zu dem, was im Moment stattfindet. Ich wollte jetzt noch ein paar Sachen Ihnen zeigen und ein paar Bilder zeigen, wenn wir über Populismus sprechen. Wo findet denn der Populismus statt und wie ist denn eigentlich der Zusammenhang vielleicht auch zwischen sozialer Krise und Populismus? Und ich würde Ihnen als erstes gerne dieses Bild zeigen. Und das ist quasi die EU in vier Regionen aufgeteilt, wenn man sich anschaut, wie entwickelt sich das Pro-Kopf-Einkommen in der EU, in Westeuropa, Nordeuropa, Südeuropa und Osteuropa. Und die bemerkenswerte Linie ist die gelbe Linie und das sind die Südeuropäer. Und das möchte ich deshalb darstellen, weil es die These unterstützt, dass vieles von dem, was wir jetzt sehen, vor dem Hintergrund sich stattfindet, der Krise in Südeuropa in den Jahren nach 2008. Weil die Linie in Südeuropa ist mehr oder weniger flach. Also es findet kaum noch Wachstum in Südeuropa statt. Es findet Wachstum statt am stärksten in Nordeuropa. Auch das können wir sehen. Aber Westeuropa, dazu gehört dann Deutschland, ist dann ziemlich nah dabei. Die andere Entwicklung, die wir sehen, ist, dass Osteuropa aufschließt. Also es gibt insgesamt einen Konvergenzmechanismus zwischen den verschiedenen Regionen in Europa. Und der ist zugunsten der osteuropäischen Länder, die stärker wachsen, die auch stärkere Lohnzuwächse haben. Aber gleichzeitig haben wir in Südeuropa, und das ist ein wichtiger Teil, weil zwei der größten Länder auch der Europäischen Union, nämlich Spanien und Italien, gehören dazu, dort haben wir eine ökonomische Stagnation. Und das ist eine Problemkonstellation, nämlich die Auseinanderentwicklung zwischen Nordeuropa auf der einen Seite, zu Nordeuropa kommt der Westen dazu, und Südeuropa auf der anderen Seite, und damit haben wir uns sehr viel beschäftigt nach der Finanzkrise, ist quasi die politische Dynamik dafür, wie sich die EU auf der einen Seite, aber auch Mitgliedstaaten auf der anderen Seite aufstellen, wenn es um den sozialen Ausgleich geht. Das nächste Bild, was ich Ihnen zeigen möchte, ist eine Zustandsbeschreibung, und da kommen wir dann schon eher zum Populismus, nämlich die Zustandsbeschreibung, wenn wir über politisches Vertrauen sprechen. Und auch das ist wichtig, um die europäischen Reaktionen zu verstehen. Wenn Sie sich anschauen, und das sind jetzt immer Zahlen, einmal das Vertrauen in nationale Parlamente, auf der anderen Seite das Vertrauen
in das Europaparlament. Das Europaparlament ist mehr oder weniger unproblematisch. Dort sind die Zustimmungswerte oder die Vertrauenswerte relativ homogen. Und sie brechen zwar in den südeuropäischen Ländern auch ein, aber es ist, insgesamt sind diese Kurven näher aneinander. Was man sehr stark sieht, ist, dass politisches Vertrauen sowieso grundsätzlich sehr unterschiedlich ausgestaltet ist in der EU. Wir haben in den nordeuropäischen Ländern und auch in den westeuropäischen Ländern erheblich höhere Zustimmungswerte, also erheblich höheres Vertrauen in die politischen Institutionen. Wir hatten ein ähnlich hohes Vertrauen in den südeuropäischen Ländern, und das sieht man. Und man sieht auch, wie die Finanzkrise in 2008 dort gewirkt hat, nämlich das politische Vertrauen in die nationalen Parlamente sind abgestürzt, und zwar massiv abgestürzt seit 2008. Ab 2013, 2014 wurde es dann wieder besser, und seitdem hat sich das etwas wiederholt. Was man auch sehen kann, ist, dass in den osteuropäischen Ländern Vertrauen in politische Institutionen generell erheblich geringer ist als in den anderen Ländern. Man kann sich aber auch noch eine weitere Komponente anschauen. Und das ist die Komponente politische Vertrauen, aufgeteilt nach ländlichen Gebieten und nach städtischen Gebieten. Und auch da sehen Sie wieder Vertrauen ins Europaparlament auf der einen Seite und in nationale Parlamente auf der anderen Seite. Und wenn Sie auf das Anfangsjahr sich fokussieren, und das Anfangsjahr ist da 2000, da sehen Sie eigentlich, dass die Werte relativ gleichmäßig waren. Also sowohl im ländlichen als auch im städtischen Bereich hatten die Menschen ungefähr gleiche Werte, ob sie den nationalen Parlamenten vertraut haben oder nicht. Und über die Zeit, zum einen sind sie gesunken, zumindest mal bis 2015 ungefähr, dann sind sie wieder angestiegen. Aber das Wichtige, was man sehen kann an diesen Daten, ist, dass die Vertrauensschere auseinandergeht. Also dass die Städter erheblich mehr bereit sind, ihren nationalen Parlamenten zu vertrauen, als denen, die im ländlichen Bereich liegen. Und das ist eine These, die ich auch noch mal betonen möchte, dass wir die geografische Verteilung von Menschen und ihren Verhältnis zu politischen Institutionen erheblich ernster nehmen müssen. Es gibt nämlich eine zunehmende Aufspaltung zwischen Stadt und Land. Das nächste, und das ist, da geht es um Einkommensverteilungen. Und was wir da sehen können, ist, dass, wenn wir uns die europäische Ebene anschauen, und das ist das auf der linken Seite, auf der europäischen Ebene kann man sehen, es gibt eine Auseinanderentwicklung zwischen politischem Vertrauen, wenn wir uns Einkommensgruppen anschauen, nämlich dass in den niedrigen Einkommen, ich meine, es ist immer so, dass niedrige Einkommensgruppen ein geringeres Vertrauen haben in Institutionen als höhere Einkommensgruppen. Dort sehen wir eine Auseinanderentwicklung bei den europäischen Institutionen. Man sieht sie nicht unbedingt bei den nationalen Institutionen. Und das ist vielleicht auch ganz interessant. Die Abstände sind größer zwischen geringen und höher Verdienenden, aber sie entwickeln sich nicht unbedingt auseinander. So, und bei Netzerpunkt, und da gibt es dann auch noch mal ein paar Zahlen zu, ist nämlich, wenn wir uns Populismus anschauen, und Populismus ist dann wirklich hier nur unterschieden zwischen die Rechtsaußen- und Linksaußenparteien und dann wiederum auf die unterschiedlichen geografischen Gruppen in der EU. Also Sie sehen ganz oben links wieder Osteuropa, dann Nordeuropa, Südeuropa und Westeuropa. Und was man dort ganz schön sehen kann, ist, dass die Regionen, wo Rechtspopulismus ein größeres Problem darstellt, sind eben Osteuropa und Nordeuropa. Und das haben wir bei den schwedischen Wahlen gesehen. Das sehen wir auch, wenn wir uns Polen und Ungarn betrachten. Also von daher überrascht uns das nicht. Man sieht es aber nicht in den südlichen Ländern, und man sieht es auch nicht in den Ländern, die ich hier Westeuropa genannt habe, sondern dort sind die Werte, die Zuspruchwerte zu den rechtsextremen Parteien deutlich niedriger. Und es sind die Reaktion in Südeuropa auf die soziale Krise war nicht ein explodierendes Rechtspopulismus, sondern die Reaktion in Südeuropa auf die Finanzkrise war ein deutlicher Anstieg der linkspopulistischen Parteien. Und
hier, das ist nochmal nach Einkommensquintilen und auch nach Einkommensquintilen. Also die kann man eigentlich ganz gut sehen. Und es überrascht uns jetzt auch nicht unbedingt, dass in dem untersten Einkommensquintil, also das ist oben links, das erste Quintil stärker links gewählt wird als rechts gewählt wird. Und wenn man in das reichste Quintil reinschaut, da ist der Zuspruch gerade zu Rechtsextremen relativ hoch. Vielleicht würde uns das doch ein bisschen beunruhigen sollen, dass man dort sieht, dass in den reichsten 20% eigentlich ein höherer Zuspruch ist zu rechtsextremen Parteien als in allen anderen Gruppen, allen anderen Einkommensgruppen. Und wo man ein relativ ausgewogenes Verhältnis sieht, ist quasi in den Mittelschichtsgruppen, also dem zweiten, dritten und vierten Quintil. Mein allerletzter Datenpunkt ist die gleiche Verteilung nochmal zwischen Stadt und Land. Und hier geht es nicht um städtisch und ländlich, sondern es gibt da noch Zwischenkategorien. Aber auch da schauen sich nur oben links an die Zuspruchswerte in der Großstadt. Also Großstädter wählen eher extreme Linke. Und wenn Sie dann unten in der Mitte sich anschauen, das ist der ländliche Raum, das ist die dörfliche Bevölkerung, da sehen Sie die höchsten Zustimmungswerte für die extreme Rechte. Daneben auch noch, das ist auch der ländliche Bereich. Also die Botschaft, die ich Ihnen hier mitgeben möchte, ist, wenn wir uns den Zusammenhang anschauen zwischen sozialen Krisen und Populismus und Vertrauen in Institutionen, dann müssen wir ernst nehmen, dass es eine zunehmende Polarisierung gibt in geografischer Hinsicht, und zwar zwischen Stadt und Land. Und dass es auch eine zunehmende Polarisierung auch gibt zwischen Einkommensgruppen. Und dass wir, wenn wir dann uns die Regionen anschauen und genau die Regionen anschauen, wo wird es denn dies problematisch, dann wird es genau in den Regionen und Ländergruppen problematisch, die auch die stärksten sozioökonomischen Krisen haben. Aber die wählen nicht unbedingt rechtsextrem, also der Rechtspopulismus, der ja hier im Vordergrund stehen soll, sondern die zumindest in der Vergangenheit haben auch regelmäßig linkspopulistisch gewählt. Welt, was für eine Bewältigung der Krise eigentlich eine gute Nachricht sein soll. Und damit schließe ich hier. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Hassel. Dann darf ich Sie auch bitten, hier Platz zu nehmen. Und ich darf unsere Mitdiskutanten dann auch nach vorne bitten. Wolfgang Lemp, Herrn Schmidt und Herrn Schmachtenberg habe ich auch schon gesehen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Und womit fangen wir an? Ich stelle Sie gleich dann vor, fangen wir mal mit Wolfgang Lemp an. Also, wenn wir hören, wo geht die Reise verteilungspolitisch hin? Wolfgang Lemp muss ich hier in dem Raum nicht weiter vorstellen als IG Metall-Vorstandsmitglied. Und die Zusammenhänge zwischen Verteilung und Populismus, ich glaube, die sind klar. Die haben wir gerade noch mal eindrücklich gesehen. Wo geht die Reise verteilungspolitisch im Moment hin? Wenn wir das auf Europa ziehen, fangen wir vielleicht in Deutschland an. Die Gewerkschaften versuchen im Moment, Abschlüsse durchzusetzen, die durchaus bemerkenswert sind, aber die natürlich immer noch die Verteilungsposition, die maximal dazu beitragen, dass sie nicht noch schlechter wird. Oder bin ich jetzt zu böse mit Gewerkschaften? Nein, du kennst uns ja schon ein Stück über die Jahre, ne? Wo geht die Reise hin verteilungspolitisch? Also bezogen auf Deutschland hast du es angesprochen. Ich meine, wir werden am Montag in Deutschland eine Situation haben, die kennen wir vielleicht aus Frankreich, aber nicht aus Deutschland, wenn der gesamte Flugverkehr bestreikt wird, der gesamte Bahnverkehr bestreikt wird, andere Teilbereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge an einem Tag in Deutschland bestreikt werden, dann glaube ich, ist es ein gewisses Signal, wo wir sozusagen in der Auseinandersetzung zu der Frage Verteilungspolitik und soziale Gerechtigkeit stehen, weil das natürlich in dem Fall jetzt bezogen auf Montag Verdi und die EVG und andere betrifft. Wir selbst als IG Metall haben, glaube ich, einen ganz relativ guten Tarifabschluss hingelegt im letzten Jahr, der Steigerungsraten von 8,5% über 2 Jahre vorsieht. Aber das ändert natürlich nichts sozusagen an der verteilungspolitischen Schieflage. Denn wir haben ja in Deutschland
einen wachsenden Anteil ärmerer Bevölkerung und wir haben vor allen Dingen in Europa ein Auseinanderklaffen der Schere, was die sozialen Bedingungen betrifft. Anke hat ja die Frage Nord, Ost und Süd und so weiter angesprochen. Und was mir ehrlich gesagt im Moment ein bisschen Sorge macht, ist all die Programme, die ich zum großen Teil im Übrigen für richtig finde, die jetzt innerhalb der EU aufgelegt werden, funktionieren ja zum großen Teil in der praktischen Umsetzung auch nur dann, wenn sie national kofinanziert sind. Und wenn sozusagen bestimmte Staaten die nationale Kofinanzierung nicht haben, dann sind wir wieder beim Süden, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass sich das sozusagen durch eigentlich industrie- und sozialpolitisch gut gemeinte Weichenstellungen trotzdem faktisch auseinander bewegt. Das, glaube ich, ist eine reale Gefahr, in der wir uns jetzt auch nach vorne betrachtet durchaus im Moment bewegen. Herr Schmachtenberg, jetzt fange ich mit Ihnen an als Staatssekretär im zuständigen, wenn man das so sagen darf, besonders zuständigen Arbeitsministerium. In Deutschland schauen Sie noch einigermaßen vernünftig drauf. Sie fügen vermutlich hinzu, neben den Tarifparteien hat die Bundesregierung eine Menge Dinge getan oder zumindest versucht, um die Schieflagen, ich sage es mal freundlich, einzuhegen. Also wie würden Sie die aktuelle Situation bewerten? Wir kommen dann gleich auf Europa. Also die aktuelle Situation in Deutschland. Na gut, wir haben tatsächlich Realeinkommensverluste. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass jetzt Lohnverhandlungen stattfinden. Und wir haben in Deutschland eine sehr miese Tarifbindung. Und das auch im europäischen Vergleich nicht so richtig prickelnd gut. Von daher ist es eben wirklich sehr wichtig, dass wir jetzt diese klaren Tarifauseinandersetzungen haben. Weil nur wenn faktisch die Lohnanpassungen erfolgen, läuft im Übrigen auch der Sozialstaat mit. Deswegen war ja zum Beispiel auch diese erwähnte 3000 Prämie von uns immer mit so einem gewissen Wackeln entgegengenommen, weil die natürlich nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegt und deswegen da dieser Mechanismus sogar ein Stück weit ausgesetzt ist. Ich glaube, die Menschen sind nach wie vor, es ist viel passiert, es ist viel unternommen worden, teilweise allerdings auch sehr schnell. Das heißt, die Übersicht über die Maßnahmen ist nicht immer gegeben. Teilweise ist es auch Gerechtigkeitsempfinden gestört, also in der Weise, wer wo wie was bekommen hat. Ich wundere mich ja noch, dass bislang nicht massiv kritisiert wird, dass nicht differenziert wird bei den Energiezuschüssen nach der Qualität der Heizungsanlage. Weil es wäre eigentlich eine typisch deutsche Debatte, die allmählich ausbrechen müsste, wie es denn sein kann, dass der Nachbar, der seit Jahren nichts für die Heizung getan hat, ja, dem stecken Sie das Geld aber jetzt hinten und vorne rein. Und ich habe die Tip-Top-Heizung, mein ganzes Geld verschuldet. Also weil wir haben in Deutschland unheimlich diese Neigung zu dieser Art von Gerechtigkeitsdebatten. Die fehlt mir noch gerade, deswegen muss ich sie gerade anstoßen. Also das heißt, wir haben schon eine etwas brisante Gemengelage. Aber insgesamt, toi, 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 das ist für uns wirklich wichtig. Die Beschäftigung ist sehr stabil. Und im Gegenteil, wir kriegen ja bestimmte Probleme im Moment nicht gelöst, die wir politisch lösen wollen, weil wir Arbeitskräftemangel, sage ich ganz bewusst, es geht nicht immer und da um die IT, es geht auch um IT-Leute, es geht auch um Pflegefachkräfte, es geht aber teilweise auch um Arbeitskräfte. Zum Beispiel bei den Heizungen. Zum Beispiel bei den Heizungen. Und in der Tat ist eigentlich die Linie der Bundesregierung, damit will ich jetzt auch schließen, dass wir im Grunde genommen jetzt mit der Klimawende eigentlich einen enormen Beschäftigungs- und auch Innovationsschub auf den Weg bringen. Und deswegen ist heute mein Minister aus Kanada zurückgekehrt, weil er das ganze Thema Fachkräfteeinwanderung und Weiterbildung vorantreiben will. Insofern schließt sich da der Kreis. So, jetzt habe ich Wolfgang M. Schmidt als Letzten in der Runde. Ich überlege, jetzt sage ich erstmal Herr Kollege. So, das ist gerne. Das ist das Erste. Er ist bei uns in der Runde. Er hat einen Podcast, unter anderem neben vielen anderen Dingen, die ich alle jetzt hier nicht aufzählen kann. Es kann nur falsch sein. Der heißt Wohlstand für alle. Ja, das ist ein Versprechen. Es ist aber kein CDU-Podcast, sondern wir haben das uns angeeignet. Und das Versprechen ist ja zunächst einmal ein gutes Wohlstand für alle. Und das ist das große Problem, dass dieses Versprechen nicht eingelöst wird. Beziehungsweise wir haben die Reallohnverluste. Wir haben ein sehr junges Publikum, das enorm gebeutelt ist von zwei Krisen jetzt hintereinander. Einmal Corona mit dem Lockdown, mit auch den psychischen Problemen, die damit einhergehen. Und
jetzt der Krieg, der natürlich alles sehr viel teurer gemacht hat. Und man weiß ja jetzt, es ist nicht nur der Krieg, der die Inflation treibt, sondern wir haben ja jetzt auch so einige Überlegungen schon, zum Beispiel von Isabella Weber, dass da doch enorm die Gewinnmargen nach oben geschraubt werden und man eine schöne Legitimation hat, indem man immer alles auf die Inflation schieben kann. Aber natürlich sind Preissteigerungen sind die Inflation. Also es ist ganz lustig, wie man da sich so ein Narrativ gebastelt hat. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade merken, wo ich auch dann sagen würde, diese Zahlen und die Statistiken, die wir gerade gesehen haben, sind entsetzlich. Ich würde auch noch sagen, es wird noch schlimmer werden, weil wir eine Generation jetzt auch haben, also von 16- bis 26-Jährigen, die keine besonders positive Bindung mehr zur EU hatten, die vielleicht vor ein paar Jahren noch mit den EU-Pullis rumgelaufen sind, die aber sehr, sehr desillusioniert ist, diese Generation jetzt. Und die ist jetzt gerade noch auch sehr mit dem Krieg beschäftigt. Und das ist natürlich auch hegemonial, jetzt darüber zu diskutieren. Aber wenn dieser Krieg einmal endet, dann wird für viele auch das Materielle plötzlich so bewusst sein, dass sich viele noch abwenden werden, von denen wir das jetzt noch gar nicht annehmen. Desillusioniert über die EU, da reden wir nämlich im nächsten Teil drüber, oder eben desillusioniert, weil das System, in das Wirtschaftssystem, in das sie reinwachsen, ja, ihnen am Ende nicht das gibt, was sie diese Menschen erwarten können, dürfen, hoffen sollen. Ja, also das ist. Also ich füge noch mal hinzu. Sie räumen auf in Ihrem Podcast mit Wirtschaftsmythen. Ich glaube, das ist wichtig. Und dieser genau. Mythos Wohlstand für alle, eben durch die CDU natürlich im Wesentlichen belegt. Ich glaube, hier im Raum muss man niemanden bekehren, dass das eben nur nicht Wohlstand für alle, sondern in der Regel nur für einige wenige war. Aber das müssen wir hier nicht weiter diskutieren, weil das hier im Raum wahrscheinlich akzeptiert wird. Aber es gab ein Aufstiegsversprechen und genau. Es gab auch tatsächlich die Möglichkeit, dass man mit höherer Bildung zu etwas gelangen kann, was die Eltern nicht erreicht haben. Und wenn man heute zum Beispiel an Schulen ist und dort auftritt und dort sagt, glauben Sie, dass es ihnen mal besser gehen wird als ihren Eltern? Und dann melden sich da ganz vereinzelt noch welche, für die das noch gelten könnte, weil sie aus ganz prekären Verhältnissen kommen. Aber sonst wissen eigentlich alle, naja, es wird düster aussehen, aber vielleicht werde ich noch was erben, damit es nicht ganz so schlimm wird. Und wenn ich nicht erbe, zahle ich 50% meines Einkommens für die Wohnung, zumindest im Ballungsräumen. Genau. Und dann sind wir ja genau bei der Problematik. Okay. Danke dafür. Und jetzt switchen wir eben und kommen wir auf den Punkt, Frau Hassel, ich fange nochmal mit Ihnen an. Stichwort EU. Diese divergierenden Kräfte, die Sie ja auch noch mal wieder anhand der unterschiedlichen Kennziffern und Zahlen gezeigt haben. Ja, wo können wir da ansetzen? Die Analyse ist auch richtig. Die EU als Konvergenzmaschine läuft nicht mehr, Pünktchen, Pünktchen? Also sie läuft für Osteuropa ganz bestimmt. Osteuropa profitiert von der EU und also ökonomisch jetzt gesehen, ne, wenn wir Pro-Kopf-Einkommen uns anschauen, dann ich würde sagen, es funktioniert auf jeden Fall für Osteuropa. Und die von einem niedrigen Niveau natürlich, wenn man auch natürlich, aber das ist natürlich ein Aufstiegsversprechen und die Osteuropäer haben auch Grund, an dieses Aufstiegsversprechen zu glauben und es funktioniert für sie auch. Ne? Also und es funktioniert auch, wenn man sich die Löhne zum Beispiel anschaut. Ne? Also auch dort war ja Lohnzuwächse höher als jetzt in Westeuropa. Ne? Auch jetzt in der Krise in den letzten 3 Jahren hatten wir zwar Reallohnverluste, aber sie waren in Westeuropa stärker als in Osteuropa, weil dort auch mehr Wachstum noch generiert wurde durch die Krise, trotz der Krise. Und dort gibt es das durchaus. Ich habe ja angefangen zu sagen, wenn wir uns die anschauen wollen, wo sind die wirklichen Probleme, dann sind sie in Südeuropa. Und die sind besonders wichtig, weil Südeuropa einfach für die EU nochmal besonders wichtig ist, weil es große Länder sind. Und weil natürlich mit Italien und Spanien es auch wichtige Länder sind, die massiv betroffen wurden, erst durch die Finanzkrise und jetzt durch die Pandemie nochmal. Und ich war geneigt zu sagen, es sind Länder, die eher zum europäischen philosophisch-politischen genau, Konzept gehören. Bei Italien bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Genau, die auch zum Kern Europa gehören. Italien ist jetzt auch durch die Energiekrise noch mal sehr stark betroffen. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie ist eigentlich die Vulnerabilität der einzelnen Mitgliedstaaten jetzt im Hinblick auf russisches Gas zum Beispiel und russisches Öl, da ist Italien auch wieder ganz stark dabei. Also Deutschland auch, aber Italien eben auch ganz stark dabei. Also wir haben eine Problemregion und der
Was wir aber sehen können, ist, dass der Umgang mit dieser Problemregion in der Finanzkrise doch durchaus auch die Weichen jetzt legt für den Umgang mit der Pandemie und auch der Energiekrise. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass wir sagen, Europa hat auch gelernt. Also die EU hat gelernt, aber auch die Mitgliedstaaten haben gelernt und sind heute bereit, auch den südeuropäischen Ländern viel mehr unter die Arme zu greifen, beziehungsweise diese Konditionalitäten gar nicht mehr so zu diskutieren, wie sie das noch getan haben zur Finanzkrise. Also ich will nur sagen, es gibt diese Fliehkräfte, es gibt auch eine Zerrissenheit in Europa, aber es gibt auch eine politische Antwort, die das schon mit berücksichtigt und auch mitdenkt. Und was Wolfgang eben gesagt hat, natürlich, wenn wir uns jetzt europäische Programme anschauen und die Länder, die keinen fiskalischen Raum haben, also die quasi gar keine Kofinanzierungsmöglichkeiten haben, die können natürlich auch von dem Programm nicht so profitieren. Und dort, darum geht ja eigentlich auch die politische Diskussion jetzt auch, ne? Und das ist das Problem, was gelöst werden wird. Ich wäre da optimistisch, dass es dafür Lösungen geben kann, nämlich vor dem Hintergrund der Erfahrung mit der Finanzkrise. Herr Schmachtenberg, wie sehen Sie das? Also gehen wir direkt den Schritt weiter. Konvergenzmaschine haben wir im Prinzip jetzt fast abgehandelt. Haben wir diesen Paradigmenwechsel in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, der auch hier im Raum wahrscheinlich Konsens sein dürfte? Also ich denke, ja. Man hat ja Anfang der 90er Jahre gedacht, so hier irgendwie, jetzt ist alles gut und jetzt machen wir Globalisierung und wir können. Der Markt regelt alles und Eigentumsrechte können wir überall durchsetzen, auch in China oder sonst wo. Wir können also die ganze Produktion da konzentrieren, lass die doch für uns arbeiten. Also das war ja so das Leitbild. Das ist ja auch ökonomisch absolut effizient. Und da hat jetzt der Ukraine-Krieg wirklich den Schlag drauf gemacht, dass wir eben noch nicht mal in der Lage sind, die Eigentumsrechte durchzusetzen. Ich meine, das zeigen wir ja jetzt auch den russischen Oligarchen, denen nehmen wir auch erstmal alles ab. Aber anschließend wird eben uns auch was abgenommen. Das heißt, das Durchsetzen von Eigentumsrechten als Grundlage für überhaupt kapitalistische Wirtschaft ist seit dem Ukraine-Krieg hoch vulnerabel geworden. Das ist ein Punkt, der übrigens meines Erachtens noch wenig öffentlich diskutiert wird. Jetzt gucken wir mit Sorgen nach China. Das war ja ein Teil vorher wohl. Das war die Debatte vorher, genau. Und ich teile ausdrücklich diese These, dass man faktisch Griechenland dankbar sein kann. Ne? Die waren sozusagen die Versuchskaninchen. Denn daraus ist viel gelernt worden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt weiterhin sehr viel Solidarität übrigens auch mit Griechenland haben und so. Und das Programm Next Generation wurde erwähnt. Ich finde aber auch Schur nochmal sehr interessant. Das war dieses Kurzarbeitergeldprogramm, was noch vorher aufgelegt hat. Und da finde ich gerade auch die Zahlen zu. Das heißt, ein Volumen von 100 Milliarden. Und das ist wirklich ganz erstaunlich. Das klappt nämlich sonst bei EU-Programmen nicht. Das sind 98,4 Milliarden Euro in kurzer Zeit ausgezahlt worden, weil nämlich diese ganzen Bedingungen und so kofinanziert, das war weg. Und zwar in 19 Mitgliedstaaten. Und davon ging die größte Summe nach Italien, 27,4, Spanien 21,3, dann Polen 11,2. Das heißt, ein Programm, was tatsächlich dann auch in den hier von Ihnen identifizierten Ländern wirksam geworden ist. Also das ist jetzt, also Schur würde ich jetzt also schon mal ein weiteres interessantes Beispiel, wie man neuerdings auch intervenieren kann. Next Generation hat ein größeres Volumen, ist sehr viel komplizierter, aber wenn ich mich mit meinen europäischen Kollegen, bin ja für Europa zuständig, war ich neulich in Madrid, oder die erzählen mir jetzt alle, was sie mit Next Generation machen. Und teilweise wirklich mit leuchtenden Augen. Also sie haben wirklich viele Aktivitäten in den Ländern entfaltet mit diesem Programm. Das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und damit haben wir faktisch jetzt neue Instrumente entwickelt. In diesem Doppelschlag. Also Lernen aus Griechenland und der Notwendigkeit, jetzt zu handeln. Ja, nur dann müsste das demnächst ja alles besser werden. Und das ist bin ich nicht sicher. Die Gelder sind noch längst nicht platziert. Das dauert alles. Kollege Schmidt, dürfen wir darauf hoffen oder sagen Sie Vorsicht an der Bahnsteigkante? Die Frage ist nur, ob die EU gelernt hat, ist ja das eine. Hat Christian Lindner auch gelernt? Das ist das andere. Und da habe ich so meine ketzerische Frage. Ich meine, es war Adam Tooze und Joseph Stiglitz, die zusammen einen Artikel geschrieben haben, wie furchtbar
das werden wird, wenn Lindner Finanzminister wird. Und Sie haben natürlich mit allem Recht gehabt. Und wir sind jetzt gerade an einem Punkt. Wobei, die kannten das Wort Sondervermögen noch nicht. Das wollen wir irgendwie jetzt mal konzentrieren, ja, oder? Aber dieses Sondervermögen gilt ja für die Bundeswehr. Und das sehr wohl auch die Kapitalmärkte froh machen. Das ist ja die einzige Sorge, wie werden die Kapitalmärkte auf Deutschland blicken. Aber wenn wir jetzt uns gerade ansehen, dass wir eine große Einheit in Europa haben aufgrund des Krieges, also aufgrund einer äußeren Bedrohung, hat man eine sehr starke idealistische Kraft momentan da. Wenn aber diese äußere Bedrohung dann einmal vorbei sein wird, dann wird auch sich das Ganze wieder sehr stark, ich sage es mal vornehm, ausdifferenzieren. Und dann glaube ich, dass wir nicht mehr diese große Eintracht erleben, sondern dann sind wir eigentlich wieder in diesem Modus. Ich bemühe hier Treitschke, ein rechter Staatsdenker, der sagte, im Modus des Krieges sind wir idealistisch unterwegs und dann in Friedenszeiten materialistisch. Und dann wird dieser Materialismus wiederkommen in der Form, dass wir dann auch wieder neue Austeritätsprogramme durchaus haben könnten. Also meine Hoffnung ist auch durchaus hin und wieder gegeben. Und wenn man so sieht, was gerade passiert ist, auch während der Corona-Phase, ist das ermunternd. Aber man sollte da nicht den Tag vor dem Abend loben. Gibt es diesen Paradigmenwechsel, Wolfgang? Ich würde das, was alle drei gesagt haben, im Prinzip teilen. Also sozusagen den optimistischen Blick von Rolf und Anke, was die Frage des Lerneffektes betrifft, wenn wir heute über Souveränitätsfonds der EU und so weiter reden, dann hat es natürlich alles was damit zu tun. Wenn wir heute über zumindest in einem begrenzten Umfang über gemeinsame Schuldenfinanzierung reden, dann hat es was mit diesen Lerneffekten zu tun. Ich teile aber die Einschätzung, ob diese Lerneffekte sozusagen auf Dauer bestehen, das vermag ich zumindest nicht zu prognostizieren. Die Gefahr ist groß, dass Lindner und Co., gibt es auch noch ein paar andere in Europa, sozusagen sagen, ja, das war eine Ausnahmesituation. So, jetzt muss man aber wieder zu den alten Tugenden zurückkehren. Das glaube ich auch. Andererseits ist die Frage, die äußere Bedrohung durch den Krieg, das eint zumindest im Moment ja noch, wenn er denn hoffentlich bald in irgendeiner Form beendet werden könnte, und diese äußere Bedrohung nicht mehr da ist, dann ist die Frage, stimmt diese These? Da würde ich allerdings einen kleinen Widerspruch einflechten wollen, weil dann ist ja die Frage, was sind eigentlich andere und möglicherweise weitere äußere Bedrohungen? Also da bin ich bei dem Thema Klimawandel. Ja, wenn wir nicht langsam mal lernen und begreifen, wie groß diese Bedrohung ist, und dass das mindestens sozusagen ein genauso gemeinsames Handeln und Agieren betrifft, und zwar nicht mal eben für ein paar Monate oder ein paar Jahre, sondern für die nächsten Jahrzehnte, dann werden wir das in der Tat nicht schaffen. Insofern drehe ich es mal ins Optimistische. Ja, wenn sich diese Erkenntnis durchsetzt, dann glaube ich, wird eine Bewältigung dieser Mammutaufgabe ja sowieso letztendlich nur europäisch gelingen können. Da habe ich keinen Widerspruch. Neben den anderen Teilen der Welt. Kein Widerspruch, das ist die rationale Sicht der Dinge. Nur was passiert, wenn dann die ganzen Sonderfonds und Sondervermögen und was wir alles im Moment rumschwirren haben, wenn A, die Zinsen, keiner weiß so richtig, wie sie sich entwickeln. Als Ökonom sage ich, ja, da bin ich bei der Mehrheitsmeinung, die sagt, in 2-3 Jahren relativiert sich das wieder. Kann aber auch anders sein. Und das wissen wir alle hier jetzt gerade nicht. Da können wir lange rumdiskutieren. Und was ist, wenn dann dieser Mainstream kommt, den ich jetzt schon höre, bei den Banken zum Teil und bei den Problematiken, die da sind. Ich halte das für eine Fehlanalyse. Aber die Storyline wird doch gerade schon gesetzt. Da ist viel zu viel Schuldnergeld unterwegs. Und da müssen wir in eine Austeritätspolitik wieder rein. Dieser Paradigmenwechsel, den wir gerade hier beschwören und der hier im Raum auch großen Anklang findet, wie nachhaltig ist das? Der Kollege fängt bitte an. Es ist möglicherweise gar nicht nachhaltig, denn ich sehe auch diesen Diskurs schon sehr, sehr offensiv geführt. Und hinzu kommt ja auch, dass wir
bei den Maßnahmen, die wir jetzt hatten, eigentlich etwas hatten, was dem Wirtschaftswachstum generell sehr geholfen hat. Oder man kann auch sagen, die Lockdowns waren möglich, weil es natürlich sehr viel um Binnenwirtschaft ging, um viele Zeug, die nicht wichtig sind für die Konkurrenzfähigkeit im Ausland. Es wurde ja weiter produziert, die Autos und so weiter sind ja exportiert worden. Wenn wir jetzt aber nun an einen Punkt gelangen, wo man sagt, wir haben eigentlich viel zu hohe Staatsausgaben gehabt, und das ist ja etwas, was nicht nur Lindner, sondern viele andere auch sagen und auch nicht nur in Deutschland, dann sind wir doch ganz schnell wieder da, dass wir eine Austeritätspolitik machen, vielleicht aber dann mit einer neuen Story, die damit verbunden wird. Also man hat dann früher die faulen Südländer skizziert als Karikatur, und nun kann man das natürlich auch noch wunderbar moralistisch aufhübschen und sagen, ja, wir müssen jetzt sowieso doch sparen und Verzicht ist gut, und wäre das nicht eigentlich das, was wir alle zu tun haben? Uns geht es doch eh ein bisschen zu gut. Das ist ein Diskurs, der in den sozialen Medien zum Beispiel schon sehr präsent ist von Leuten, die meistens finanziell nicht verzichten müssen. Und ich glaube, dass man da auch sehr aufpassen muss, dass man zum Beispiel aus einer klimapolitischen Verzichtslogik nicht plötzlich eine neue Austeritätspolitik kreiert. Wobei, es gibt natürlich das objektive Problem, das wollen wir mal jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Natürlich diese Schulden, die irgendwo da angehäuft werden und die, ich weiß nicht, wo liegen, in welchen Kammern und Verstecken. Natürlich werden die irgendwann auch bedient werden müssen. Dass da ein objektives Problem ist, weil es ist schon verflucht viel. Also wenn man das im Verhältnis zum BIP sieht, das ist schon ganz... Wenn die Wirtschaft gut wächst, also wenn es eine vernünftige Industriepolitik gibt und man hat eine Wirtschaft, die wächst, die stabil ist und hat stabile Systeme. Also wenn wir natürlich dann rechtspopulistische Systeme haben, bei denen man nicht weiß, was wird morgen sein, dann funktioniert das nicht. Und dann werden sicherlich auch die Kapitalmärkte unruhig werden, und zu Recht. Aber wenn man darauf eine vernünftige Wirtschaft gründet, dann ist ein höherer Schuldenberg ja kein Problem. Schauen wir in die USA, ich will jetzt gar nicht mit diesem Beispiel Japan immer ankommen, aber wir sind ja momentan sehr, sehr bescheiden, was die Schulden anbelangt. Wie wird das hier in der Runde gesehen, Wolfgang? Naja, das hat ja viel auch mit der Debatte um die Frage, was machen wir eigentlich mit dem Thema der Schuldenbremse zu tun. Ja? Ich meine, die Position der Gewerkschaften ist ja klar, ne? Schuldenbremse ist Investitionsbremse, Investitionsbremse ist Zukunftsbremse, um es mal relativ platt zu sagen, aber darauf läuft sie am Ende hinaus. Diese politische Auseinandersetzung, glaube ich, wird man weiter führen müssen in Deutschland, und man wird sie natürlich auch führen müssen in Europa, weil du natürlich insofern recht hast, dass es diese Schuldenberge gibt, die irgendwann auch abgetragen werden müssen. Andererseits will ich auch nochmal darauf hinweisen, es gibt ja auch Reichtumsberge in Europa. Ja, und nur auch nur dafür brauchen wir Steuererhöhungen, dann Mehrheiten für Steuererhöhungen. Da kommen wir ja, gleich, aber, wird Herr ja, Schmachtenberg was zu sagen. Ja, aber das ist ja genau sozusagen die Eingangsfrage, die wir schon mal skizziert haben vorhin oder zumindest angerissen haben. Also kriegen wir bei dieser Debatte auch eine verteilungspolitische Komponente hin, ohne die es meines Erachtens nicht geht. Ja, wir haben, darf man ja sagen, glaube ich, vorhin ja mal geflüstert, bevor wir hier angefangen haben, wenn eine jetzt mal eben gerettete Bank nicht in Deutschland 3,2 Milliarden Verlust anhäuft innerhalb kürzester Zeit. In den letzten 10 Jahren 3,2 Milliarden an Verlust kumuliert. Die Boni in der gleichen Zeit 32 Milliarden. Entschuldigung, da geht mir der... Da springt mir hier was hoch. Und wie musst du die Boni doch bezahlen? Ja, genau. Es ist ja, aber die Dimension 1 zu 10. Ich meine, das ist Kapitalismus in Reinform, wie Kapitalismus versagt. Oder ich habe meine Entschuldigung, wenn das der persönliche Diskurs, eine Diplomarbeit über Managerkapitalismus in ordnungspolitischer Sicht geschrieben. Ich glaube, heute würde ich die völlig anders schreiben. Aber das war jetzt nur die Randbemerkung, weil da sind wir ja genau beim Thema. Du hast es ja jetzt schön sozusagen aus dem Päckchen gelockt. Einen Hinweis wollte ich noch auf Herrn Schmidt geben, weil das gefällt mir immer nicht sozusagen, dieser Zungenschlag, der in der Debatte um die Frage Klimapolitik gemacht wird. Ja, wenn wir die Frage Klimapolitik und Klimakrise
immer automatisch in einem Satz nennen mit Verzichtslogik. Dann werden wir keine Zustimmung zu den notwendigen Maßnahmen kriegen, die wir brauchen. Natürlich kann man über die Frage von Verzicht, ja, mache ich einen gewissen Verzicht der Individualmobilität, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob gemeint war. Nein, ich bin gar nicht für Verzicht. Ich glaube nur, dass dieser Diskurs immer stärker wird. Ich bin eher auf der hedonistischen Seite. Ja, okay. Nein, ich hatte Herrn Schmidt so verstanden, er meinte da... Bitteschön. Was passiert am Wochenende in der Koalition? Da redet ihr unter anderem genau über die Dinge, die wir gerade hier besprechen. So. Oder unter anderem. Ja, da sind viele Themen unterwegs gerade. Also das ist nicht der Punkt. Also ich hatte Sie auch so verstanden, dass Sie eher zitierten faktisch so ein gewisses Mittelschichtsmilieu, das irgendwie überlegt, ob sie die zweite Villa jetzt mal die Heizung ausschaltet oder so. Ich fand einen anderen Punkt, im Moment sind wir wirklich in diesem Krieg. Und meine Sorge ist, dass der ziemlich lange dauert und ich teile auch die Einschätzung von Wolfgang, dass möglicherweise nach diesem Krieg ist wieder Krieg oder ist nächste Krise. Deswegen fand ich sehr gut den Begriff Polykrise, dass wir uns wahrscheinlich auch jetzt anders als vielleicht bei der Finanzmarktkrise oder auch bei Corona eingangs, naja, wann ist es denn vorbei? Also so das Bild. Und das war jetzt bei Ihnen stark. Irgendwann ist das vorbei und dann gibt es Austeritätspolitik. Ich bin im Moment mehr auf dem Pfad, das wird vorerst nicht mehr vorbei sein mit den Außenproblemen. Und trotzdem stellt sich dann die Frage dieser Finanzierung. Aber dann nicht, natürlich gibt es die Leute, die gerne wollen, dass Austeritätspolitik durchgesetzt wird. Aber ich echo jetzt nur den Punkt, eben den Schulden entsprechend Guthaben. Mhm. Und wir haben eben doch, und da sollten wir wirklich die Verteilungswirkung der letzten 2-3 Jahre jetzt mal genau uns anschauen. Und dann werden wir ja sehen, wo diese Guthaben sind. Und ich glaube, dann spätestens wird man auch diese steuerpolitischen Fragen wirklich nochmal... Ja, nur die Frage ist ja, gibt es dann die politischen Mehrheiten dafür? Da bin ich immer noch skeptisch, wenn ich das jetzt auch... Ich will den Blick mal erweitern. Was passiert denn gerade in Frankreich? Das sind am Ende Verteilungsfragen, die da verhandelt werden. Harte Verteilungsfragen. Jetzt kann man sagen, das ist eine kommode Diskussion im Verhältnis zu dem, was wir hier schon hinter uns gebracht haben. Und die geben 15 BIP-Punkte für die Rente aus, wir sind bei 11 oder so. Das ist natürlich eine Wahl, die muss man nur dann auch finanzieren können. Und da fällt nichts vom Himmel. Entschuldige, ich komme gleich auf Europa, aber Sie wollten nochmal, Frau Hassel. Danach gehen wir auf die europäische Ebene. Bitte. Also die Frage der Finanzierung hängt ganz stark davon ab, was wir als Wohlstandsverluste wahrnehmen, definieren. Und wie das im Diskurs dann auch problematisiert wird. Weil Wolfgang hat natürlich recht, die Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse. Wir haben einen riesen Investitionsstau, gerade in der öffentlichen Infrastruktur. Und wo sich ja jetzt zumindest diejenigen, die Bahn fahren oder diejenigen, die ab und zu mal längere Strecken mit dem Auto fahren, natürlich schon merken, dass diese Investitionsbremse oder dieser Investitionsstau ja unmittelbare Auswirkungen hat. Gehen Sie in Krankenhäuser, gehen Sie in Schulen und so weiter. Auf unser Wohlstandsniveau haben. Ne? Also Wohlstandsniveau ist ja nicht nur Einkommen, sondern es ist ja auch die Ausstattung mit öffentlicher Infrastruktur. Und die ganzen Debatten über Schulen, auch die Schulgebäude, aber auch die Ausstattung von Schulen, Krankenhäuser, aber auch eben öffentliche Infrastruktur, Mobilität und so weiter. Das ist ja alles jetzt auf dem Tisch. Und je nachdem, wie jetzt politisch diese Themen besetzt werden können und auch die Notwendigkeit der Investitionen in solche Bereiche auch wirklich begründet werden kann, da bin ich mir sicher, dass man auch die Finanzierung dafür mobilisiert. Also wenn sich irgendwann mal durchsetzt in der Wahlauseinandersetzung, dass Wählerinnen eigentlich auch erwarten, dass ein bestimmter Standard von öffentlicher Infrastruktur aufrechterhalten und auch verbessert werden muss, dann wird auch die Finanzierung dadurch an der Stelle mobilisiert werden, jetzt mal im bundesdeutschen Kontext. Ich glaube, die Auseinandersetzung in Frankreich ist noch mal eine ganz andere. Aber was sie uns zeigen kann zum Beispiel, ist, wie wichtig politische Systeme sind und wie die Rolle von Le Pen und da wirklich der Rechtspopulismus quasi ein Thema besetzen konnte, weil die müssen ja jetzt gar nichts mehr machen, außer abzuwarten, wie Macron sich sozusagen selbst gegen die Wand fährt, durch ein schlechtes politisches Management. Insofern sind die Diskurse wichtig und es ist auch wichtig, wie die Parteien diese Themen besetzen. Und ich würde mir ja dann wünschen, also die Bundesregierung, jetzt die Erwartung an die Bundesregierung, also diese Diskurse so zu führen, dass es auch wichtig ist für unsere Wohlstandserwartungen, dass öffentliche Infrastruktur
nicht nur nicht schlechter wird, sondern verbessert wird. Können Sie da hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, Herr Schmack? Ich wollte eigentlich immer nur eine aktuelle Rede unseres Kanzlers lesen. Da ist das Thema wirklich breit. Er macht das sehr breit. Der große Kommunikator. Ja, also man muss sie, deswegen habe ich bewusst gesagt, lesen. Sorry. Man muss sie praktisch sich mal ausdrucken und lesen. Ich mache das gelegentlich. Und das ist vielleicht durchaus ein Umgang mit Ihrer, von mir natürlich mit Abschaum und so weiter zurückgewiesenen Einschätzung. Und da ist ganz klar, das wird ja auch von manchen gesagt, im Grunde genommen ist der Kern der Missions-Ansatz von Mazzucato, kennen Sie? Und das sind verschiedene Missions, die er im Moment gerade organisiert. Er ist zum Beispiel an dem Thema, wie kriegen wir die Genehmigungsverfahren in Deutschland beschleunigt, weil er arbeitet faktisch die Engpassfaktoren ab oder wir in der Regierung auch insgesamt. Wir bei dem Thema Arbeitskräfte als Chefsache im Moment, der Kanzler gerade das Thema Genehmigung mit den Ländern, die dafür wieder Geld haben wollen, also sind irrsinnige Verhandlungen, dass sie mal endlich ein bisschen schneller genehmigen. Wir haben einen Genehmigungsstau von Windkrafträdern, entspricht wohl der Potenzial von 3 Atomkraftwerken. Und das sind die Probleme, die wir konkret zu lösen haben. Was wir uns nochmal zurückbringen, auch zu den EU-Programmen. Wo ich eine Achillesferse bei den EU-Programmen sehe, ist, wenn die nicht gut implementiert werden. Das heißt? Naja, wenn in der Tat dann irgendwann wieder berechtigte Berichte rauskommen, dass in irgendwelchen Ländern, das kann übrigens auch in Deutschland sein, ich will das gar nicht so, korrupte Strukturen bedient, ganz schnell Aufträge vergeben wurden, weil praktisch der politische Druck dann ist, schnell die Mittel umzusetzen, aber nicht die Kapazitäten da sind, sie in guter Qualität umzusetzen. Das ist immer eine Gefahrenstelle dieser Programme. Und das kann auch dann zu so einer ganz blöden Austeritätsdebatte führen, nämlich dass die öffentliche Verwaltung gar nicht in der Lage ist, diese Mittel gut zu verwalten. Das ist einfach nur so eine Anmerkung von mir, wo so ein Gefahrenschild, so wie in der Bergstraße, Achtung, da ist so eine Kante. Da kann man jetzt nur hoffen, dass die diese Mittel jetzt zugeteilt bekommen haben, das einigermaßen gut hinkriegen und damit dann auch bestätigen, dass es sinnvoll ist, diese Politik zu machen. Ich will dazu auch noch einen Satz sagen, weil wir heute Morgen ja gerade mit unseren französischen Kollegen hier 3 Stockwerke oben drüber gesprochen haben. Das ist natürlich auch sozusagen unter Demokratieaspekten eine Katastrophe, was da jetzt passiert. Ja, also jenseits der Frage, ist man für einen späteren Renteneintritt oder nicht? Ja, aber die Frage, wie es gemacht wird, ja, das hat natürlich sozusagen bleibende Auswirkungen und möglicherweise auch weitreichende Auswirkungen. Also das ist völliger Irrsinn, was der Macron da macht. Und jetzt will ich mal sozusagen bei aller Kritik, die wir ja auch mehrfach die Woche dann üben, aber schon auch noch mal sagen, ich habe in den letzten Jahren nicht erlebt, dass wir jemals in dieser Republik so weit waren, dass alle Dinge, die notwendig sind, so aufgestrippt sind, dass man weiß, was man tun muss, wenn man es besser machen will. Und ich habe auch selten erlebt, dass es einen so breiten Stakeholder-Prozess gab, wie bei verschiedenen Themen der letzten 2 Jahre. Egal, ob das erneuerbare Energien sind, ob das sozusagen die Fragen von Gaspreisbremsen, Fachkräfte, Dialog und so weiter sind. Von daher muss man auch mal bei aller Kritik an dem Kommunikator sagen, da gibt es ein paar Prozesse, die sind, sagen wir mal, jetzt gut entwickelt worden. Die entscheidende Frage, und daran hängt natürlich alles, ja, ist die Erkenntnis da oder kommen wir auch zur Umsetzung? Das ist die entscheidende Frage. Und da haben wir natürlich jetzt zurück in die deutschen Demokratie-Aspekte, haben wir natürlich ein entscheidendes Problem. Wir haben, wie lange noch, Rolf? 1 Jahr Zeit maximal, vielleicht auch 1 Jahr und 3 Monate. Dann ist es gelaufen. Dann gehen wir in das nächste Wahljahr. Und was bis dahin nicht in der Pipeline ist, und zwar in der Umsetzungspipeline, wird, glaube ich, wieder dann 1 Jahr, 1,5 Jahr brauchen. Und wenn wir dann sozusagen eine substanziell anders aufgestellte Regierung bekämen,
dann hätte man natürlich gerade bei den klimapolitischen Fragen ein erhebliches Problem. Und deshalb ist so entscheidend, was in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch passiert, wenn da ein paar Erkenntnisfragen dann in die Pipeline zur Umsetzung auch sollen und meines Erachtens auch dringlichst müssen. Die spannende Frage ist ja, wenn das alles nicht gelingt, dann sind wir bei der These, die wir gerade gehört haben von Frau Hassel, dass eben am Ende Rechtspopulisten die billigen Abkocher sind. Um das jetzt in Frankreich zum Beispiel zu sehen, meine Frau ist Französin, deshalb schauen wir häufig das französische Fernsehen in diesen Tagen abends. Und wenn ich dann Frau Le Pen sehe, die muss einfach nur sagen, Macron, Macron ist böse. Und das reicht. Da fragt keiner meiner französischen Kollegen die Dame mal, sag mal, wie ist denn eigentlich dein Rentenkonzept? Das wird schon gar nicht mehr diskutiert. Es reicht praktisch, weil er diesen Verfassungs, nennen wir es nicht Trick, es ist ja, steht in der Verfassung, was er macht, aber das reicht alleine, um diesen populistischen Mainstream noch weiter zu befördern. Das ist eigentlich eine entsetzliche Erkenntnis. Und deshalb komme ich zu der Frage, wenn wir das jetzt auf Europa diskutieren, ja, oder nochmal auf unsere Grundfrage, die Krisen, neue Zerrissenheit Europas. Ich habe eine gewisse Sorge, dass am Ende Italien, ich habe noch kein richtiges Bild, wo Italien hinmarschiert. Meloni macht das vielleicht auch nur sehr geschickt, ich weiß das nicht. Was sie da wirklich veranstaltet, kann ich nicht beurteilen. Frankreich muss man fürchten, dass es kippt. In den Niederlanden war in der vergangenen Woche eine Wahl in den regionalen Bereichen, wo mit einmal so eine Bauernprotestpartei, die gegen alles wütet, was auf den Feldern eigentlich passieren muss, aus ökologischen Gründen. Also wenn ich da jetzt die Perlenkette aufreihe, dann frage ich mich, verfluchte Hacke, was passiert da? Herr Schmidt, Sie nochmal. Es passiert jedenfalls nicht in Deutschland. Ich glaube, das kann man jetzt schon mal mit Sicherheit sagen, dass jetzt nicht die nächste Wahl uns einen extremen Rechtsruck bescheren wird. Man hat selbst jetzt auch bei diesem durchaus harten Winter für viele gesehen, dass sich da keine großen Kräfte mobilisiert haben und dass die AfD vielleicht mal ein Umfrage-Plus erlebt, ein kleines. Aber da muss man, glaube ich, keine Sorge haben. Aber wenn das natürlich in den anderen Ländern so aussieht, bedeutet das natürlich etwas, dass diese Zusammenarbeit, wie sie momentan relativ gut klappt angesichts des Krieges, dann bald nicht mehr fortgesetzt wird. Und bei Meloni hat man ja eigentlich nur den Fall, dass sie keinen Pro-Putin-Kurs fährt. Wenn sie das jetzt tun würde, dann hätten wir ja schon das große Desaster. Dass sie sich aber da einreiht in die Linie der EU, ist ja eigentlich gerade das, was das noch verhindert. Könnte auch mit Geld zu tun haben, ne? Was da winkt. Ja. Das könnte dann aber auch mit Le Pen schon wieder anders aussehen. Und wenn wir dann auch noch vielleicht in diese Ebene kommen, dass in Amerika jemand anders Präsident wird von Republikanern, dann ist dieser große Slogan America is back auch schon wieder vorbei. Das ist ja etwas, was Macron jetzt schon stark gemacht hat. Also ich kritisiere auch Macron, wo ich kann, aber da auf der internationalen Ebene hat er es ja doch sehr deutlich herausgestellt. Ja, für wie lange ist Amerika eigentlich zurück? Und dann kann hier sehr viel, sehr schnell zerfasern. Muss man merken. Schnell in den Schreckensszenarien. Zack, zack, zack. Also ich will zu dem Rechtspopulismus eine Anmerkung machen, nämlich ich glaube, dass das nicht nur mit Stadt und Land und Einkommen zu tun hat, sondern das hat auch viel mit kulturellen Phänomenen zu tun und mit Akzeptanzen. Und das eine Sache ist in der Tat jetzt Klima. Mehrfach von Wolfgang schon angesprochen, Akzeptanz für Maßnahmen, die man macht, mit der Vermutung, dass sie gut sind, um den Klimawandel abzubremsen. Was nämlich auch schon eine große Voraussetzung ist, das wirklich so sinnvoll? Und wenn man dann eben eine bestimmte Anlage kaufen soll, und die gibt es dann gar nicht. Also dieser Diskurs jetzt, die Heizungsvorschrift. Darf ich mal hinzufügen, nicht nur, dass es die nicht gibt, die ist auch in vielen Fällen leider nicht sinnvoll. Ich sage jetzt bewusst eben. Leider. Ja, und also als jemand, der mit Immobilien... Also diese ganze, also mit anderen Worten, das große Management dieser Klimawandelpolitik ist hochgefahren geneigt um Widerstände. Dann unser Fachkräfteeinwanderungsthema auch. Es setzt eine große Bereitschaft der Menschen im Land voraus, offen zu sein für eine sehr viel diversere Kultur. Und da in Holland ist es ja wohl auch die Akzeptanz jetzt eben von Umweltauflagen in der Landwirtschaft. Das heißt, was eigentlich das Grundphänomen meines Erachtens zu sein scheint, ist, dass die Menschen, die dem zuneigen, haben ein tradiertes, festes, stabiles Leitbild, an dem sie sich orientieren, an dem sie lang leben wollen. Und das wird jetzt gefährdet. Das ist nicht nur, das ist wieder Polykrise im Übrigen. Das kann in der Tat die Einkommenssituation sein. Es kann aber auch sein,
dass ich ein Saatgut, das ich seit Jahren verwendet habe, wird mir verboten. Oder die Heizung, die ich seit Jahren verwende, wird mir verboten. Das heißt, wir brauchen deswegen einen unheimlich dialogorientierten Politikprozess, um möglichst viele mitzunehmen. Insofern sind wir zum Beispiel sehr dankbar, dass nach jetzigen Umfragen in Deutschland grundsätzlich eine hohe Akzeptanz ist für den Umstand, dass wir mehr Fachkräfte aus dem Ausland brauchen. Das haben eigentlich viele kapiert. Aber was es jetzt ist, wenn jetzt gegenüber jemand da neu einzieht in die Wohnung, ob man das dann auch immer noch akzeptiert, die sind so anders als wir. Und da sind große Transformationsprozesse, die sind noch viel größer als die, die wir schon hinter uns haben, vor uns. Und das in vielen, vielen verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ist eine große Herausforderung. Aber wir haben gar keine Alternative. Wir müssen das alles angehen. Frau Hassel. Ja, also genau, ich wollte eigentlich was ganz Ähnliches sagen. Nee, ist überhaupt kein Problem. Ich hatte aber das mit dem ländlichen Raum schon noch bewusst auch mit aufgenommen. Mhm. Und beim nächsten Mal werde ich auch mir mal die Altersstruktur anschauen, weil Sie sagten ja, die Jungen sind viel kritischer als die Älteren. Ich glaube das jetzt erstmal so nicht, aber man kann es ja in den Daten sich nochmal anschauen und das wäre auch wirklich wichtig zu tun. Ich denke auch, dass es darum geht, Menschen mit sehr tradierten Vorstellungen von gutem Leben mitzunehmen, wie auch gutes Leben anders aussehen kann. Und daran fehlt es ja sehr häufig. Es fehlt ja sehr häufig an der positiven Vision und auch dem positiven Narrativ, dass das, was jetzt umgestellt wird, nicht unbedingt alles immer schlechter wird. Aber die Grundannahme, die Baseline ist ja immer, das zu sagen, wenn wir jetzt nicht mehr das Auto zum Individualverkehr benutzen können, dann wird es schlechter. Oder wenn wir jetzt unsere Häuser dämmen müssen, dann sind höhere Kosten und so weiter. Und die Klimakrise spielt sich wirklich viel im ländlichen Raum einfach ab. Also die Mobilität spielt eine große Rolle im ländlichen Raum. Das Einfamilienhaus spielt eine große Rolle im ländlichen Raum. Und dort sehen wir schon früher, also die Daten waren ja nicht von heute, sondern die Daten sind ja von der letzten 15 Jahre. Dort sehen wir eine viel größere Empfänglichkeit für rechtsextreme Parteien und den Rechtspopulismus. Und ich glaube, diesen Zusammenhang muss man sich bewusst machen. Und gerade Frankreich ist da auch ein gutes Beispiel, weil die Gilets jaunes waren in Frankreich. Und die sind ja dadurch entstanden, dass man eine Benzinsteuer erhoben hat und quasi die Menschen im ländlichen Raum sich dagegen gewehrt haben, dass sie quasi höhere Kosten hatten, aber eigentlich gar keine Alternativen. Und diesen Zusammenhang zu sehen und auch erst Lösungen zu kommunizieren, wenn sie da sind und nicht, wenn sie vielleicht mal angedacht sind, ist natürlich ein wichtiger Teil davon. Ich lebe in Koblenz, also lebe im ländlichen Raum, und es ist völlig klar, dass eine größere Distanz da ist zu den Institutionen, zum Staat, deshalb, weil man die Institutionen gar nicht erlebt. Wenn ich hier in Berlin aussteige, dann fahre ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gehe ins Theater und dergleichen. Das heißt, ich erlebe die ganze Zeit, was die öffentliche Infrastruktur ausmacht, und erlebe auch den Staat, während ich auf dem Land lebend den nicht erlebe, sondern höchstens mich aufrege, weil wieder was teurer geworden ist, aber das flattert dann in Form von Rechnung ein, ohne eine andere Kommunikation noch. Und dann ist bei vielen auf dem Land die einzige Begegnung mit dem Staat dann das Windrad, das gebaut wird, und dann geht das dann entsprechend los. Und das wird eine Riesenherausforderung sein, da eine andere Ansprache zu finden. Und hinzu kommt ja noch, dass dieses Decoupling, das da auf dem Land stattfindet, auch viel besser geht durch die digitalen Medien. Also man kann natürlich sich die Welt reinholen mit den sozialen Medien und sich sein eigenes Konstrukt dort bauen. Und wir haben es ja bei Corona schon erlebt, wie das dann geht. Wolfgang? Ich lebe auch auf dem Land, ja. Und Koblenz ist sozusagen gerade mal Shanghai im Vergleich zu dem Land, auf dem ich lebe, ja. In Thüringen, in der Nähe von Jena, in einem ganz kleinen Dorf, ja. Windkraftproblematik haben wir auch. Also, was will ich damit sagen? Mein Eindruck, ja, ich bin ja nicht so oft da, insofern kriege ich so viel von dem dörflichen Leben nicht mit, aber was ich so mitkriege, ist das, was die da machen, ja, egal ob in Berlin oder in Erfurt oder sonst wo, das ist denen egal. Ja, die dörfliche Gemeinschaft, die löst das Problem der dörflichen Gemeinschaft, und der Rest von Politik interessiert uns nicht. Und das ist ein Problem. Und das führt dazu,
Ich meine, Thüringen liegt bekanntermaßen in Ostdeutschland, da haben wir ein besonderes Problem. Aber wir haben in der letzten Bundestagswahl auf diesem Dorf knapp 30% Zustimmung für die AfD gehabt. Damit kannst du ungefähr abzählen, wer diese Brüder und Schwestern da gewählt hat. Und das ist natürlich sozusagen am Ende, ja, wenn man dörfliches Leben auf dem Land anders versteht, ein Riesenproblem, weil eine Riesenaufgabe. Deshalb glaube ich, muss man über diese Frage auch als Linker noch mal anders nachdenken, weil wir, glaube ich, als Linke diese Frage viel zu lange den Schwarzen überlassen haben, die da immer durch die Landschaft gelaufen sind und haben gesagt, die Linke kümmert sich nur um die städtische Bevölkerung, wir sind die Vertreter eurer Strukturen. Das, glaube ich, muss man stärker im Blick behalten, wenn man da wirklich was bewegen will. Aber jetzt sind wir immer noch sozusagen auf der nationalstaatlichen Ebene vorrangig. Ja, aber wir reden ja über genau das Problem von Menschen, die sich abgehängt fühlen und die sich nicht wahrgenommen fühlen, sei es aus kulturellen, aus sozialen oder eben auch so politischen Gründen. Was wäre denn, ich bleibe mal bei dem Beispiel, weil das kann man ja dann übersetzen, auch in viele anderen Ebenen. Wenn nicht ein, sondern 5 Windräder demnächst in deinem Dorf da kommen und dann die Dorfgemeinschaft als erstes den Strom unheimlich günstig kriegt. Das ist nicht RWE und die großen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, die üblich Verdächtigen machen. Die RWEs haben gestern 6 Milliarden Gewinn gemacht. Und ich hatte vorhin schon mal angesprochen, über Gewinnsteuer waren, glaube ich, 250 Millionen. Da geht mir auch die Hutschnur hoch. Aber das ist dann so. Sagen wir mal, wenn wir das jetzt genau umdrehen und wenn wir das in ein partizipatives Modell umsetzen und nicht Herr Habeck kommt und sagt, ihr kriegt jetzt und müsst 5 Windräder, sondern anders denken. Siehst du da eine Chance? Und das gilt ja dann auch in anderen Teilen Europas vielleicht auch. Ja, ja, absolut. Das ist die einzige Chance, glaube ich, die es gibt. Ja, wenn man so ein Ding jetzt nicht irgendwie in einem näheren Umfeld haben will, aber doch haben muss, weil es notwendig ist, dann brauchst du sozusagen Benefit. Ja? Und der Benefit kann sein, die Kommune, das Dorf, ja, die Stadt profitiert durch günstigere Energie oder andere Zusatzleistungen. War ja vorhin gerade bei Habeck und beim Windgipfel, der heute stattgefunden hat. Und da ging es natürlich genau auch um solche Fragen, wie kann man sozusagen diese Widerstände abbauen. Und das, glaube ich, ist eine der zentralen Fragen, wie man gegen Wind überwindet. Genauso gilt umgedreht natürlich auch, wenn wir, und das ist so mein Eindruck, dass wir so langsam, aber sicher eine Akzeptanz für die Frage von E-Mobilität hinbekommen. Wenn die Zahlen jetzt aber hochgehen und der Bürger merkt, dass die Ladegeschwindigkeit reduziert werden muss, weil unsere Netze nicht das hergeben und wir nicht genügend erneuerbaren Strom haben, dann wird das natürlich alles ad absurdum geführt, richtig, weil du niemanden mehr begreifbar machen kannst, dass das positiv ist, wenn du dir ein E-Auto kaufst. Ja? Das heißt, ich sage immer als Tarifpolitiker, ne, die Energiepolitik hat fast mehr kommunizierende Röhren als die Tarifpolitik, weil so viele Dinge sozusagen gleichzeitig bewegt werden müssen, ineinander greifen müssen, aufeinander abgestimmt sein müssen, in der zeitlichen Abfolge funktionieren müssen, dass das ein Mammutprojekt ist. Aber das hilft ja nichts zu klagen, sondern wir müssen es tun. Und jeder muss sozusagen seinen Teil dazu beitragen. Und deshalb bin ich als Industriepolitiker wiederum auch nicht der Auffassung, dass man das irgendwie alles sozusagen nur die Schwierigkeiten herausstellt, sondern die Chancen, die wir durch neue Technologien, durch die Entwicklung von neuen Technologien auch für den Industriestandort, für gut bezahlte Arbeitsplätze und damit auch für eine Wettbewerbssituation innerhalb Europas, aber auch darüber hinaus haben. Das ist die Chance der Zukunft.
Die E-Mobilität wird sich ja ohnehin durchsetzen und das regelt ja tatsächlich der Markt. Also man sieht doch jetzt schon, dass man zwar am Verbrenner dann ein bisschen länger festhalten will in Deutschland und dann sagt schon Audi im Handelsblatt, uns interessiert das gar nicht mehr. Und wenn man das auf dem Weltmarkt ansieht, dann ist es sowieso nicht mehr relevant. Und man kann auch bei den Autofahrern erleben, also die autoaffin sind, die lieben E-Mobilität. E-Mobilität ist cool, das ist jetzt was Neues, wie lange reicht dann deiner und so weiter. Das ist jetzt so ein neues Messen. Mit den PS-Zahlen kommt man nicht mehr weiter, die wurden ja schon gedrosselt, man konnte ja gar nicht mehr irgendwo hin. Und jetzt gibt es da ganz neue Innovationen, und deswegen wird sich die E-Mobilität im Individualverkehr sicherlich durchsetzen. Ob das aber jetzt auch dazu führt, dass eine Akzeptanz dafür entsteht, dass zum Beispiel Windräder gebaut werden, da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, es wäre ein sehr guter Ansatz, wenn man sagt, das sind die Profite, die ein jeder davon hat, wenn er dieses Windrad erduldet. Ich sehe aber jetzt gerade doch von Habecks Ministerium aus, dass auch sich sehr darum bemüht wird, die Profite der großen Energiekonzerne zu retten und baut denen neue Geschäftsmodelle. Und das ist nicht darauf ausgelegt, dass wir jetzt alle in kleinen Dörfern unsere Windräder betreiben, sondern die betreibt dann RWE oder sonst irgendjemand. Und wir werden einen ähnlich hohen Preis zahlen. Das wäre die politische Aufgabe. Wir haben noch nicht, ich habe noch den Blick, also wir haben ungefähr noch eine Viertelstunde, sorry dafür. Ich habe noch nicht Sie gefragt, wie und ob Sie sich beteiligen wollen an der Debatte. Das Gleiche, was wir vorhin schon mal gemacht haben. Nicht alle gleichzeitig. Bitte schön. Ja, Susanne Wixford. Ich habe zwei Fragen, die mir aufgefallen sind. Also eines ist diese Frage der Austerität, die ihr angesprochen habt. Und diese positive Aussage, ja, wenn es Wirtschaftswachstum geht, dann ist das kein Problem, weil dann kann ich Schulden machen, wie ich möchte. Jetzt möchte ich nur eine Zahl einwerfen, weil wir auch den Klimawandel haben und das Problem. Und diese Zahl heißt da, bei einem Wirtschaftswachstum von mehr als 1,9% wird die Reduzierung der Treibhausgase zunichte gemacht. Das wollte ich jetzt nur einwerfen, um diese Euphorie mit Wirtschaftswachstum ein bisschen einzugrenzen. Es sei denn, wir kriegen das entkoppelt. Ne? Ja, oder so wie Sie immer gesagt haben, ja, oder Marc Meinardus, ja, das wird die Technologie dann schaffen. Ich bin da nicht ganz so sicher. Also ich glaube, das Problem ist einfach, unser Wirtschaftsmodell ist auf Wachstum ausgerichtet und das verbraucht einfach Ressourcen. Und mein Vertrauen in die Technologie ist nicht so groß, aber ich wollte es nur noch mal in das Panel werfen als eine Überlegung. Und das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, auch dieser Optimismus bei E-Mobilität im Individualverkehr, den teile ich nicht. Der stimmt vielleicht für bestimmte Personen, die halt sozusagen zwischen Homeoffice und Arbeit wählen können oder sich einteilen können, wann sie wohin fahren wollen. Das stimmt nicht für Pendler. Und außerdem glaube ich, dass grundsätzlich wir das überlegen müssen, ob der Individualverkehr in dieser Form auch wiederum im Hinblick auf Klimawandel leistbar ist und möglich ist und ob wir nicht viel mehr ÖPNV, also öffentliche Personennahverkehr, umdenken müssen und auch das ehrlich sagen müssen, also dass nicht jede Familie 4 Autos hat, weil es 4 Personen hat und dass auch nicht jede Familie ein Haus im Grünen hat und dass alles zersiedelt wird und wir deshalb noch mehr Straßen brauchen, wo in Österreich zum Beispiel also alles schon zu zementiert ist und wir ein Drainageproblem, also das heißt, es kann einfach nichts mehr abrinnen. Das wollte ich nur einwerfen. Also ich glaube, wir müssen da schon mehr Konzepte entwickeln, wie auch unsere Lebensgestaltung ausschauen soll in der Zukunft. Außer ich sage eben, ja, okay, Wirtschaftswachstum regelt alles. Danke für den Hinweis. Bitte, bitte. Ich will dazu einen Satz sagen. Der Kollege macht es auf. Jetzt hat er. Ich will dazu nur einen Satz sagen, weil du hast natürlich völlig recht. Also unsere Debatte innerhalb der IG Metall, ja, als, was ja immer mal früher behauptet worden ist, die Automobilgewerkschaft oder Autogewerkschaft, ist ganz klar. Und die heißt, wenn wir über Mobilität der Zukunft reden,
dann ist ein notwendiger fixer Bestandteil, wir müssen die Individualmobilität deutlich reduzieren, sonst werden wir nicht über neue Mobilitätskonzepte, können wir zwar reden, aber wir werden sie nicht sozusagen am Ende durchsetzen können. Und dazu gehören natürlich öffentlicher Personennahverkehr. Das darf dann nicht 70 Jahre dauern, wie wir diese Tage gehört haben. Genau, aber dann darf man eben nicht mal eben verfehlen, dass der Takt um 40 Jahre nach hinten verschoben wird, weil der Deutschlandtakt nicht 2030, sondern 2070 kommen soll. Das ist natürlich völlig irre. So kriegen wir kein in sich integriertes Mobilitätskonzept für die Zukunft hin. Ich will damit nur sagen, das war ja auch für uns ein Lernprozess, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, als Gewerkschaften. Aber ich glaube, die Frage ist echt durch und wir arbeiten sehr an Verkehrskonzepten, sondern an Mobilitätskonzepten. Herr Schmachtenberg, war ich zu böse? Nee. Das zeigt nur das von Ihnen angesprochene Thema, ja, wie wollen wir wohnen? Ich meine, das ist ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war das Leitbild eben Haus, Grün, Reihenhaus, später freistehendes Haus und dann eben die vier Autos. Und dieses Leitbild prägt immer noch einen großen Teil unserer Bevölkerung. Da bin ich wieder bei meinem Beitrag vorhin mit den Quellen von sozusagen Extremhaltungen. Da, und man sieht es ja jetzt, wenn man die Bildzeitung schaut, die interviewen ja immer die Betroffenen direkt. Ich habe ja immer so 3-4 Betroffene sofort. Jetzt hier beim Heizungsbau. Und das sind wirklich erschütternde Bilder. Da stehen dann Leute vor ihrem Haus. Ihr Lebenswerk ist ihr Haus. Das ist irgendwo. Und das bricht, deren Welt bricht gerade zusammen. Ja, und wenn wir dann hier in Berlin, wir wohnen irgendwo auf der Etage und so. Und natürlich habe ich kein Auto außer einen Dienstwagen, toi toi, aber ansonsten fahre ich Rad. Da kann ich locker darüber reden. Wenn ich aber mein ganzes Leben da draußen aufgebaut und alles da reingesteckt habe. Und deswegen, glaube ich, müssen wir den Dingen doch auch die Zeit geben. Und wir müssen auch über diese Zeiträume diskutieren. Das ist vielleicht wieder eine besondere Schwierigkeit in diesen durch das Internet extremst verdichteten kurzfristigen Zeiten. Alles gelingt doch auf Knopfdruck. Aber das gelingt eben nicht auf Knopfdruck. Und deswegen ist das ein Riesen. Vermittlungsthema. Wir haben in Deutschland, glaube ich, im internationalen Vergleich im Übrigen mit die größten Pendlerzeiten. Also die Leute verbringen unendlich viel Produktivzeit mit Pendeln. Das wäre auch ein riesen Fachkräftepotenzial. Wenn wir wahrscheinlich die Pendelzeiten um 50% reduzieren, hätten wir die Rente wahrscheinlich bis 2050 gesichert. Aber das nehme ich nur mal mit, weil ich bin ja für Rente zuständig. Aber so hängen die Dinge ja zusammen. Ist ja irre, was wir dann Ressourcen vergeuden. Herr Schmidt, jetzt helfen Sie uns nochmal bei der Vermittlungsaufgabe. Zumindest, ich hoffe, nicht nur in Ihrer Generation, sondern eben auch in den anderen. Wie kriegen wir das besser hin? Dass wir das besser hinkriegen müssen, ist, glaube ich, keine Frage, oder? Ja. Haben wir wieder eine Diskurshoheit? Ja, ich bin sehr skeptisch, ob wir es hinbekommen, aber ich würde erstmal unterstreichen wollen, was Sie sagen. Es gibt ganz klare Lebensträume, die mit dem Eigenheim verbunden sind. Und solange man nicht andere Wohnkonzepte wirklich anbietet, ist das Eigenheim auch das Modell, was zu präferieren ist, wenn man irgendwo auf dem Land oder sonst wo lebt. Da gibt es nicht die tollen genossenschaftlichen Wohnmaschinen, in denen man gerne lebt und da ist dann auch Kinderbetreuung alles dabei. Die sind nicht realisiert. Wären die realisiert, würde man sie realisieren, würden vielleicht viele denken, na, vielleicht brauche ich doch nicht das Reihenhaus oder das freistehende Haus. Und bei der Mobilität ist es so, dass wir natürlich dahin müssen, dass die Bahn besser funktioniert und so. Wir könnten alle nur Horrorgeschichten erzählen und manchmal klappt es dann ist man wieder ganz froh. Aber es ist auch so, dass die deutsche Industrie nun eine ist, die sehr stark vom Auto abhängt. Und wir sind auch daran interessiert, nicht nur aufzurüsten offenbar, sondern dass man auch sagt, man will auch wirtschaftlich aufrüsten und stark sein. Also ich halte das für eine sehr eigenartige Diskussion. Also nicht, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass man überall mit der Bahn hinkommt und so. Aber ich halte es für relativ naiv zu sagen, dass wir vom Auto wegkommen. Das wäre gegen die deutschen Kapitalinteressen, um es mal so auszudrücken. Und ich möchte diese Regierung erleben, die sowas machen will. Also das ist völlig, wir haben mit
Kurzarbeitergeld quasi die Gewinne von Daimler und Co. superfinanziert. Und die haben ja noch gesagt, wir wissen gar nicht, ob es nächstes Jahr nochmal so gut wird, dann ist die Kurzarbeit nicht mehr da. Und jetzt glaubt man, dass man da an der Mobilität wirklich die große Trendwende hinbekommt. Dann braucht man irgendeinen Kriegswirtschaftsmodus, dass man jetzt Klatten und Co. sagt, ab sofort werden Eisenbahnen gebaut. Ich gehe nicht davon aus. Also das Auto wird bleiben, es wird elektrisch fahren, es wird vielleicht auch eine große Umweltsünde sein, aber da sollten wir uns auch keine Illusionen hingeben. Die renovieren nachher alle Häuser, das ist auch nötig, wie auch immer. So, Frau Hassel, Sie haben jetzt fast das Schlusswort. Ja, danach kommt Wolfgang Lemp. Also ich würde da ein bisschen dagegen halten und würde sagen, eigentlich müsste doch mehr möglich sein. Also man müsste sich auch andere Modelle vorstellen können, also auch mehr Mobilität auf dem Land ohne Individualverkehr zum Beispiel und auch mehr Energiesparen auf dem Land, auch andere Wohnformen und so weiter. Und zum einen brauchen wir dafür Modellprojekte, glaube ich wirklich. Also es müsste einfach mal ein Dorf geben, das es vormacht. Wie kann das geschehen? Also wie kann man, was weiß ich, öffentlicher Nahverkehr on demand haben für Leute, die ihn gerade brauchen, auch auf dem Land. Und es gibt ja auch schon Konzepte dafür, die aber nicht skaliert werden. Und auf der anderen Seite haben wir in der Vergangenheit natürlich auch sehr viele Anreize gesetzt, damit die Leute so mobil wurden, wie sie heute sind. Also wir pendeln ja auch so viel, weil es viele Anreize dafür gibt, ne? Also und das ist jetzt nicht nur Pendlerpauschale. Ich weiß, als die Arbeitsmarktpolitik reformiert wurde und man auch zur Zumutbarkeit dazugehörte, dass man bis zu 50 Kilometer pendeln konnte und so weiter. Also es gibt ja sehr viele Stellschrauben, wo man das Pendeln entweder attraktiv macht oder weniger attraktiv macht. Und da diese Stellschrauben könnte man ja mal benutzen, um gleichzeitig das Narrativ auch zu verändern. Wir müssen nicht so viel pendeln. Ja? Und gerade im Moment, wo der Arbeitsmarkt quasi so gut funktioniert und es so viele offene Stellen ja gibt, könnte man ja die Leute dazu ermutigen, dort zu arbeiten, wo sie auch leben und das auch positiv zu kommentieren, ne? In vielen Bereichen. So, ganz herzlichen Dank. Ich sage jetzt nur ein oder zwei Sätze. Also wir haben gelernt, die Bundesregierung ist unendlich strukturiert unterwegs. Sie geht all die Probleme an, die wir hier heute diskutiert haben. Wir haben es nun noch nicht alle so mitbekommen, wie es vielleicht sein müsste. In der EU haben wir auch den Change of Mind hingekriegt. Ich hoffe es zumindest. Allerdings die Kommunikation, das ist noch das wirklich riesige Problem, dass wir auch jene Menschen mitnehmen müssen, denn die Veränderungen sind alle beschrieben worden, die wir haben. Und wenn wir es nicht schaffen, die Menschen von dieser Veränderungsnotwendigkeit zu überzeugen, dann eben haben wir Rechtspopulisten hier und da und die werden größer und stärker und das kann hier im Raum niemand wollen. Das war mein kleines Schlusswort, das etwas längere hat Wolfgang Lemp. Wir anderen können hier vom Podium gehen. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank auch an Sie. So, Marc sagt, ich soll ans Pult gehen. Das kann ich gerne machen. Ich will mal so sagen, als ich reinkam, ihr habt ja mitbekommen, Sie haben mitbekommen, ich bin ja zu spät gekommen. Als ich reinkam, hatte ich den Eindruck, es liegt eine gewisse Spannung in diesem Raum, weil alle irgendwie noch ein bisschen geflasht waren von Adam Tooze und seinen Aussagen. Insofern lasse ich mir die nächsten Stunden, hat er heute Nacht was zu tun, von Max aufschreiben, was er gesagt hat. Das interessiert mich natürlich dann auch. Also spaßige Bemerkung beiseite. Ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Impuls war, nicht weniger wichtig der von Anke, um sozusagen beide Elemente, die wir eigentlich ja heute diskutiert haben, und wollten, weil ich glaube, wir kommen nicht so wirklich zum Ende innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde oder zwei Stunden, sondern die Debatten, die wir da führen müssen, sind natürlich sozusagen weit größer. Was will ich damit sagen? Weil der Teil, den ihr im ersten Teil diskutiert habt, war, glaube ich, so der Schwerpunkt, wo steht Europa eigentlich in der Welt heutzutage? Und was heißt das mit dem Blick nach vorne, auch wenn da vielleicht das ein oder andere nicht allen gefallen hat. Zu dem Teil, den wir jetzt hier diskutieren wollten, glaube ich, sind wir gar nicht wirklich zu 100% gekommen, weil wir doch sehr viel über die nationalen Fragen diskutiert haben. Aber was zeigt das?
dass die nationalen Fragen offensichtlich auch zu einem großen Teil irgendwie noch nicht wirklich gelöst sind und wir die diskutieren müssen. Trotzdem haben wir, glaube ich, am Anfang ja auch die Frage des Verhältnisses von Europa im Inneren zumindest mal angerissen. Und das ist auch, glaube ich, weiter wichtig zu diskutieren. Und das gilt für viele europäische Herausforderungen, sei es die Migrationsfrage, sei es die wirtschaftliche Entwicklung, sei es Krieg und Frieden und viele andere Themen mehr. Aber es geht natürlich auch, die Frage Wachstum ist ja jetzt am Ende noch mal angesprochen worden, mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und damit auch die sozialen Fragen und die verteilungspolitischen Fragen darum, wie reagieren wir ganz praktisch auf die Herausforderungen, die von anderen Teilen der Welt kommen, ob das von China ist oder von den USA mit dem Inflation Reduction Act. Das wird uns noch erhebliche Probleme bereiten. Ich will noch mal eine Zahl nennen, das ist jetzt gar nicht USA, es gibt ja auch noch andere Player auf dieser Welt, Kanada. Da gibt es jetzt eine Investitionsentscheidung eines nicht ganz kleinen Autobauers in Deutschland, die da eine neue Megazellfabrik bauen, Batteriezellfabrik in Kanada. Da werden 80% der gesamten Investitionssumme vom Staat finanziert. 80% der gesamten Investitionssumme. Die kriegen einen Garantiepreis für die nächsten 30 Jahre für einen Industriestrompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde. Also das wird jetzt vielleicht dem Einzelnen im Detail nicht so viel sagen. Aber wenn man sich das anguckt im Vergleich zu den Rahmenbedingungen, die wir in Europa haben, die wir auch bei uns haben, in Deutschland, dazwischen liegen Welten. Deswegen wird diese Frage von Wettbewerbssituation natürlich auch mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung da eine Menge neuer Weichenstellungen nicht nur zu denken, sondern auch umzusetzen sein. Und deshalb, glaube ich, ist auch die Frage, die jetzt letzte Woche ja entschieden worden ist von der EU-Kommission, dass man das Beihilferecht, die Beihilfeleitlinien lockert, die richtige Entscheidung. Mir würde das jetzt noch nicht ausreichen für die Frage der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber die Grundtendenz in der aktuellen Phase ist erstmal okay, reicht aber für die Herausforderungen nicht aus. Und wenn wir die Frage, wie sieht das eigentlich aus mit den sozialen Fragen in Europa sehen, dann weiß jeder oder konnte es jeder lesen, dass vor ein paar Tagen der 30. Geburtstag des Binnenmarktes gefeiert worden ist. Ich persönlich bin in einem Alter, da bin ich gewerkschaftspolitisch sozialisiert worden mit der Geburtsstunde des Binnenmarktes und haben uns damals als Jugendfunktionäre heftig damit auseinandergesetzt, was heißt das eigentlich für die Europäische Union. Wenn wir uns heute angucken, dann kennen wir alle die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Aber wir vermissen immer noch sozusagen die soziale Frage und die soziale Entwicklung als eine feste Säule und einem wesentlichen Bestandteil vielleicht einer überarbeiteten Form von Grundfreiheiten. Da sind wir aber bei den Verträgen, das wissen wir auch. Die will keiner anpacken, das wissen wir auch, weil keiner weiß, wie das am Ende ausgeht. Stichwort Polen und Ungarn, wenn wir über eine Reform der EU-Verträge reden würden, was meines Erachtens eigentlich notwendig wäre. Das heißt, wir müssen die Frage anders angehen. Und anders angehen heißt in der Praxis ja, wir müssen über die sozialen Fragen in dem jeweiligen Land reden und wir müssen die Rahmenbedingungen für soziale Fragen, für Mitbestimmung, für Tarifbindung etc. pp. Auch sozusagen weiter auf der europäischen Ebene entwickeln. Ohne das wird es nicht gehen, weil die Kapitalisten werden uns freiwillig nichts geben.
und wir müssen es durchsetzen. Wenn wir keine gleichrangige Situation gegenüber den vier Grundfreiheiten, Kapital, Waren, Verkehr und so weiter haben, bei den sozialen Fragen müssen wir andere Wege gehen. Und ich sozusagen sehe im Moment zumindest keinen anderen, den wir praktisch gehen können. Und ich habe ja ein paar positive Elemente gesagt, die sich da, glaube ich, auf der europäischen Ebene jetzt auch entwickelt haben. Es gibt aber auch natürlich andere Elemente, die man genauso im Blick haben muss. Die Europäische Kommission will ja jetzt mit einem eigenen Rechtsvorschlag Gegenmaßnahmen, die im Fall von Krisen angewendet werden sollen und den europäischen Binnenmarkt schützen sollen, das sogenannte Single Market Emergency Instrument einführen. Das ist ein Notfallinstrument, was sozusagen die Sicherstellung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs sicherstellen soll, aber was sozusagen einhergeht mit einer schlechter Stellung der Beschäftigten innerhalb der Europäischen Union und insofern zentrale Regelungen, beispielsweise die das Streikrecht und das Arbeitsrecht und die Sozialrechtung und Bestimmungen absichern, sollen laut diesem Vorschlag gestrichen werden. Das können wir und werden wir natürlich als Gewerkschaften nicht akzeptieren. Damit will ich sagen, diese Spannungen, die wir innerhalb der Europäischen Union bei der Entwicklung von sozialen Fragen haben, werden sich natürlich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht in Luft auflösen. Und die Konsequenzen mit Blick auf die Frage von politischer Akzeptanz und demokratischen Grundregeln und die Frage, wer bekommt eigentlich Mehrheiten, hat Anke, glaube ich, ganz gut angesprochen und abgebildet vorhin in der Frage, was heißt das eigentlich mit Blick auf die Rechtspopulisten in Europa und wo liegt eigentlich im Moment das größte Gefahrenpotenzial, wenn wir sich die einzelnen Regionen anschauen. Und da will ich nur mal sagen, da wird es auch nicht einfacher, ja, weil diese eins Diagramm im Norden Europas, ne, wo da die Linie hochging bei deiner Folie, wenn wir das bewerten unter dem Gesichtspunkt, dass wir eigentlich im Norden eine hohe Tarifbindung haben, eine hohe Wohlstandsgesellschaft, dann werden die Erklärungsmuster nicht einfacher, sondern sie werden komplizierter. Und deshalb glaube ich, ist diese Frage auch noch mal sehr genau zu untersuchen, weil an dieser Frage hängt natürlich auch die Frage der Zukunft in Europa, je nachdem, wie sich das politisch in den nächsten Jahren entwickelt. Und mir ist nur zugerufen worden, wie gesagt, ich habe es ja leider nicht mitbekommen, dass von außen Adam von noch mal sehr deutlich skizziert hat, wie groß das Gefahrenpotenzial von außen ist. Das wissen wir im Prinzip ja auch. Aber Adam Tooze hat es ja, glaube ich, noch mal sehr genau sozusagen auf den Punkt gebracht mit Blick auf USA, China und die sonstigen geopolitischen Krisen, die wir haben. Also insofern glaube ich, hoffe ich, dass das eine spannende Konferenz mit spannenden Beiträgen und Diskussionen war. Und wir werden auch solche europapolitischen Foren, die wir in den letzten zwei Jahren ja einmal gemacht haben, aber es war schwierig, ja, wegen Corona und so, ne? Aber wir machen das ja immer genau unter diesem Gesichtspunkt einmal im Jahr, dass die europapolitischen Fragen auch aus gewerkschaftspolitischer Sicht diskutiert werden. Deshalb werden wir das auch in Zukunft tun. Mir bleibt zum Abschluss nur herzlichen Dank zu sagen. Zunächst mal an den bewährten Moderator Jürgen Zurheide, der die IG Metall mittlerweile ganz gut kennt. Applaus
Vielen Dank für die gewohnt souveräne Moderation und inhaltlich gute und tiefgehende. Vielen Dank an alle Panelisten im ersten und im zweiten Panel. Das fand ich, waren auch sehr spannende Beiträge aus unterschiedlichen Erfahrungswelten. Herzlichen Dank dafür. Da müsst ihr jetzt mal klatschen. Und vielen Dank an die FES, nicht nur für die zur Verfügungstellung des Raumes, sondern auch für die logistische Unterstützung, Marc und seine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns wie immer bei euch wohlgefühlt. Herzlichen Dank an die Jungs da oben von der Technik und an die Kolleginnen und Kollegen, Jungs und Mädels, falls da auch Mädels sitzen, weiß ich jetzt nicht, Kolleginnen und Kollegen, so ist es korrekt. Und natürlich auch an das Catering. Ich glaube, es gibt jetzt auch noch ein paar Häppchen zu essen für die, die noch ein paar Minuten Zeit haben. Also, vielen Dank an euch alle, an Sie alle. Ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Hoffe, dass ihr und Sie ein bisschen was mitnehmen könnt für die weitere Debatte, in welchem Szenario oder Kreis auch immer. Herzlichen Dank dafür. Alles Gute. Bleibt gesund. Applaus